Ärmel hochkrempeln. Erst links, dann rechts. Ist auch egal. Hauptsache hochkrempeln, denn heute wird geskillt. Heute wird in der Arena duelliert. Wir sind drei tapfere Gesellen. Und wir wollen mit euch heute mal wieder richtig uns aufs Maul hauen. Digital. Ahu. Sag dran, Skill Arena. Hey, Leute, wo musst du hingucken? Da ist irgendwo eine Kamera. Wo ist sie? Guck mal, wir haben eine richtig geile, totale. Hier brennt. Ich finde das fantastisch. Alter, was geht ab? Seht ihr das, Chat? Seht ihr das eigentlich, wie geil das hier alles aussieht? Ja, ne? Skiller im Wind in den Haaren. Ja, du hast keinen Wind in den Haaren. Ich nehme dir heute noch den Wind aus den Segeln. Ich nehme dir auf. Und ich puste dir Wind in die Haare rein. Dennis Richtarski ist da, meine Damen und Herren. Ein Applaus, ein Herzsturm, Herztornado für unsere Dennis. Da kommt er rein. Danke. Die drei Flaschenöffner, bitte. Die drei von der Gaming-PC-Station. Was brauchst du? Ein Flaschenöffner. Valentin Herre! Hallo! Da ist ein Applaus bitte für Valentin Herre! Er ist gut drauf, er ist wunderbar, er hat heute keinen Wind in den Haaren, aber er ist trotzdem nicht zu stoppen, wie man sagt. Das ist natürlich völlig richtig. Ich plane das Ganze hier heute zu gewinnen und werde das auch tun. Mein Name ist Michael Krogmann und ich freue mich auch, dass ich euch hier begrüßen darf im Namen dieser Herren hier. Warum ich hier vorne sitze, hat folgenden Grund. Denn wir werden heute mit meinem Game anfangen. Das haben wir eben in der sogenannten Pre-Show festgelegt. Die Pre-Show war überragend, aber da lass uns mal keine Worte drüber verlieren. Lass uns eher sprechen, was passiert heute. Walle, ich hab's eben erklärt. Willst du es mal eben zusammenfassen? Ja, selbstverständlich. Na. Wir haben nämlich die Skill Arena reformiert, kann man sagen. Und zwar folgendermaßen. Wir hatten ja letztes Mal eine Ausgabe, ein Spiel. Was sich geändert hat, ist, dass in einer Ausgabe drei Spiele stattfinden. Und zwar haben sowohl Krogi Denzel als auch ich einen Pick mitgebracht, den die anderen aber noch nicht wissen. Das heißt, wir werden uns jetzt überraschen. Ich weiß noch nicht, mit welchem Spiel Krogi jetzt anfängt. Und da wird es aber dann nur eine Runde geben. Also wir haben ja immer ungefähr eine Stunde gebraucht für einen Durchgang und dann nochmal einen zweiten Durchgang gemacht. Weil wir natürlich drei Spiele haben, gibt es pro Spiel nur einen Durchgang. Und am Ende gibt es auch einen fantastischen Preis und aber auch ein bisschen eine Bestrafung, weil wir zwischendurch eure Matzen, die ihr uns vorher geschickt habt, abspielen, um uns so ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Davon haben wir aber zwar einige, aber wir brauchen noch mehr für nächste Woche. Da erstmal der Aufruf, dass ihr uns auf jeden Fall noch kleine korrekte Beleidigungen schickt. Mit korrekt meine ich natürlich, da appelliere ich an euren gesunden Menschenverstand und euch uns jetzt nicht das, weiß ich nicht, schlimmste Wort aller Zeiten um die Ohren zu hauen, sondern eher vielleicht ein bisschen so eine Beleidigung mit ein bisschen Intelligenz dahinter. Du Otto, so. Jetzt halt's Maul. So, ja, das ist jetzt nicht die Schlauste, aber ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. So, und wir werden aber am Ende, haben wir uns was überlegt, was denn die anderen noch für eine Matz aufzeichnen müssen. Und das kann auch durchaus erniedrigend werden, wahrscheinlich. Ja. Von daher hängt auch diesmal wirklich was dran, ob man hier gewinnt oder verliert, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie es sich heute ausgeht, denn wir hatten in den ersten Episoden immer den Vorteil, dass man sehen konnte oder sich selber an das Spiel gewöhnen konnte in der ersten Runde. Und die zweite war dann ja immer deutlich besser, der zweite Durchgang. Für uns alle, auch für die Person, die das Spiel mitgebracht hat. Absolut. Und diese zweite Runde haben wir heute nicht. Dementsprechend kann es sein, dass wir heute nicht so hohe Punkte sehen, wie sonst gewohnt. Ja. Bin gespannt. Ja? Und das, selbst wenn ich an meinen eigenen Pick denke, muss ich sagen, ich weiß nicht, was da passiert. Dennis, hast du noch Fragen? Du guckst gerade ganz ungläubig. Ja, was ganz wichtig ist. Und zwar gibt es ja was zu gewinnen. Der Gewinner kriegt ja eine Pizza. Und das haben wir jetzt noch nicht eruiert, weil die großartige Bella, die ja hier auch federführend mit beteiligt ist an diesem ganzen Konstrukt, muss diese Pizza ja rechtzeitig bestellen, damit sie am Ende für den Gewinner da ist. Und wir müssten uns, weil ich jetzt mir das durch den Kopf gehen lasse, ja eigentlich auf eine Belagskombination einigen. Mhm. Also, was sagt ihr zu Salami? Warum fängst du dich erstmal an mit Tomatenmark? Hätte es verstanden. Nee. Okay. Ja, ich esse. Ja? Warte mal, lass Walle erst anfangen. Achso, ja, Salami bin ich cool. Okay, aber sag mal, mögt ihr Barbecue-Soße? Eigentlich esse ich keine Salami auf Pizza, aber ich würde es für dich machen. Boah, aber das ist ja schon. Nein, ich würde. Für mich ist die beste Pizza Margarita. Kommt voll auf die Pizzeria an. Die leckere. Okay, ist ja völlig in Ordnung. Ja. Wenn du gewinnst, dann pullen wir einfach alles runter und essen das und du kannst den alles da. Und dann, okay. Und dann musst du aber auch die Salami dann noch aufessen. Ja, selbstverständlich. Okay. Wir waren bei Barbecue-Soße. Ja oder nein? Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Okay, aber dann extra Käse? Das geht immer machen, klar. Okay, noch ein bisschen Mais vielleicht? Mais finde ich auch nicht schlimm. Ne? Ja. Doch, Mais ist geil. Ich mag Mais gerne. Nun, man muss schon bedenken, aber danach ist ja auch nichts mehr.
Ne, dann ist da immer Flatulenzen und so. Flatulenzen? Ja, klar, ja. Ich weiß ich, bei Mais. Ja, oh, okay. Ja, wir können auch Artischocken. Hey, aber Leute, ihr wisst doch, der Darm ist ein unterschiedliches, ist immer unterschiedlich. Ich wollte eigentlich nur eine Pizza zusammenstellen. Ja, okay, erzähl weiter. Okay, also weiter. Wir sind bei Salami, extra Käse bis jetzt leider. Ja. Kein Mais, sagtest du jetzt, weil du davon. Was mit Zwiebeln? Zwiebeln also, vertrage ich gut. Können wir machen, aber also. Zwiebeln sind richtig geil. Ja, okay, Zwiebeln. Ist aber natürlich auch Flatulenz für. Nee, bei mir nicht, das meine ich ja, der Darm arbeitet unterschiedlich. Achso, okay. Okay, dann für dich Zwiebeln? Ja. Noch was drauf, also wenn ihr wünscht, ich habe noch angefangen, ich wollte euch das jetzt nicht vorkauen. Ja. Was mit Jalapenos? Ja, was Scharfes, vielleicht Peperonis lieber. Ja. Kannst du die mal aussprechen? Jalapenos. Ja. Peperonis wären gut. Peperonis, genau. In scharf oder in mild? Mild. In mild. Milde Peperonis, Salami, extra Käse. Sonst noch irgendwas? Knoblauch obendrauf einfach. Ja. Knoblauch obendrauf. Okay, also das ist ja eine relative Vanillapizza, würde ich mal sagen. Die Zwiebeln sind ein bisschen strange. Wir können die Zwiebeln auch noch runternehmen, Chat. Was man die, aber es darf doch auch ein bisschen strange sein. Ja, oder? Nee, ist in Ordnung. Ich würde noch Oliven mit draufpacken. Da würde ich mein Veto. Okay, aber die kann man natürlich auch wunderbar runterpoolen. Ja, das stimmt. Aber ich will auch nicht, dass jetzt jeder ewig da auf dieser Pizza rumpoolt. Ich möchte euch kurz mal erwähnen, wir waren gerade essen und der Gewinner kriegt eine Pizza und Dennis hat schon wieder richtig Feuer in den Augen, wenn es ums Pizzen geht. Ey, ohne Scheiß, das ist richtig schön. Ja, aber ich muss ja auch eine gewisse Motivation haben hier. Ja, das stimmt. Na gut. Also, okay, gut, dann hoffe ich. Bella, du kennst ja den coolen Bestelldienst, der das ganz lecker macht. Na klar. Dann haben wir das geklärt. Nur, dass das wäre eine Enttäuschung für mich, wenn am Ende kommt dann irgendwas, weißt du, mit Ananas, Kiwi und Flusskrebsschwänzen oder sowas. Und das wäre dann halt nicht so. Nee, das eine ist leichte Quatsch. Enttäuschung. Nee, herzhaft und süß ist eh eine schwierige Kombi auf Pizzen. Das wäre wirklich Quatsch. Das Ananas-Gate sagt man auch. Wir haben alles erzählt, wir müssen ein bisschen zocken. Ja. Ihr wisst Bescheid, Chat, ihr habt's gerafft, ihr wisst auch, was auf euch zukommt. Ich würde sagen, ich präsentiere das erste Spiel. Counter läuft natürlich noch nicht, weil erstmal zeigen wir das Game, was abgeht. Ich drücke hier auf den Knopf, dann müssen wir auch schon draufkommen. Es ist natürlich das hier. Das ist natürlich ein fantastischer Pick. Das kostet 4 natürlich, weil da kann man viel Quatsch machen. Da muss man aber viel an der Steuerung, da kann man sich so grappeln und ja, so. Ja, genau. Hast du ein Pad hier für uns? Komplex. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil... Wir brauchen ein Pad für Just Cause 4. Nee, also ja, hier liegt ein Pad. Können wir bitte erst die Grafikoption machen? Ja, ich möchte gerne was anfassen, um ehrlich zu sein. Mach auf super hoch. Was ist das? 720? 720, das ist 1990, Ende der 90er. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, da mir das scheint, dass es noch nicht. Also eigentlich, obwohl das ist der Safe-Game, was ich brauche. Das sehe ich an den Waffen. Das wird schon gehen. Ja, aber im Safe-Game ist ja nicht immer die Config mit im Begriff. Okay. Die Grafik. Einstellung von. Ja. Zurück, übernehmen, okay. Ja, es ist auf jeden Fall nicht mal ganz so schlimm. Ja, ich gehe einmal ins Spiel und dann geht der Time auch noch nicht los. Achtung, ich werde euch das jetzt erstmal kurz erklären, worum es geht, weil wenn das kann ich während des Spielens vielleicht auch nicht machen. Also ich werde es mit Maus und Tastatur spielen. Es geht natürlich darum, soll ich erstmal die Aufgaben vorstellen und die Steuerung? Was wollt ihr jetzt erstmal? Aufgaben, okay. Das Aufgabenfeld sieht wie folgt aus. Wir haben 24 Aufgaben, nicht 25, 24. Da habe ich sowas geschrieben wie Gegner schweben lassen. Damit meine ich, dass der Gegner einen Luftballon hängt oder dass ihr den Gegner an eine Hauswand knallt. Also wie das geht, zeige ich euch. Ja, okay. Ja. Peitsche zwei Personen auf einmal aus. Ist einfach Nahkampf, die Peitsche. Ach so, ja? Aha. Okay. Nahkampf. Dann fahre 10 Fahrzeuge in ein Gewässer. 10? Ja. Das ist halt zu leicht. Ja. Wenn du ein Fahrzeug ins Gewässer fährst, musst schon ein bisschen arbeiten. Fliege mit dem Wingsuit unter einer Brücke durch. Da fehlt ein Wort. Ja. Wingsuit ist auf E. So. Durch, okay. Ne? Fliege mit dem Wingsuit, bremse mit dem Gesicht. Damit meine ich, wenn ihr am Fallschirm hängt oder mit dem Wingsuit unterwegs seid, dass ihr einfach quasi so tief fliegt, dass ihr mit dem Gesicht bremst. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Dennis? Ja, ich verstehe das schon. Das ist alles sehr, sehr schwer. Das wo sind die einfachen schwer. Sachen? Wie so, finde ein dann, Klo oder schieß ein dann, Loch in die Wand? Dann kommt, baue ein Raketenschiff. Wir sind bei Skillarena. Baue ein Raketenschiff! Alter! Baue ein Raketenschiff. Ich fange an. Verbinde Gegner mit einem Flugzeug oder einem Hubschrauber. Oh. Mhm. Dann mache einen Sturzflug ins Meer. Also damit meine ich nicht an einem Flugzeug, damit meine ich, dass man von irgendwas runterspringt. Versteht das ihr? Das steht da aber nicht, Krugi. Wird mein Anwalt dich aber dann später... Nein, Sturzflug ist... Man kann doch ein bisschen im Sturzflug auf dem Boden aufgeknallt. So, 2 Fahrzeuge verketten gibt's noch. Dann Kunstobjekt aus mindestens 5 Objekten stellen. Das ist eine sehr leichte Aufgabe. Das ist quasi wie das Sprayen eines Herzens damals bei PUBG oder so. Dass du einfach mit deiner Grappling-Hook sozusagen
fünf Fässer aneinander kettest und dann hast du eine Kunst gemacht, ja? Ja. Fünf Kühe müssen fliegen. Das ist quasi die gleiche Aufgabe wie Gegner schweben lassen, nur mit Kühen. Okay. Finde ein Barbecue. Okay. Das ist so eine Dulli-Aufgabe. Einfach irgendwo muss ein Grill stehen. Mhm. So. Mhm. Fliege einen Kampfjet. Das wird sicherlich auch passieren können. Chill auf einem fliegenden Objekt, damit nicht einfach, dass man darauf reitet. So, das steht und fällt mit dem Safe, was uns da zur Verfügung steht alles. Ja, ja, jetzt wirst du gleich schon sehen. Dann lass eine Tankstelle explodieren. Und Explosion ist bei dem Spiel jede Sekunde, ne? Es gibt nichts anderes. Dann Raketenbreakdance mit drei Personen. Damit meine ich, dass ihr an Personen die Raketen anbringt. Ich zeige euch das gleich, wie es geht. Keine Sorge, ihr werdet gleich verstehen, worum es geht. Dann mit dem Motorrad über einen Fluss springen, habe ich noch nicht geschafft übrigens, aber ich wollte es mit drin haben, weil es kann passieren, dass es klappt. Springen aus einem Flugzeug ist selbsterklärend, bau ein Raketenhaus, das gleiche wie es mit bau ein Raketenschiff. Hänge mit Locals ab, da möchte ich, dass ihr ein paar Einheimische trefft, sagen wir mal drei, vier Leute, sich euch zu dir hinstellt und kurz mit denen quatscht, so in eurem Style. Hast du so ein bisschen RP-mäßig? Ja, dass ihr einfach mit denen abhängt und einfach kurz fragt, so wie ist gerade die Laune, was geht so ab? Ja, so. Verstehe. Also, ich dachte so, für den Fun. Das ist natürlich cool. Habe ich mir gedacht, für den Dennis ist überhaupt nicht begeistert. Ich versuche schon die ganze Zeit, wie war das denn? Weil das war mega schwierig, diese verschiedenen, man konnte ja, diese Trapping modifizieren, ich zeig's das, ich hab das auch nicht einmal, hingekriegt. Ich zeig's auch einmal kurz. Dann zerstöre 20 Fässer, genau, das ist einfach, damit meine ich alle containerartigen Dinge, ja? Also, es gibt auch so große Tanks, die explodieren, ist meinetwegen zählt das auch dazu. Es stehen aber auch diese klassischen roten Fässer, wie man sie kennt, wie aus jedem Computerspiel, diese generischen Fässer halt. 20 davon. Ja, die stehen, hier explodiert alles. Ja, ich glaube, man kann diesen Punkt immer schon abstreichen, weil alles explodiert. Ja. So, surf auf einem Auto, surf auf einem Flugzeug, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, jetzt gerade doppelt, sehe ich gerade, weil ich habe eben schon gesagt, chill auf einem fliegenden Objekt. Na gut. Es gibt auch noch andere Objekte als Flugzeuge, also kann man gelten lassen. Und bau ein Raketenkarussell. So. Und das hast du auch falsch geschrieben. Ja, aber du hast dir richtig Mühe gegeben. Hey, Mann, ich habe mir Mühe gegeben. Das ist eine gute Aufgabe. Jetzt erzähle ich euch Folgendes. Also, wenn Johnny hier rumläuft, ja, dann habt ihr die rechte Maustaste. Und der rechten Maustaste könnt ihr euch irgendwo hinziehen, ja? Merkt euch das. Walle, wiederholt das. Ich sehe nichts. Johnny sieht was, ich sehe nichts. Rechte Maustaste zieht man sich so wohl. Siehst du das? Der rechte Maustaste. Punkt. Aber was ihr braucht ist, dass man, jetzt ist hier natürlich oben, weil ich das hier so also ausgewählt habe, hier ist kein Gegenstand, aber du kannst quasi rechte Maustaste gedrückt halten, ja, und dann irgendwo anders hinzielen und dann verbindet man das, ja? Womit verbindet man das? Rechte Maustaste gedrückt halten, hinzielen, loslassen. Okay, ich habe das Halten nicht gecheckt. Ja, jetzt weiß ich, ja. Ja? Ja. Und dann habt ihr noch hier, im unteren Bereich links, da steht gerade ABC, seht ihr das? Ja. Genau. Da kann man sich so durchschalten mit Y und C. Das ist das Einzige, was die Schwierigkeit ist. Das müsst ihr wissen. Das ist ja komplex. Pass auf. Was hast du gerade gelernt? Rechte Maus hast du gedrückt halten, irgendwo hinzielen. Ja. So. Und jetzt kannst du nur noch die Fähigkeit festlegen, was dieser Grappling Hook tun soll. Das ist alles. Hast du uns da denn schon die Sachen draufgeknallt, die wir brauchen für das? Wir müssen das nicht selber modifizieren? Nein. Ach, dann ist gut. Ja, weil ja. Das modifizieren, das fand ich mega kompliziert. Seht ihr das zum Beispiel jetzt auf B? Seht ihr das? B ist der Luftballon. B ist der Luftballon. Was auf C? Und jetzt kommt nochmal C. Das baller ich jetzt mal da oben hin. Einmal. Ah, das ist schon falsch gemacht. Muss man nur eigentlich. Au. Einmal drücken. Moment. Ja, da. Das ist. Pass auf. Ja, jetzt geh weg! Raketenbombe oder genau. So. Genau. Und Achtung, das muss man aktivieren. Ja. Mit F. F wie flieg hell weg. Ja? Jawohl, okay. Und was ist das? Das machst du zum Beispiel an eine Kuh und dann fliegt die weg. Genau, das ist dieser Raketenantrieb. Ach so. Und das meine ich zum Beispiel auch mit der Aufgabe Raketenbreakdance mit drei Personen. Du musst die Raketen an drei Personen ballern und dann mit F zünden, dann breaken die für dich. Ja. Okay, F. A, was macht A? Ach so, A ist einfach nur, ich glaube, das ist Heranziehen, ehrlich gesagt. Müsste ich mal nachgucken, was das war. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ist irgendwie die Steuerung ein bisschen anders? Zugmotor, genau, zieht Dinge heran. Also ja, du kannst aber auch, also das brauchst du nur für schwere Gegenstände sozusagen. Du kannst ja auch einmal, wenn du ein Fass nimmst, wo ich ja sagte, bau Kunstwerk aus einem Fass, da brauchst du A nicht. Okay. Das geht auch mit dem Luftheber beispielsweise. Also, ihr habt's verstanden. Einfach, es geht quasi bei unserer Prüfung heute um Grappling Hooks. Zu meiner Verteidigung, ich habe nicht viel das Spiel gespielt.
Aber ich dachte, es ist ein perfektes Spiel für die Skill-Arena. Auf jeden Fall, es ist sehr geeignet. Genau. Aber ich habe Angst, es ist komplexer. Das ist in Ordnung. Chat, was sagt ihr? Was sagt der Chat? Der Chat sagt, perfektes Spiel für diese Sendung. Ja, ne? Jetzt mal locker machen. Und wir starten alle hier oben. Ihr habt einen Sniper und einen Raketen, eine Panzerfaust, was ja schon mal ganz gut ist. Wie wechsle ich die Waffen? Wie beim Mausrad? Mausrad, ja, genau. Okay. Und Map werdet ihr nicht brauchen. Warum komme ich? Ich weiß nicht, warum ich nicht in die Map komme. Hier ist irgendwas wirklich weird. M für Map geht nicht. Und Tab? Da mache ich Tab. Nein, Tab hat eine eigene Funktion. Tab für Map. Dann gehe ich mal hier hin. Ah. Wir sind dann Mitte der Map, ne? Seht ihr? Ja. Es ist alles frei. Könnt überall hin. Ja. Und quasi könnt ihr hier starten und wohin auch immer ihr wollt. Okay. Ja? Ja. Und that's it. Wenn ihr gleich springt, Fallschirm ist auf Leertaste. Mhm. Ja. Steht da auch. Und wenn man ein Wingsuit haben möchte, ist das E, sage ich euch aber auch gerne. Mhm. Ja? Ja, okay. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Und ich muss jetzt hier wieder rauskommen, die Steuerung ist wirklich gut. Okay, und damit haben wir es eigentlich, oder? Ja, ich würde gerne sehen, wie du das machst. Ich auch. Ich bin auch gespannt, wie ich das mache. Wie gesagt, ich habe mir auch einfach mal schön was überlegt, weil ich dachte, das ist ganz geil. Aber es jetzt erwartet nicht, dass ich hier so abrule. So, also, aber meinetwegen können wir starten, wenn ihr Bock habt. Was machen wir eigentlich, wenn jeder einen Punkt bekommt? Dann ist es so. Ja, erste Runde kann ja... Dann können wir die Pizza teilen. Erste Runde kann ja, genau. Ja, okay, wollte ich nur mal kurz fragen, weil ich sehe da... Rechne mir hohe Chancen bei meinem Game aus, weil ich es ja ausgewählt habe und üben konnte. Du sagst, du hast nicht so viel geübt, dennoch hast du es ja schon mal gespielt. Ja, natürlich. Nein, ich hab's, aber ich finde das bei diesem Spiel, das sind jetzt bewusst Aufgaben, die sehr unterschiedlich gelöst werden können. Mhm. Weil ich kenne die Map nicht gut. Okay. Überall gibt's diese Sachen. Es ist wirklich, ich glaube, mir ging's darum, dass auch vielleicht jeder Durchgang ein bisschen anders aussieht, weil sonst hatten wir immer so die gleichen Durchgänge. Mhm. Und das ist bei diesem Spiel, vielleicht geht's nicht auf, aber vielleicht schon. Verteidigungsmodus deaktivieren. Schau, lass an, aktivieren. Zählt mich ein. Okay, ich würde sagen, 15 Minuten in 3, 2, 1. Let's go. Okay, 24 Punkte maximal. Bin super gespannt. Alright. Erstmal hier abhauen. Erstmal, wo mehr Vegetation. Am besten merken wir uns jetzt echt, wo er hinfliegt. Mhm. Weil ich glaube, die Locations sind gar nicht so unwichtig. Weiß, wo die Kühe schon sind? Ja. Naja, die gibt's überall. Also ihr merkt schon, ich hab uns was ausgewählt, was einfach am Arsch ist, ne? Ja, super. Also Map Mitte. Spawnen wir da auch immer wieder, wenn wir sterben. Ja, geil. Nein, wenn ihr stirbt nicht. Nein. Aber in jedem Safe-Game. Aber das war mir wichtig. Ja. War mir wichtig, dass wir das... Hier könnt ihr schon mal dran gewöhnen, an die Steuerung und so, ne? Das ist mir wichtig gewesen. Und jetzt kann ich mir auch schon mal den ersten... Soll ich mir den ersten Punkt schon mal geben? Genau. Nee, was passiert denn, wenn man stirbt? Ja, dann bist du tot. Nein, du wirst natürlich respawned, da wo du... Irgendwo in der Nähe, ne? Wo du in der Nähe bist, das genau. Das ist gut, ja, okay. Das ist wichtig. Guck mal, da wechselt die Klimazone, ist schon ein bisschen wärmer. Genau. Das wird hier schon ganz schön. So, und ich will zum Wasser, wie ihr wisst. Sieht schon anders aus. Und jetzt suche ich gerade eine Brücke. Wie gesagt, ich fliege immer woanders hin. Und da ist kein... Wo ist das Wasser? Merkt euch, hier ist schon mal vielleicht nicht der letzte Weg. Da hinten ist Wasser. Da ist auch eine Brücke. Da ist eine Brücke da hinten. Da geht's. Du willst den No-Step ins Wasser machen jetzt. Den Sturz ins Wasser vielleicht. Ne? Das kann man machen. Was könnt ihr noch machen? Unter der Brücke durch. Ich kann da erstmal viel machen. Autos ins Wasser. Da kann... Alter, Jet! Hol ihn hier, Jet! Jet! Die fliegen da einfach so random. Jet! Ja. Fuck, das wäre schon die Jet-Aufgabe gewesen. Hä, echt? Ja. Da braucht man doch noch einen Heli für, dachte ich. Nee, Flieger, ein Kampfjet steht da auch irgendwo. Ach so, ach, das gibt's auch, stimmt. Nee, ich dachte gerade, du meinst dieses verbinde Gegner mit einem Flugzeug oder Hubschrauber, aber ist ja auch nur... Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen rankommen. Rankommen hier. Liegen unter einer Brücke, ne? Hab ich gesagt. Eine schwierige Brücke. Das sieht aber schick aus. Oh, das macht er gut. Das macht er gut. Tor! Nee! Er hat verkackt. Was hat das geschafft? Kopfnuss an die Brücke oder gibt's dafür einen Punkt? Die Aufgabe gibt's leider nicht. Scheiße. Was hat er versucht? Scheiße. Ich glaube unter der Brücke durch. Scheiße. Ey, hoch! Wie geht's noch? Warum geht er nicht hoch? Geht nicht. Du bist. Hallo? Gehirnerschütterung. Was ist denn mit der Steuerung hier? Gehirnerschütterung. Was ist denn mit der Steuerung? Gehirnerschütterung. Gestorben an Gehirnerschütterung. Hoch. Oh. Jetzt nochmal. Das machen wir jetzt ganz schnell nochmal.
Oh, da holt er ja, Faceplant, Faceplant. Erster Faceplant. Okay, erster Faceplant. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe. Bremse mit dem Gesicht. Erster Faceplant. Sehr gut. Johnny. Punkt geholt. Stell, das müssen, ich muss ich an der Brücke machen. Sehr gut. Keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Wir brauchen noch ein bisschen, was ist eine Anfahrt? Ja, aber lass dir Zeit, weil du hast ja alle Zeit der Welt. Ich weiß, Dennis. Ich weiß, was du mir sagen willst. Kein Problem, Pugi. Ich weiß, was du mir sagen willst. Du hast einen Punkt, damit bist du schon mega weit vorne. Ja, hier momentan ja. Also es kann eigentlich nichts schief gehen. Ich glaube, besser kann man es nicht machen. So, das reicht. Das ist unter der Brücke durch. Doch, ist durch. Ist durch. Hau ab. Ist doch durch. Scheiße, ey. Das ist schwer zu sagen. Ne? Wie ist das schwer zu sagen? Ich fand nicht, dass Alter, er unter... wisst ihr nicht, was durch heißt? Ich fand nicht, dass er unter der Brücke durch ist. Ich find... War er doch auch nicht. Okay, pass auf. Dann surfe ich erstmal auf dem Auto. Ich meine, wir können auch nicht surfen auf einem Auto. LKW ist ein Auto. Ey, du hast jetzt ja auch nicht unendlich Zeit, ne? Ja, ich hab doch einen Punkt gemacht. Habt ihr gesehen? Surfe auf einem Auto, das hab ich. Was? Oh. Echt? Ja. Surfer auf einem Auto? Also, oh, das gab's auch, stimmt. Das gab's auch, okay. Da ist auf einem Auto gesurft. Okay. Nicht und hier, Regie, ihr dürft nicht. Ihr habt schon unter einer Brücke. Ja, das war auch korrekt. Nee, was doch nicht. Der Chat sagt also, auch nein. Okay. Da steht niemals Krogi. Nein. Da steht okay. Krogi ist ja, okay. Nicht durch. Okay, ja, ist ja gut. Sagt drei Dinge. Ist ja gut. Nee, das war nicht durch. Okay. Krogi ist doof. Nee, stand da gar nicht. Okay, ihr müsst ein bisschen mitzählen, ne? Du hast eins, zwei. Zwei Aufgaben, ja. Hast du zwei Punkte. Mhm. Oh. Eine Kuh? Aber die muss die leben? Nee, kann sie nicht. Okay. Kann sie nicht? Nee. Natürlich kann sie leben. Kann sie erzähl doch nichts. Zwei Kuh. Tote Kühe, drei genau. Kuh. Okay. Vier Kuh. Okay. Fünf. Falle? Das ist hier komplett. Und fünf Kuh. Ja, die wollen wir jetzt auch sehen in der Luft. Ja. Eins, okay. Zwei, ja. Drei, vier. Oh, ach, die hängen dann da auch noch. Sehr gut. Wo ist die fünfte? Cool da ist die fünfte. Die fünfte ist mal tot. Aber ist eine coole Luft. Hey, das ist ein Steak eigentlich. Wie viel? Ich hab zwei Autos. Ein Auto im Wasser. Ein Auto. Wie viel Zeit habe ich noch? Ach, 10 Minuten genau. Ja, okay. Ey, lass mich rein. Hallo? Oh, mit Schwung da rausgeworfen. Das ja. Ist ja noch gewaltvoller als Grenze im Auto. Ein Auto ins Wasser. Zwei. Ist das zweite? War das zweite schon, okay. Ja, okay. Okay, jetzt nur noch acht. Ja, ich weiß. Ihr werdet denken, jetzt vielleicht eine dumme Aufgabe. Aber nein. Fahr doch alle Autos hinten in den Transporter rein und versenkt den Transporter. Geht das nicht? Oh, das ist natürlich smart. Oder kannst du nicht die Autos auch mit Seil irgendwie ins Wasser ziehen? Ja, könnte man machen. Aber ich habe mir vorgestellt, dass das schneller geht, hier an der Stelle, um ehrlich zu sein. Ah, die Stelle, die hat er sich schon rausgesehen. Ja, ne? Nee, das nicht, aber... Nein. Hol ihn dir. Wie viel haben wir? Ist das vierte, ne? Das ist das vierte. Ja. Okay. Sehr gut. Skill Arena. Eine Sendung für Profis. Vier Autos. Den Punkt will er haben. Kann er jetzt auch nicht abbrechen? Nee, das wäre jetzt richtig dumm. Wenn ich den jetzt abbreche, wäre es richtig dumm. Das wäre wirklich Time Waste. Hat er. Aber ich gucke mir das ganz genau an, Denzel. Das dauert insgesamt wahrscheinlich 2 Minuten mit den Autos. Ja, das ist mir fast ein bisschen zu lang. Ja, ich muss auch sagen, ich war eben ein bisschen verzweifelt. Ich meine auch damit, weißt du, der erste Durchgang ist immer der beschissenste. Ja. Das muss ich einfach echt sagen. Das stimmt. Ja, Michael Krogmann steht natürlich auch sehr unter Druck, weil er immer gewonnen hat. Und jetzt hat er viele Nächte im Bett gelegen und gedacht, ich muss weiter gewinnen. Und das ist natürlich eine schwierige Startvoraussetzung für die Skill Arena. Sechs Autos. Das ist schon cool. Nee, warte, das war das fünfte. Nein, das war sechste. Okay. Ey, mit diesem Fallschirm kann man sich ja schon schnell mitzählen. Hallo. Der Chat zählt das. Ja. Hallo, ich will jetzt ins Auto. Ja, aber super auch gut. Schön. Oh, das war gut, ja. Das war eine Dreifache. Ey, ist halt ein schade, dass das keine Aufgabe war. Purzel dumm durch die Gegend. Ja. Achtung, mit Ziegen! Oh Gott! Ich glaube, es war eine Alpaka. Sieben Autos. Chat, haben wir sieben? Geil, ja. Geil, Kobi. Geil, Kobi. Dranbleiben. Geil. Ja. Geil. Nummer 8. Geil. Wenn du so weitermachst, passt da gleich kein Auto mehr rein. Ich werde angegeilt. Merkt ihr das? Hab ich gehört? Ja, also, hab ich mitbekommen. Ja. Geil bist du. Hallo. Ja? Wie war das? Hier balle dein Auto. Nummer 9. Wieso meins? Also, ja, ich würde das fahren. Weil du so geile Autos fährst.
bin ich dafür bekannt, ja. Der Typ immer mit dem AMG, das wird müde. Bei diesem scheiß Punkt, ey. Und dann will ich aber noch wenigstens drunter. Und Autonummer. Na, zeig uns das. Das nein, ist das richtig drin gewesen? Ich hab keine Zeit. Das ist gecheatet. Ich hab keine Zeit für so. Du kannst ihn nicht einfach am Strand parken und sagen, oh ja, ich bin da. Ich hab keine Zeit für so. Richtig. Ich hab keine Zeit für sowas. Also ich habe nur 9 gesehen. Da musst du am Ende noch mal eins nachlegen, ne? Oh, da sind ja noch die Kühe. Das ist ja geil. Mega, ne? Unter der Brücke durch. Sehr gut. Unter der Brücke durch. Alles das stimmt. Endlich unter der Brücke durch. Okay, hat's geschafft. Unter der Brücke durch. Punkt geschafft. Nummer 4 für Croakmaster. So. Punkt Nummer 4. So. Jetzt. Wo sind die Locals? Wo sind die Locals? Wo sind die Locals? Oh! Hier sind aber schon irgendwo Locals. Ja, was ist denn das? Ein Raketenrucksack. Den habe ich nie freigespielt. Der ist schon geil. Der ist mega gut. Hier sind die Locals. Okay, warte mal. Ey Leute, ich bin hier gerade einfach nur runtergefallen. Ich wollte wissen, wo kriege ich denn so geile gelbe Schuhe hin? Ich will die geilen gute her, meine ich. Wo krieg ich denn diese geilen gelben Schuhe her? Nee, spricht kein Pfosten. Bitte, ich hätte gern diese. Entschuldigen Sie, diese geilen gelben Schuhe hätte ich so gerne. Wäre das möglich? Wissen Sie das, Dame? Ich weiß, ich bin hier gerade runtergekommen. Die regen mich hier alle auf. Ja, gib mir mal Geld. Mach ein Foto von mir, guck mal, weil ich die Schuhe haben will. Ja. Weil ich die Schuhe haben will. Der ruft dich nämlich später dann an. Ich finde, den Punkt habe ich, oder? Ja. Den Punkt, okay. Punkt habe ich. Müssen wir den Chat auch ein bisschen fragen. Den Punkt habe ich, finde ich. Der Chat fragt, warum macht er das mit den 10 Autos im Wasser nicht zu Ende? Habe ich doch gemacht. Und warte, wie viel habe ich? Ich brauche 3 Leute, ich brauche 3 Leute. Ich brauche 3 Leute. Und Robo und Dance. Breakdance, Breakdance. Ja, aber mehrere, ne? Du hast gesagt mit 3 oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, um welche Aufgabe es geht. Ja, das wäre cool, wenn du das kurz sagst. Breakdance, es geht da, der Breakdance-Move. Ja, aber wie viele? 3 Leute? 3 müssen Breakdance. Okay, du mit 3. Oh, da kommen dann auch Gegner. 3 breaken. 3, oder? 3 breaken. Warte. 1, 2, 3, ja, ne? Ja, ich habe auch 3 gesehen. Okay, alles klar. Okay, jetzt breaken auf jeden Fall 3. Du musst auch noch dancen. Okay, haben wir. Wir haben das, wir haben Breakdance. Okay, Breakdance. Okay, Breakdance haben wir. Gegner schweben lassen, das kann ich doch auch schnell kombinieren. Hier, nimm, warte, oh ne, krieg ich nicht. Das ist ein Gegner. Schweben. Schwebt er? Nee. Jetzt. Schwebt er jetzt? Der schwebt doch jetzt. Jetzt schwebt er. Der Gegner schwebt auch. Was? Der Gegner schwebt auch. Das war ein Gegner. Jetzt schwebt der halt. Ist mir doch egal. So, jetzt schwebt der Gegner. Das sieht schmerzhaft aus. Jetzt schwebt er auch. Sehr gut. Den Punkt haben wir. Was denn? Wie heißt denn der Punkt? Gegner schweben lassen. Links oben. Gegner schweben lassen. Okay, das war ein Gegner. 2 Leute auspeitschen. Ja, zwei Leute auspeitschen. Zwei auf einmal auspeitschen. Da stehen 2. Die peitsche ich aus. 2 ausgepeitscht. Punkt habe ich auch. Fahrer 10. Habe ich nicht Fahrer 10 zu Ende gemacht? Wollt ihr mich verarschen? Nein, der Chat sagt nicht. Warum nicht? Fehlt ein Auto oder was? Ich hab's doch gesagt, Leute. Nur weil ihr nicht zählen könnt. Oh, Alter, der hält aber genau rein. Bruder! Aber das kannst du ja fix machen, wenn du nochmal beim Wasser irgendwann bist. Nee, wir sind halt so nett und sagen's dir noch. Ja, so. Ja, okay, ich habe auch drauf geguckt, das war nicht abgekreuzt. Oh, da sind wir schon einige gediesen. So, 10 sind drin. 10 sind drin. Sind 10 drin? Ne, warte mal, fragen wir den Chat. Ja, aber 7 sind halt wieder gediesbar. Da oben. Da oben. Da ist ein Zeppelin. Ist immer noch nicht weg, oder was? Und konzentrier auf deine Aufgabe. Was weg ist und was nicht, siehst du am Ende. Nein. Ja, Chat, macht er jetzt? Chat gibt ein Go, sind 10 von 10. Obwohl, nee, da zählen noch 2 Leute 9. Nein, nein, das kann ich. Das, kann ich, das ist Bullshit. Das ist, glaube ich, Getrolle. Wir haben ja auch ein bisschen mit. Okay, Achtung, Achtung, ich will surfen. Oh. Bruder. Rudi! Was? Was? Hä? Ja, Boden. Aber es gibt eine Zeppelin-Aufgabe? Yes, Flieger. Fluggerät. Fluggerät, ah, okay. Wir haben jetzt Chill auf einem fliegenden Objekt und Surf auf einem Flugzeug. Da wechselt die Musik. Versteh's nicht. Das ist nicht so einfach. Da hat er Probleme und sitzt da drauf. Ich chill. Ich chill ab. Das nennst du chill? Ja, ich chill ab. Das ist gechillt, ja. Ich chill ab. Okay, aber dann wollen wir dich wenigstens von vorne einmal sehen. Dreh die Kamera einmal, dass wir dein Face sehen, dein chilliges Gesicht. Warte kurz. Ein Face. Ja, einmal Face chill. Genau. Jawohl, das ist chillen. Okay, jetzt hast du es. Jetzt frage ich, jetzt guck ich mal einmal, wo noch ein Kampf in der Luft ist. Wie viel Punkte? Oh, das sieht aber nicht so chillig aus. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Wo läuft die Zeit? Sag's mir. 2 Minuten 20. Ja, also,
Okay, okay. Muss ich mich konzentrieren. Entweder zum Wasser. Bau ein Raketenauto, das mache ich noch. Okay. Okay. Bau ein Raketenauto. Ist man schnell mit diesem Raketengelöt. Baue ein Raketenauto. Achso, Stutzflug. Ja, aber das ist doch wirklich schon mehrmals gemacht, oder? Sturzflug ins Wasser. Was? Das war Wasser. Das war doch kein Wasser. Also ich meine, ich bin dabei gestorben, aber es war schon Wasser. Also das haben wir nicht festgelegt. Da steht nicht, dass man überleben muss. Es war auf jeden Fall Wasser, ja? Also das muss ich wohl sagen. Ja, also Sinsen San sagt wieder daneben, nee, kein Wasser. Lull. Lull. Es war feucht. Na ja. Gut, zählt. Ja, zählt. Die meisten sind schon für ins Wasser. Ins Meer steht da. Echt? Steht da ins Meer? Ist ein Sturzflug ins Meer? Null, das war kein Meer. Ein Meer ist es erst ab 10 Liter. Okay. Zähl nicht, Regie. Sehr gut. Bau ein Raketenauto. Da ist es. Ciao, das war's. Aber das wird so nicht bis zum Mond kommen. Das steht da nicht. Bau ein Raketenauto, sorry. Jede zweite Aufgabe ist, mach irgendwo eine Rakete dran. Ja, und ist halt das Spiel. Das ist nicht mein Problem. Das ist das Spiel, ja. Da muss ich mich jetzt fucking beeilen, ey. Mehr, wie lange habe ich noch? Wo ist das fucking Jawohl. Mehr? Kogi, du hast schon richtig viele Punkte. Ich glaube nicht, ob du das noch mehr brauchst. Du kannst dich zur Ruhe setzen. Fucking mehr. Ja. Das hab ich nicht. 40 Sekunden bis zum Meer. Da ist das Meer dahin. Oh, ja, oh. Da ist das Meer. Das schaffst du. Oh, das könnte sehr knapp werden. Nee, das schafft das. Das sieht mir nach einem klaren 30-Sekunden-Flug aus. Ja. Ach so, man hat nicht unendlich die Rakete? Nein. Nee? Shit. Oh, dann bist du jetzt aber ein bisschen... Ja, bist du aber am Arsch. Ja. Aber das schaffst du noch, Kogi, wenn du dich ganz doll anstrengst. Okay. Ja, hol Schwung. Da unten ist das Meer fast. Sehr gut. Was macht der jetzt? Lass dich nicht von dem Piepen ablenken. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, das ist... Gleich ist unsere Pizza fertig. Map. Oh, sad. Was wolltest du da unten noch machen in den letzten Sekunden? Sag dir nicht. Ja, okay. Kobi ist richtig außer Puste, das gefällt mir. Ey, das ist richtig anstrengend, das Spiel. Das ist richtig anstrengend. Hast du das, glaube ich, anders vorgestellt? Kann das sein? Nee, ich find's einfach geil. Zum Zugucken ist doch geil, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr konfus. Ich habe Angst, selber zu spielen, weil das ist ein ziemliches Gefrissel. Also, ich weiß noch, wie das war. Es ist schon ein bisschen älter, deswegen bin ich nicht mehr drin in der Steuerung. Aber als ich das gespielt hatte, dachte ich auch so, ey, diese Sachen zu verbinden und dies und zick. Wobei, damals musste man ja noch diese ganzen Sachen selber modden. Da bin ich dir dankbar, dass man das nicht machen muss. Ja, absolut. Doch, ja, Jo, Skylo, war trotzdem gut. Sieht cool aus. Locals habe ich. Du hast das schon echt gut gemacht. Häng mit Locals ab, habe ich auch gemacht. Habt ihr mir gesagt, ich hatte einen schönen Smalltalk um die gelben Schuhe. Genau, stimmt. Das muss noch abgekreuzt werden auf jeden Fall. Häng mit Locals ab. Und Flugzeug haben wir nicht, weil wir haben das Luftobjekt. Genau, das Luftobjekt. Bei Raketenschiff habe ich auch nicht. Dann verstehe ich den Unterschied nicht, das ist doch zweimal dieselbe Challenge. Nee, das eine ist wirklich... Hat er doch gesagt, da hat er Scheiße gebaut. Ach so. Ja, aber das kannst du ja trotzdem noch differenzieren. Ja. Flugzeug war das nicht, wenn du von Flügeln ausgehst sozusagen. Das war kein Flugzeug, genau. Nee, aber wenn du auf einem Flugzeug wärst, würdest du denn beide auf einmal kriegen, weil der Flugzeug auch ein fliegendes Objekt ist? Das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen können. Ja, und da wir jetzt dran sind und du da nicht mehr von profitieren kannst, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Das ist die große Sache. Das fairste Format Deutschland. Ich muss resetten. Ja, wir müssen jetzt schnucken, wer jetzt das als Zweiter dran ist. Alles klar. Ein faires... Ehrenhaftes Spiel. Genau, komm ein bisschen rüber, damit man das hier schön in der Cam. Wir müssen so ein bisschen. Muss komplett das Spiel beenden. Das können wir doch hier machen. Achso, nee, wir haben ja da eine. Wir haben eine eigene Schnuckcam. Ja. Bist du ready? Schnuckcam. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Und ich hab gewonnen und darf mir aussuchen, dass Walle anfängt. Habe ich gerade bestimmt. Das hätte ich mir auch ausgesucht, dass du anfängst. Ich muss eben die Safe Games überschreiben. Scheuert. Ich glaube, das ist so vorbereitet für mich. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier alles zerstöre, ehrlich gesagt. Okay. Es ist für uns jetzt nochmal die Zeit, einmal kurz in uns zu gehen und diese Aufgaben auswendig zu lernen. Stimmt. Die Sachen sind abgekreuzt. Ein neues 24-Punkte-Blatt steht vor uns. Es wäre geil, wenn wir das so haptisch vor uns hätten und uns so einzelne Punkte raussuchen könnten und uns jedes Mal da neu raufzugucken. Ja. Ist, ich bin auch höchst verwirrt. Ich kann mir so ein Shit super schlecht merken, muss ich zugeben. Aber ich finde meinen Pick. Ich finde den Pick natürlich genial. Ich habe auch über Just Cause nachgedacht. Ja.
Ich finde nur, die Grafik will ich mir gleich noch ein bisschen schöner stellen. Ja, klar. Sehr gut. Ja, aber ich, oder für die Skill-Arena ist ja doch ein gutes Game. Auf jeden Fall perfekt. Das finde ich. Ein Sandbox-Game, wie es im Bilderbuch steht. Habt ihr gesehen, was abgeht? Ja, ist unglaublich. Den vierten habe ich auch nicht gespielt, aber ich würde echt gern den jetzt auch haben, nur wegen der Kühe und so. Die Kühe, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, ich hoffe, dass es jetzt klappt in dem Safe-Game. Müsste es aber eigentlich. Komischerweise, es gibt ja so Titel, da kannst du nicht einfach speichern, wie du willst. Sonst wird immer der Progress abgespeichert. Ja, sowas ist eine Frechheit, finde ich. Und genau, Just Cause 4 ist so ein Titel. Ja. Dementsprechend musste ich alles schließen und die Safe-Gates überschreiben. Aber das sollte keinen Abbruch tun. Es wird ey, ich hab noch nicht mal gespielt. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Und wir hängen auch voll in der Air. Und das ist Spiel Nummer 1. Ja. Wir haben noch zwei andere Spiele danach. Das ist ja komplett Mordbahn. Crazy. Sieht gut aus. Alles klar. Geht ab. Gut. Let's change the place. Valentin Herre, meine Damen und Herren. Darf ich ganz kurz 30 Sekunden einmal alles ausprobieren? Ja, musst du auch, glaube ich. Musst du auch. Ja. Also rechte Maustaste, irgendwo hinzielen. Grabbelst du dich hin, genau. Ja, und dann hängt man da so. Genau, Leertaste. Ah, ja, okay. Genau, zum Lösen. Wenn du jetzt die rechte Maustaste gedrückt hältst. Ah, ja, okay. Genau, ja, das wollte ich einmal lernen. Ja, dann aber wie komme ich wieder runter? Achso. Drück nochmal Leertaste. Fliegt da bitte nicht runter, weil dann müssen wir halt starten. Ja, ja, dann müssen wir wieder das Safe-Game überschreiben. Ja, das wäre super dumm. Okay. Rechte Maustaste gedrückt halten, woanders hin zielen. Loslassen, Verbindung. So, verstanden. Genau, jetzt bist du bei dem Raketenäumel. Wenn du jetzt mal wechselst, Y und C sind die Tasten. Aber wie löse ich den Raketenäumel überhaupt aus? Zieh mal irgendwo hin. Rechte Maustaste gedrückt halten und loslassen. Und jetzt F. Ah, okay. Mhm. Aber warte, wenn ich dann aus Versehen kurz geguckt habe, dann geht das ja nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ja, in dem Rad schon noch. Ach, das geht schon noch, ja, okay. Genau. So, Y. Genau, das sind die Luftballone. Genau. Und das andere brauchst du in dem Fall eigentlich nicht. Ah, okay. Ja. Ich liebe diesen Druck, den man hat bei dieser Sendung. Ja. Ohne ja. Scheiß. Weil die Aufgaben sind alle für sich genommen schon gut machbar. Also habt ihr auch gesehen, das geht schon. Aber es ist einfach so, man ist so wahnsinnig. Was macht man? Und wie starte ich diesen Raketenrucksack an mir ran? Dafür drückst du, wenn du in der Luft bist, E. Ja. Du kannst ja hochspringen und E drücken. Ja gut, geht so. Ja, gut, wenn du gleich springst, wird es gehen E. Okay. Und dann musst du einmal, wie bei jedem Autorennspiel, auch mit Shift machst du den Boost. Okay. Du kannst auch einfach mit Wingsuit so fliegen, ohne Raketenantrieb. Okay. Mit Shift machst du den Boost. Alles klar. Aber ich bin natürlich kein Arsch und werde dir weiterhin helfen. Das ist super nett. Das werden wir, glaube ich, bei allen Games zur Hand haben. Ich gucke noch ein letztes Mal auf die Aufgaben. Ich brauche ja irgendeine Strategie. Die muss ich noch schnell finden. Aber ich habe keine. Hast du ja noch 5 Sekunden. Okay. 4 Sekunden. Ja. 3 Wegen. Sekunden. 2 Sekunden. 1. Los. Go. Ich hab alles wieder vergessen. E. Ah, so. Ah. Okay. Ah, da unten rechts ist die Anzeige davon. Mhm. Chat schreibt gerade, nimmt den Punkt weg mit Wingsuit unter der Brücke herfliegen. Nein, das meine ich schon natürlich in diesem Modus. Das ist für alle gleich. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Also, das ist genau so gemeint. Ja, wieso sollte man das wegnehmen? Das verstehe ich. Ja, weil das natürlich, du hast den Boost und wenn du mit dem Boost fliegst, hast du zwar immer den Wingsuit an, ja, aber du bist ja eher mit dem Jetpack unterwegs. Ja. Und, Ach, den darf ich dabei nicht benutzen. Doch, das darfst du. Das hat gerade Chat gesagt, aber so sehe ich das nicht. Okay. Also das, Ja, gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja. Wie viele Punkte hattest du jetzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, ist das schon... sehen wir dann gleich. Ja. Es waren Mittelziele. Ja, es waren so Mittel. Mittel. Oh Gott, ist schon eine Minute rum. Wie lange braucht man denn? Man darf halt nicht vergessen, wir hatten sonst immer 2 Durchgänge, ne? Und die Steuerung zu verinnerlichen und so, das ist schon hart in einem Durchgang. Das finde ich auch krass. Das Corsus hat eine ganz friedliche. Ja, ja. Weil du fliegst da durch die Gegend, ziehst da mit deinem Gatling-Cock, während du am Fallschirm sitzt und eine Rakete auf dem Rücken hast. Das sind halt super viele Knöpfe gleichzeitig, mehr als du an der Hand hast. Ja, ja, absolut. Bin ich nicht schneller mit dem Auto? Komm drauf an, dass du ein Driver bist. Ein Driver. Ein super Driver. Oh! Wow! Oh, ja. So. Oh, Vögel! Oh. Es gab was mit Vögeln? Gelandet. Nein. Es hat sich nur erfreut, dass da Vögel waren. Eine Flora. Nee, ja. Fauna. Achtung, Autos. Ja, warten Sie hier, sehr gut. Dankeschön. Ja. Danke. Geht das nochmal? Scheiße. Nein! Okay, ich surfe auf einem Auto. Auto okay, surf, Punkt. Aktiviert. Ist aktiviert. Der war tatsächlich null geplant, aber. Aber geil auch. Aber geil. Erster Punkt. Sagen Sie, bleiben Sie stehen. So, Fuck, ich hab alles vergessen. Wie mache ich denn jetzt nochmal das Raketengelöt?
Wechsel mit. Oder hast du noch, ne? Ja, das ist. Genau, das ist eine Rakete aus. Muss noch auslösen. Bleiben Sie doch mal da. Fuck. Und loslassen? Ja, und mit F auslösen, wenn du willst. Dann ist abheben. Bleiben Sie da. Und jetzt F. Ja, genau doch. Yes! Okay, sehr gut. Geil, Punkt. Ein Punkt. Fantastico. Okay. Das Fliegen hat er drauf. Ja. So, 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 so. Guck mal hier, ich bin in einem tollen See, muss ich sagen. Sieht eigentlich, glaube ich, ganz geil aus, wenn man das so stellt. Also, weil die Bäume überzeugen mich schon jetzt. Aber gut, darum soll es ja gerade gar nicht gehen. Ich lasse mich ablenken. Sieht besser aus als das aktuelle Battlefield. Ja, um Welten. Hier gibt es keine Brücken. Ach, doch, da hinten. Okay. So, aber ich flieg tief. Nee, warte mal, das ist ja kein Meer. Da darf ich nicht rein. Kein aber es gab Meer. Auch eins mit Dötze deinen Kopf auf Asphalt. Ja, ja, ne? Ja. Ja. Okay. Bremse mit dem Gesichtspunkt aktivieren. Einfach mal die sicheren Punkte direkt mitnehmen. Ja, ist wirklich, ist gut, das macht man so. Oh fuck, aber wo respawn ich jetzt? War das schlau? Naja, ist doch nicht. Das war mega smart. Gibt es mit Booten? Bau ein Raketenboot. Oh ja, genau. Dann, ne? Also die Hilfe kriegst du. Ja, dankeschön. Da kriegt er Hilfe. Hallo. Was ein schönes Bild. Gestern Bild ist Hammer, ey. Also. Krass. Wirklich. So. Und, stopp. Ah, sehr gut. Ja, komm. So hoch war das jetzt nicht. Wir sind auf die Knie gefallen. Aber ich will nochmal draufstehen. Das will ich sehen. Will ich auch sehen. Grapple dich fest, grapple dich fest. Genau. Nee, du kannst auch benutzen, oder? Dann hängst du auch richtig fest. Oh, schön, aber es muss ja abheben, ne? Sonst ist ja keine Rakete. Echt? Ja, natürlich. Eine Rakete fliegt so im Weltraum und nicht fährt irgendwie von einer Insel zur nächsten. Sehe ich aber auch so. So zählt das noch nicht. Okay. Aber. Komm, Schanze, Schanze! Fuck! Nein, war noch drin! Ruder war noch drin! Ja, man könnte die Raketenantriebe unten ranmachen als kleine Tür. Ja, aber wie denn? Da ist halt Wasser. Ich mag, wie du fährst. Das ist richtig geil. Sehr gut. Ja, das ist Rakete. Das ist Raketenboot. Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Chat muss entscheiden. Ja, spätestens ist es ein Raketenboot. Oh Gott. Epilepsie-Warnung, guckt alle weg. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube, wir müssen das abbrechen. Drück mal kurz Escape. Ja. Mach weiter. Fortsetzen. Okay! Ich glaube, wir müssen einmal im Safe neu laden, aber da sind Kühe! Nein, ich spiel weiter. So kann ich nicht spielen. So geht das nicht. Können wir den Timer anhalten? Geht das? Ja, einmal anhalten? Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich. Oh. Nice, wer war das denn? Können wir es nochmal sehen? Weil hat es nicht gesehen. Timer müssen wir anhalten. Wenn der Timer, dann halte ich diese. Wir müssen auf jeden Fall neu starten. So geht das nicht. Warte, du kriegst die Zeit hinten drauf. Oh, sehr cool. 10 Minuten waren es oder so, ne? Ein bisschen. Ja, du warst bei 10:20. Ja, okay. Oder 10:30. Okay, dann starte ich jetzt neu, oder wie? Laden. Nee, einfach, ich glaube, du musst einfach nur zurück zum Hauptmenü und neu laden, weil es ist ja, wie gesagt, der Progress müsste ja direkt da sein. Das war zu kranke Raketen-Action für das Game, glaube ich. Die haben sogar die Uhr angehalten, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, vielen Aber Dank. Aber ich würde der Fairness halber sagen, Walle kriegt 34 Sekunden oben drauf. Irgendwie sowas am Ende noch, genau. Vielen Dank für diese Fairness. Fortfahren, ne? Ja, eigentlich ja. Wo bist du? Ah, ja. Ja, okay, pass auf, wir machen es anders. Ja. Walle, du fliegst jetzt wieder an die City rein, auf die Straße, und dann starten wir, okay? Okay, so machen wir es. Das ist, glaube ich, am fairsten. Und dann, genau, Paul hat das im Griff. Ja. Mach den Timer denn später an. Walle hat die. Walle, du hast da gerade 4 Raketen auf einmal abgefeuert. Ist mal versehen. Ich habe irgendwie Bock, das Spiel mit euch einfach so ganz schön nochmal zu spielen. Einfach so eine Physik-Lesson. Was kann man so machen und so? Ich glaube, das macht schon Bock. Hat das Multiplayer oder war das nur eine Mod? Das hatte kein Multiplayer. Nee. Weil das ist doch prädestiniert, um da zusammen Unfug zu treiben. Das ist häufig bei Spielen so, die prädestiniert sind, dass sie kein Multiplayer haben. Das stimmt. Viele Spiele, die gut sein sollten, sind auch schlecht. Ja, das ist leider auch oft so. Gute Idee, aber blöde Umsetzung halt. Guck mal, 2022. Ja, kleiner Minigame-Talk jetzt hier, während ich da langfliege offensichtlich. Ja. Hab da die Shader installiert, Mann. Was war da los? Kannst du mal einmal links gucken? Jetzt, Hey, Walle! Das ist geil! Das ist gut! Mach weiter so! Walle! Diese Clips sind richtig geil! Geil! Das ist ja der Wahnsinn! Wie gut ist er? Dünner vorgestellt. Wie gut ist er, oder? Und wie viel Motten hat er? Das sah ja aus wie in der Comic-Serie, wo immer das gleiche Comic-Outfit dann so drin hängt. Das waren doch nur weiße T-Shirts. Wo war der Junge? Ich liebe es. Vielen Dank für diese Aufmunterung. Vielleicht hat er einen richtigen Job, wo man normale Hemden trägt. Eventuell, ja.
getroffen. Damit hast du gerade gesagt, dass wir keinen richtigen Job haben. Ins TV. Ja. Ich glaube, ich bin fast da. Ja, guck mal, da links ist ein Stumpen. Julio Oertgen schreibt, man sagte mir, ich soll nur beleidigen, ey. Das hat man nur dir gesagt, Julia. Du wurdest verarscht. Nee, nee, ja, das war auch anfangs die Absprache. Und irgendwann, ja, aber dann nehmt ihr es aber auch mal Lobs auf. Ja. Ja, aber mich hat es tatsächlich aufgebaut. Aber die Argumentation war ja, man kann ja so einen Clip auch einsetzen, wenn ich gerade komplett verkacke. Und dann provoziert es dich. So, genau. So, weil jetzt so ab zur Straße und dann bist du ja dabei. Ja. Okay. Ich hoffe, ich komme noch hier bei diesem Hügel, ja. Ah, das ist der gleiche See, ja. Das weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, in dem Spiel wirklich... Nein, das war der nicht. Ich fliege tatsächlich noch der Fairness halb ein paar Meter weiter, weil dann bin ich direkt bei der Brücke und das wäre ja doof. Da hätte ich nämlich noch hingemusst. Starte, Jeff, komm. Ja, komm. Starte. Timer geht ab, okay? Balle? Ja, dann müsst ihr mir aber auch nicht noch die 30 Sekunden geben, das weil ist die hätte ich ja für den Brücken. Nein, das ist da. Okay, Timer läuft. Geschenkt. Sehr gut, Timer läuft. Kann den Timer starten, wenn er möchte. Jetzt hätte ich natürlich direkt... Das wäre natürlich super dumm jetzt von mir. Mal kurz abspringen. Dann müsstest du jetzt aber noch kurz warten, dass der... Ja, ich warte. Okay, ja, läuft. Er läuft. Okay. Alles ran, geht halt. Dann lauf. Oh, geil. Und springt. Nach. Gut. Geht nicht. Warum nicht? Gut. Ich war, das ist ja komplett lächerlich. Oh Mann, oh Mann. 4 Punkte war das. Das ist von der Zeit her ähnlich gut wie Krogi war. Ja, das stimmt. Er hat am Anfang auch keine gehabt. Ich check aber nicht, warum gerade nicht funktioniert hat. Darf ich den Tipp geben? Ja. Soll ich? Ja. Soll ich? Nee, mach nicht. Okay. Nachher heißt, ich habe nur mit Tipps gewonnen. Sehr gut, gewonnen. Der Versuch war besser als der eben. Zumindest hat er weniger Zeit verbraucht. Ist doch, warte kurz. Ich gebe dir nur einen Tipp. Ich gebe dir nur einen Tipp. Okay. Du hast gerade einen Denkfehler. Ja. Denk an Autorennspiele. Wie machst du da den Boost? Nicht mit... Ah, ja, danke. Ich habe den Denkfehler. Mhm. Danke. Oh Mann, ich muss höher sein. Ey, wie viel Zeit ich durch so ein Moped jetzt hier verschwende? Ich bin ganz stolz auf dich. Was ist denn mit ihm los? Das ist ja richtig geil. Guck mal, ich love it. Oh, hier sind zufällig Kühe. Das sind doch wohl Kühe? Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber doch. So, gehen zu lernen. Sieht aus wie ein. Eins. Zwei. Drei. Ist das auch eine Kuh? Alter, willst du dich verarschen? Welchem Leben ist das eine Kuh, Alter? Hier, wir waren doch gerade bei Burger King. Muss doch wissen, wie die Kuh aussieht. Oh, die hast du nicht gekriegt. Du bist doch bei 3 Kühen. Mann! Kick sie! Dann wird sie schön weich. Okay, 4 Kühe. Die hängt auf der Hälfte. Okay. Ja, die musst du noch losschneiden, weil die muss frei fliegen. Echt? Wie natürlich. Wie schneidet man? Ja, mit der Schere. Ja, was? Hol die Schere raus! Ich weiß nicht, was da los ist. Hol die Schere raus! Sehr gut, ja. Was? Der Ballon platzt einfach. Komm schon. Ja, ist nicht frei fliegen. Ja, aber komm. Drück mal hier Kuh für Peitsche. Vielleicht kannst du das. Ach so, ja. Ich dachte, die Kuh für Kuh. Vielleicht kannst du durchpeitschen. Nee. Drück mal X. Das kostet mich zu sehr Zeit. Ja. X ist wirklich. Die Kuh ist weg. Ah, sie fliegt. Ja, fliegt sie. Ja, eine fehlt noch. Ja. Eins, zwei, drei. Zu deinem vier. Glück. Scheiße. Okay, wo sind hier weitere? Ja, sind alle ausgerottet. Wo sind hier weitere Kühe? Keine Kuh mehr da. Die fliegen, Alter. Die Kühe. Ja, zieh sie. Oh! Oh, gut. Mir ist das gleiche passiert. DTF. Das ist ja fantastisch. Okay, sehr gut. Okay. Dieser Time Waste. Jetzt tauch auf. Alter, der Sound dabei ist ja wohl groß als uns. Okay. Alter, das sind deine 4 Kühe. Deine kleine. Das kleine, ist neu gespawnt. Deine kleine Farm in der Luft. Hast du ein Glück. Alles kleine Farm. Alles kleine Farm. Mit viel Liebe. Na, fliegt die Fly? Oh. Die fliegt nicht frei. Nee, die hängt noch. Ja, du Affe. Jetzt hast du. Ah, Mann. Sehr gut. Die fliegt nicht frei. Das ist ein bisschen schwerer. Das ist keine Erkauerwalle.
Sehr gut! Sehr gut, yes! Finally! Doppelpunkt hier! Okay. Sehr gut, was gibt's noch? Flieger in Kampfstadt, finde ein Barbecue. Ich muss in die nächstgelegene City. Genau, such mal ein Barbecue. Die ist halt nicht so groß. Was kannst du denn sagen? Ich freue mich sehr, dass wir dieses Spiel genommen haben. Zwei Fahrzeuge verketten gibt's noch. Geil, 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 das krieg ich doch direkt hin. Glaube ich nicht. Das ist schön dumm. Das ist schön dumm. Scheiße, hier sind jetzt keine Fahrzeuge, Mann. Ja. Da sind welche. Und verkettet. Wirklich? Ja. Ja. Oder? Nee. Warte. Nee. Sind sie nicht? Ja, die sind jetzt verkettet. Die sind okay. Und noch fliegen lassen. Premium-Punkt. Und die Leute rausgefallen. Ein Mörder. Verkenne zwei Fahrzeuge. Ja, verkettet zwei. Tankstelle explodieren. Okay. Okay. Ja, Junge. Ja. Ich muss hier weg. Ach, hier. Sound ist Hammer. Ja, der ist geil. Hier sind doch bestimmt Fässer. Ja. Ach, jetzt bin ich wieder gestorben, ne? Nee, ich lebe noch. Er lebt noch. Geil. Das hängt da man sind super auf. Viele Fässer. Das sind eins. Erst. Du musst jetzt das sind fünf. Du musst erst das sind nochmal fünf. Wie viel brauche ich? 20, ne? Ja. Du hast 20 Fässer. Fünf. Ja, die sind alle. Zehn. Dönsel. Zählen die nicht? Nee. Hier sind nochmal. Ja. Drei. Wie? Ich habe nur zwei gesehen. Das können wir die nachprüfen. Das sind drei. Okay, der Chat entscheidet. Ja, aber der Chat entscheidet. Chat entscheidet. So, drei, also 13 sind wir jetzt. 10 plus 2 sind. Waren 3, okay, 13. 13 hast du. Hier sind nochmal 6. Okay, da fehlt nur noch eins. Wenn er schafft. Daneben! Nein. Oh, streng dich! Jawohl! Okay. Und das letzte noch? Da, seht ihr das? Ja, ich sehe es. Nein, ich lass es fliegen an, ist ein anderes. Was machst du denn da? Ich will's abschießen. Okay, so, 20 Fässer oder 19. Oder 19 ist ein entscheidet. Ja. 20 Fässer oder 19. Der Chat entscheidet gleich. Das war ja wohl safe 20. So, das ist ja gar kein bewohnter Posten hier. Ah, da kann ich mich noch dran erinnern an die Ecke hier. Habe ich viel Zeit verbracht. Echt? Ja. Scheiße. Die Anfangsecke. Okay, während ich fliege, kann ich ja wunderbar gucken. Kampfjet. Haben die keinen Flugplatz da unten? Nee. Wieso geht der Chat nicht? Weiß nicht. Schon seit Ewigkeiten. Hier steht 19, 3, 19. Echt? 20, aber 3 waren leer. Hä? 3 waren leer? Die sind nicht kaputt. Das kann ja jeder behaupten. Ja, das stimmt. Na gut, ich bin fair. Es haben auch einige Leute 20 geschrieben und es war eindeutig die Überzahl. Super cool, warte. Danke. So, ich bin jetzt hier gleich. Mein Chat hängt die ganze Zeit. Ich hab bestimmt voll die guten Gags verpasst, die im Chat waren. Ja, Chat ist gut drauf, Freunde. Ja, ich lese sowieso immer. Ich lese den Chat die ganze Zeit, die sind einfach nur Hammer. Alpaka hat mitgezählt, sagt er. Mhm. Alpaka ist der Beste. So. Ja, gemächlicher Rundflug hier. Ist aber nicht das, was ich wollte. Helikopter, aber der ist schon weg. Du hast so ein Glück mit diesem Zeppelinus. Kommt bestimmt ein neues. Ja, ey, du hast doch alle Zeit der Welt. Sag mal, wohnen hier auch Leute oder sind hier nur Außenposten? Jet über mir. Ich hab Jet Schatten über dir, gesehen. Was? Hä? Den Schatten auf dem Boden. Chat ist über dir? Der Chat ist im Game auf einmal. Der Chat ist eigentlich. Damokles-Chat. Was gibt's noch? Hänge mit Locals ab. Hier wohnen keine. Mann, alles ist leer hier. Da hinten ist ein Big City. Okay, aber. Big City! Oh, das ist übrigens das Meer hier. Just for the protocol. Ja, and the protocol. Schön. Sowas von dem Meer. Wie heißt das Ding, dass die Regie Bescheid weiß? Schutzflug im Meer. Hier, mach einen Schutzflug ins Meer. Schutzflug ins Meer. Ja. Hat er gemacht. So, nun komme ich jetzt hier nicht mehr weg. Oh, das Boot. Oh, das ist ein Jetski. Vielen Dank. Ah, du bist gut in der Zeitwalle. Das ist echt, ich bin noch. Mega gut. Ja, doch, passt noch 10 Minuten. Okay, da ist ein Jet. Was wir mit dem machen? Aber nur fliegen. Surf auf einem Jet. Ja. Nee, das ist kein Jet, das ist ein Propellerflugzeug. Oder nee, da steht ja auch Flugzeug und nicht Jet. So, aber wo sind die Locals hier? Ah, da unten. Ich kann halt noch nicht so gut. Die alle vor dem fliehen. Warten Sie, es ist nichts passiert. Bewahren Sie Ruhe. Ich habe zwar ein Scharfschützengewehr in der Hand, aber guck mal, ich schieße nur neben euch. Aber du musst den chillen, ne? Ach so, also die dürfen nicht laufen, hast niemand gesehen. Chillt. Nein, die deine Leute sind auch. Nein, einer war da am Chillen. Einer hat ein Foto von mir gemacht, falls du dich erinnerst. Also nicht mit dem Mitlauf, chill. Ja, ich chill ja schon. Also darauf bestehe ich schon. So, jetzt lande.
Hallo, ich möchte Ihnen meine Stiefel ins Gesicht. Ah, guten Tag. Sie sind noch am Chillen? Ja, Sie sind noch einer von diesen guten alten Chillern. Habe ich recht? Ja. Ja, nee, gehen Sie noch nicht, bleiben Sie noch kurz. Ja, so. Ja, jetzt chillt er mit dir. Okay, das war mir auch schon genug gechillt. Ich bin nämlich eigentlich ein aufregender Kerl. Hauen Sie rein, ne? Ciao, ciao. Ja, so. Das war gechillt. Ja, das war gechillt. Jetzt Singular. Du sollst mit Locals chillen. Das stimmt allerdings. Okay, ich chill noch das, oh, danke, Dennis, du hast recht. Das war nur eine Person. Das ist kein RP im. Ja, du hast natürlich recht. Jetzt, warum rennen Sie denn? Die scheiß Waffe weg! Wie geht das? Mann! Ich komme hier nicht mehr raus! Sehr gut. Lass dir Zeit. Mit dem Dropkick beim Kollegen chillen. Wer kennt's nicht? Messerwerferwalle ist wieder beim Welch herrlicher Ausblick hier, oder? Chillen. Sehen Sie die Reflexion davon. Bisschen näher musst du ran. Ja, trotz mein Gewehr. Gar nicht. Das ist nicht... Beachten mich nicht. Die hören mir zu. Nein. Jetzt stell dich vor dich. Keine beachtet dich. Wir genießen den Ausblick zusammen, oder? Kann ich mal zwischen Sie... Ja, genau. Ich will nicht mit dir chillen. Nein! Das geht doch! So, Die chillen. Ja, was sagst du denn auch? Die chillen nicht mit mir. Mal weggelaufen. 14 Sekunden noch, was geht so schnell? Noch schnell noch 10 Autos ins Wasser. Mann! So, hier chillen einige. Sagen Sie, wollen Sie nicht mit mir und dieser Frau hier chillen? Ja. Ja, sie guckt aber, mich da aber, ich weiß nicht. Chat entscheidet ihr. Das muss der Chat entscheiden. Aber das, ich habe mit so vielen gechillt heute. Ich bin der maximale Chiller hier, Mann. Ich glaube, das Chill-Level war zu gering, muss ich sagen. Ich glaube, das Chill-Level war ein bisschen zu gering. Ich bin ja wohl sowas von gechillt. Wollen wir den Chat fragen? Naja, ich weiß nicht. Punkt, ich was weiß sagt ihr? Bester Chiller? Was, hat der Walle den Chillpunkt gekriegt oder nicht? Wissen wir, ja. Zeit war vorbei. Ja, total gechillt, guck. Wer ist Walle? 34 Sekunden, nee, das haben wir ja geklärt. 34 Sekunden kriegt er nicht. Ja, aber genau, komm, chill. Ja, komm, chill. Punkt, ja. Ich glaube, das zählt. Ne? Ich mach einen Neustart mit dem Safe Game. Ja, sehr gut, vielen Dank. Wie fühlst du dich? Ich bin sehr gechillt. Aber es muss wirklich, sagen, harte Aufgaben, oder? Ich hatte gehofft, noch ein paar mehr zu kriegen. Zum Beispiel sowas wie chille auf einem fliegenden Objekt oder das mit dem Flugzeug, habe ich mich viel einfacher vorgestellt, als es ist. Springe aus einem Flugzeug. Hätte ich noch geschafft, wenn ich nicht so viel gechillt hätte, glaube ich. Ja. Weil da war ja ein Flugzeug. Das hätte ich starten können, kurz rausspringen, fertig. Ist die Laube. Mhm. Gegner schweben lassen. Ah, mich haben noch Leute geschossen. Die hätte ich noch mal eben schweben das lassen Das sind so viele können. Aufgaben. Man kann sich immer nur drei merken. Das ist das die Problem. Anderen muss man nachlesen. Du hast aber nicht wenig, also hast schon einige geschafft. Das stimmt, ja. Ich bin auch nicht unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, also wir werden am Ende vergleichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer jetzt gerade führt. Aber das, ja, das weiß ich auch nicht. Gucken wir das am Ende. Das weiß keiner, nur die Regie. Also ich hoffe, dass das jetzt funzt. Ich starte noch mal neu. Mir ist übrigens gerade noch was aufgefallen. Wir haben ja eben in den Raum gestellt, was ist, wenn wir alle drei gewinnen, also unser Spiel, ja. Gäb's, steht's ja 1-1. Ja. Wir können aber dann immer noch die Aufgaben zusammenrechnen, wer insgesamt mehr Stimmt. Aufgaben, und das wird sich sicherlich unterscheiden. Also es wird, glaube ich, trotzdem ein Overall-Sieger geben, diese Ausgabe. Und selbst wenn das gleich ist, dann prügeln wir uns. Also, ja, genau. Brauchen wir nicht, ein kleines Prügelset da drüben aufgebaut, ja. Das wissen die Leute noch nicht, das ist ja schon ausgeleuchtet. Oh, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, nee, gerade können wir da noch nicht drauf schalten, aber das seht ihr später noch. Also soll ich die Messer wieder abbestellen? Falls du ja, also stopp, du musst mit anderen Waffen kämpfen. Ich bin schon Messerwalle. Da musst du irgendwie, du musst Keulenkrogi sein oder so. Kolbenkrogi. Ja, Kolben. Keulenkrogi. Ich bin Kolbenkrogi. So, ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Das hat aber gut geklappt. Denzel, hast du Bock? Nicht so richtig, ne? Was ist nochmal, baue ein Raketenkarussell? Ach, da sind ja wirklich Karussells. Es gibt echte Karussells. Aber die sind super rare. Super rare. Okay. Super rare. Ey, also jetzt mal ganz ehrlich, von den Aufgaben her muss man sagen, ist alles dabei wie in der Schule. Mhm. Von Wiederhole bis denk mal selbstständig nach. Was? Okay. Alles dabei. So, Dennis, übe jetzt die Steuerung. Komm. Okay, ich übe die Steuerung. Chat, seid ihr entertained? Sagt's mir, ich will's wissen. Diese Einspieler sind göttlich, Leute. Ja, hier wurde sich auch gerade schon gewünscht, dass es Gleichstand gibt, damit es den Hahnenkampf quasi, der stattfinden darf. Jetzt kann ich bei Dennis gar nicht mehr drauf gucken, aber ist okay. Du kannst ihm auch ein bisschen Tipps geben. Also, du willst mit Gamepad spielen. Der kann nicht, ich kann dir nicht helfen mit Gamepad, ne? Noob. Wieso das denn nicht? Hast du Hausaufgaben nicht gemacht, oder was? Ja, ich. Walle hat mit Tastatur gespielt. Musst du wissen. Aber da musst du eben selber gucken. So, wo ruft man denn ein Jet? Ach ja, man kann ja auch so Flugzeuge rufen und so. Das habe ich komplett außer Acht gelassen.
So eine Scheiße. Frage ist, was freigeschaltet ist. Ja, es ist alles freigeschaltet. Damit ist man ja auch viel schneller dann. Es ist alles freigeschaltet. Oh, die Frage wollte ich auch noch stellen. Aber du hast Dennis, ja? Ich wollte nur sagen, so viel, du hast jetzt nur kurz Zeit, dir die Basics eben reinzugucken. Ne? Ich hab hier einen kompletten Eingabegerät. Sorry, ey, Alter, das sind deine eigenen Waffen. Das sind deine eigenen Waffen. Da muss ich auch sagen. Das sind deine eigenen Waffen, Dennis. Ohne Scheiß. Basic-Steuerung, aber jetzt so Pro-Shit. Was ist los? Jetzt bin ich so Pro-Shit ist nicht vorgesehen in der Testzeit jetzt. Entweder machst du jetzt noch kurz die Steuerung und sagst. Oder es geht los. Kein Pro-Shit, wir sind hier immer noch bei Skill-Arena. Entweder, nur weil ihr zu so doof wart, euch Fahrzeuge zu holen. Ist mir scheißegal, dann lern das in der Sendung. So, wenn deine Kackzeit runterläuft. Wir haben hier die gleiche Zeit zum Vorbereiten. Deine ist nämlich schon fast abgelaufen. Kein Pro-Shit. Ob es Y oder E ist. Okay, sag mir nochmal kurz, wie fliegt man. Aha. Also man springt in die Luft. Spring ja nicht runter. Ja. Zack. Dennis, ich muss jetzt wieder zurück. Ich spring jetzt zurück, du musst zurück. Wir müssen da starten, ist wichtig. Sonst muss ich das ganze Spiel nochmal. Wie soll ich denn zurück? Mit dem Grapple-Hook. Wie war der doch? Ja, oh. Ja, sehr gut. Okay. Gut gemacht. Gut. Sehr gut. Ja. Wie mache ich Raketen? Oh! Yes, okay. Und dann nochmal drücken? Ja, wäre Shift wäre Boost gewesen. Wie es bei dir ist, weiß ich nicht. Ja, das muss sich, glaube ich, dann im laufenden Spiel erschlossen werden. Aber ja, okay. Der Chat ist schon mal. Kein Pro-Shit! Kein Pro-Shit! Probier ich's vielleicht. Pro-Shit gibt's hier nicht. Kein Pro-Shit. Dennis, ohne Zeit, also jetzt langsam, genau, üb das nochmal. Auch das durch. Also, aber ich kann dir da nicht helfen, es tut mir leid. Ich würde dir gerne helfen. Das Bild ist auch nice. Ich dachte, Dennis sei ein Mann von Ehre. Wieso spielt er mit Controller? Ja, jetzt nicht mehr. Bei ehrenhaften Spielen kann man das machen, aber das ist fucking Just Cause. Ja, ich finde auch ein klassisches Controller-Spiel. Chat, die Maus ist wenn ich so mache, ne? Wisst ihr, was ich dann hören will? No Pro Shit, ganz genau. Okay. Und jetzt, Chat, achte mal drauf. No Pro Shit. Was? Geil. So, Denzel, wollen wir dich einziehen? Zähl mich ein. Liebe Regie, Denzels Run beginnt in 3, 2, 1, go! Scheiße! Nein! Okay, das hat ja lange gedauert. No Pro Shit! Du nimmst es wörtlich immer hin. Ja, keine Ahnung, weil ich habe jetzt hab ich erst mit dem Pen angefangen, jetzt zur Hälfte die Maus, jetzt weiß ich nicht, wie es mit der Maus geht. So. Also, hier, ich gebe den Tipp aus dem Chat. Dann die linke Schultertaste, die rechte ist der Enterhaken. Okay. Der linke ist der Enterhaken. Scheiße! Ja. Wieso bewegt sich Rico Rodriguez? Wieso zieht er sich nicht ran, der Affe? Das ist ja fantastisch. Also, im Controller kann ich dir nicht sagen. Ich da auch nicht. Sonst hätte ich dir geholfen. Mach mal schneller, du! Hör! Das ist ja fantastisch. Tut mir leid, aber es ist für dich gut. Wie geht jetzt dieser scheiß Raketenanzug? Oh yeah! Und jetzt? Das ist fantastisch. Sprinten. Oh, wie würdest du auf dem Controller sprinten? Ah, da, okay. Ah, okay. Du kannst natürlich auch jetzt noch deine Zeit nutzen, um dir einen Jet zu spawnen und das herauszufinden. Ja, das musst du alles selber rausfinden, Denzel. Aber ja, ich hab da gar keinen Jet gesehen. Ja, no pro shit. Das könnte eigentlich der Claim der Sendung sein. Wie war denn das nochmal? Man konnte doch hier, das ist die Karte, das ist der Haken, das sind die Nachschublieferung. Und dann gib mir mal einen verdammten Hubschrauber, du. Wo ist denn der Jet? Wieso hast du keine Jets, du? Was bist du? Ach komm, da war doch ein Jet. Walle, der Chat weiß es. Ja, der ist sofort gesehen. No Pro Shit hier. Ja, das ist eigentlich der Claim, finde ich. Skill Arena, No Pro Shit. So, und Achtung, erstmal mit der Nase landen. Den Punkt habe ich. Ja, hat er ersten Punkt, sehr gut. Sehr gut. Dann bitte ein super schön. Ich finde gut, alle schreiben No Pro Shit und einer schreibt Just Cause 3 ist viel geiler. Da hat er aber recht. Ja, auf jeden Fall, aber ist doch ein geiler Kommentar. Finde ich auch gut, ja. Okay. Musste mal gesagt werden. Oh, der liegt jetzt quer. Komm her, du! Oh, er hat's geschafft, sich ein. Alter. Ah, fuck, ist das schlau! Ja, aber ich hätte vorher verüben sollen, wie ich während dem Flug aussteige. Außerdem hätte ich ihn vielleicht nicht direkt vor dem Berg parken sollen! Steig ein, du Arsch! Na? Hey, peitscht den Jet. Oh, jemanden zu peitschen wäre auch so einfach gewesen. Ist ja super einfach. Warum habe ich das nicht gemacht? Dafür hast du die sehr leichte Aufgabe gemacht, die ich vergessen habe, nämlich zwei Autos zu verketten. Stimmt, steig jetzt ein!
Ich muss erst hinten. Ja, man kommt immer erst am Ende drauf, was man hätte besser machen sollen. Generell im Leben. Aber absolut. Oh, kein Problem! Okay, alles klar. Was haben wir da stehen? Fliege, ne? Fliege ein Jet? Kampfjet? Ja. Komm. Ist das ein Kampfjet? Kann der schießen? Kann der schießen? Schieß mal. Der muss schießen, der Kampfjet. Da steht Kampfjet? Ja. Fliege ein. Alles klar, ist ein Kampfjet. Oha, okay. Okay, Punkttaste. Ich reite auf einem Kampfjet! Nee, das hat nicht geklappt, aber du bist abgesprungen. Das zählt ja auch. Das zählt auch, spring aus einem Flugzeug. Ja, okay. Der Denzel, jetzt holt er sich die Punkte im Rekordflug hier. Ja, aber mehr kann er nicht, braucht er nicht. Also mehr braucht er nicht spawnen. Das war sein Punkt. Wow! Ach so, schon mehr haben wir das gar nicht. Wobei der Jet halt eigentlich, ich ärgere mich nur darüber, weil ich den nicht als Fortbewegungsmittel will. Ja, der ist halt schon schnell. Fässer. Das stimmt. Aber es ist ihm anscheinend egal. Ja. Keine Fässer. Nirgendwo Fässer, was geht ab? Nee, also ich glaube auch, ob jetzt brauchen wir nicht mehr so Angst vor Dennis zu haben, weil er halt generell einfach ein bisschen dumm ist. Und weiter geht's. Außerdem haben wir die No-Pro-Shit-Petition gerade am Start. Jetzt kann dann, dass Dennis die Punkte aberkannt werden. Ja, das ist wie so ein mieses Totem, was man trägt. Das verhindert einem auch, dass man... Mal. Okay. Was war das? Hab ich ein Foto gemacht? Das sah so aus, ne? So, kann ich auch mit dem Hubschrauber an der Brücke durchfliegen? Natürlich. Ich musste mal die Aufgabe gucken. Wo stand das denn? Geht das schneller, Captain, der sich die Aufgaben ausgedacht hat? Kann ich auch mit dem Hubschrauber durchfliegen? Unter was? Unter Brücke? Unter der Brücke! Nee, was ist da kein Wingsuit? Im Wingsuit steht da, ja. Okay! Wie sieht das für dich in einem Wingsuit aus? Oder bist du fettleibig oder was? So, warte, wie steige ich denn jetzt hier aus, ohne dass er hängt? Hängen heißt. Ah, oh, guck mal, ich chill auf einem Fluggerät. Hast du gesehen? Ja, hängst du noch? Ja, das fand ich jetzt aber nicht so chillig. So. Ja, okay, das... Yeah, ist das chillig oder was? Also ich chillig jetzt aber okay. Nicht. Ja, das ganze Blut läuft in den Kopf. Aber das ist doch nicht mit chillen. Wenn das ein Fetisch ist, ist okay. Na gut, ne. Hast du, Punkt hast du. So. Punkt hast du. Bei mir noch ein riesen Talk-Format aufmachen, ob ich mit Leuten chille oder nicht chille. Wer weiß, wie ich chille? Das ist mein Chill-Mode. Ja, okay. Und bei Denzel wird jetzt sofort ab Sekunde 1 gechillt oder was? Man muss schon dazu sagen, bei der Leute und auch bei den Noten, was sie aufkommen. Easy durch, das schafft nur ein Noob nicht. Ich hab's geschafft. Das war aber auch eine Riesenbrücke, würde ich schon sagen. Ja, natürlich ist eine Riesenbrücke. Schwer zu verkacken. So, schönen guten Tag. Sehr gut. Wo sind eure roten Fässer, ihr Affen? No Pro Shit bei Denzel. Was Denzel, wieso haben die alle keine roten Fässer? Du bist übrigens sehr gut in der Zeit, Denzel. Ja. Muss man schon sagen. Noch 3 Minuten hast du. Ja. Mit dem Gesicht gebremst. Hast du schon. Sehr gut. Hast du schon zweimal. Okay, alles klar. Wie viele Leute muss ich verbinden? Weiß ich nicht. Zack, 0. 2 Leute verbunden. Ja, und mit der Rakete. Du musst keine Leute verbinden. Wie startet die Rakete? Oh, warte. Zack, 2 Leute auf einmal gesnashed. Ja, ist richtig. Das ist den richtig. Den Punkt hast du. Was haben wir denn noch? Der hat richtig Box, gefällt mir, ey. Ja. Der mutiert richtig. Das Feuer in seinen Augen, er sieht die Pizza schon. Sieht die Pizza vor seinem Face. Wuhu! Gut gechillt. Ist immer, wie man die... Gut gechillt, ist halb gewonnen, sagt der Chat. Ja. Was geht hier ab? Wie ich halt immer verwechsel, ich muss hier immer neu lernen. Oh, das gibt Schorf. Ja. Peitsch. Der Chat hat sich auf unser Niveau herabgelassen. Sehr, sehr gut. Ey, wo ist das Auto hin, das hier eben noch war? Ja, ist despawned, ne? Mega lame. Alter, wo fährst du? Ich raude auf einem Auto, das gibt mir einen Punkt. Ah, ja, jetzt steige ich ein. Ja, gibt leider einen Punkt. Ich bin so gut. Punkt für den. Was soll man machen? Hui! Er ist einfach no pro shit. Jetzt fährst du auch noch durch den Dschungel einfach. Genau, oder? Dafür gibt's auch den Punkt. Den Dschungel. Durch den Dschungel. Durch den Dschungelpunkt, der klassische. Wuhu! Palme AD! Oh oh! Oh, schön. Und mach ein Saldo mit dem Auto. Ich mag es, wie Dennis ganz offensichtlich keine Idee mehr hat, was er tun soll. Ja, und trotzdem aber casual das Spiel spielt. Das gefällt mir richtig gut, wie Dennis einfach laut wird und nicht mehr weiß, was er machen soll. Das gefällt mir richtig gut. Ich führe doch hier nach Punkten pro Zeit. Nein. Das gefällt mir richtig gut. Wo ist der Grappling-Hook auf einmal hin, wenn man ihn braucht? Jetzt ist er da. Gefällt mir sehr gut. Dennis ist on fire. Vergesst immer. Ach ja. Oh, nein! Oh! Das war aber schön mit reingespinnt. Schöne Schraube, ey. Pirouette im Flug. Wirklich gute Leistung. Gefällt mir. Ja, die war nicht schlecht. Fahre durch den Furchtpunkt.
Fliege durch den Busch. Er steht hier auch im Chat, Denzel ist so gut, er findet einfach Punkte. Das sehe ich genauso. Ja, Muffin Gecko betont nochmal, Denzel war nicht auf dem Fluggerät beim Chillen. Ja, das stimmt. Das hat Walle ja auch eben moniert. Finde ich, kann man nochmal einen Chat entscheidet reinhauen. Ja, es ist eine Chat-Entscheidung. Ja. Es ist eine Chat-Entscheidung. Ey, könnt ihr euch mal um die aktuellen Punkte kümmern, nicht die ich die vor 10 Minuten gemacht habe? Ja, was ist denn der aktuelle Punkt? Ist doch schon lange nichts mehr passiert. Ja, das stimmt. Ja. Also Chat, was sagt ihr? Ihr müsst jetzt entscheiden. Weil ich irgendwo im Dschungel bin und ich weiß, wo es lang geht. Damit Denzel noch die Chance hat, das zu korrigieren. Ja. War es gechillt oder nicht? Ihr das, entscheidet. Chat. Ey, ganz ehrlich, hat einer schon mal besser gechillt mit einem Fluggerät als das unten drunter? Naja, unten drunter tut schon fucking weh. Wenn du Kai Pirinha saufen willst, ja, dann ist es richtig kacke. Dann gehst du aufs Flugzeug. Okay, das stimmt. Aber auch für den Chat zählt das ziemlich eindeutig. War gechillt, schreiben sehr viele. Ja, natürlich, auf jeden. Dennis, den Punkt hast du, muss man sagen. Okay. Wehe, ihr seid keine Kühe, ihr verdammten Rindviecher da. Spider-Man chillig, schreiben sie. Ey, es wäre so geil, wenn nur Denzel jetzt auf Ziegen oder sowas trifft. Warte mal, wie... Ist C Rakete, Ballon? B. B für Ballon. So. Eins. Alter, die hängt doch auch wieder am Boden, Andi, oder nicht? Zwei. Ja. Ah, die hängt am Boden, die gilt nicht. Die gilt nicht. Drei. Da fehlt dir wohl genau eine Kuh. Wie hast du das gemacht? X auf der Tastatur. Ah, die schwebt nicht. Die schwebt noch nicht. Oh, da sind mehrere wieder runtergekommen. Nee, das sind die beiden, die hier unten hängen. Ja. Wie viele habe ich jetzt? Jetzt hast du fünf. Habe ich fünf? Guck sie an. Guck nochmal, wo sind sie? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schön. Deine kleine Farbe. Das ist wirklich die schönste Aufgabe auch. Ich finde das toll, dass da einfach fünf Kühe fliegen. Das gefällt mir auch gut. Flieg nochmal unter einer Brücke durch. Ja, ich habe doppelt deine Punktzahl. Leg deinen Abzug. Der Schild gilt nicht mehr. Du bist sehr gut in der Zeit. Ich bin aber im Wasser. Ich bin sehr gut in der Zeit. Er hat noch schon zu viele Punkte, ehrlich gesagt. Ist eine gefällt mir gar nicht. Nee, der ist wirklich gut aufgeholt. Mann, Mann, Mann. Aufgeholt? Ich lag nie hinten. Doch, als du noch nicht gespielt hast. True. So, Raketeneimer ist C, ne? Ja. Denk dran, es muss fliegen, ne? Ja, natürlich. Pass auf, weil er das gemacht hat, kriege ich auch nicht. Ich mache einfach doppelt so viele Dinger dran. Und dann ist gleich hier. Smart. Aber dann mitfahren, ne? Und welche Taste? Wieso mitfahren? Das steht da nicht. Das steht da wirklich nicht. Das habe ich auch nur aus. Aber ich fahre. Welche Taste? F. Döp-di-dö. So, du musst jetzt auch irgendwie abheben, natürlich. Ja, das geht natürlich richtig ab, Herr Denzel. Okay, jetzt. Raketenschiff ist mehr so ein Dulli. Fucking Raketenschiff ist ganz voll. So ein Dulli-Rendercruiser, den du da gebaut hast. Richtiger Dulli-Rendercruiser. Nee, da hebt gar nichts ab. Heb ab. Okay, warte, wir machen das anders. Wir machen das anders. Das Raketenschiff ist für den Arsch. Aber jetzt verpisst sich's. Ist das geil. Nee, das ist kein Raketenschiff. So, jetzt noch mal ein paar Raketen mehr ran und... Wow. Das fliegt noch nicht. Das breakt nur. Das hängt noch komplett im Wasser. Das breakt nur, ja. Oh. Nicht sicher, Dennis. Wie gut. Schon aufgegeben mit dem Schiff. Oh, da hinten? Na, ja, aber das ist kein Fliegen. Das, das ist auch kein Fliegen. Das kann mir keiner erzählen, dass das Fliegen ist. Das! War doch knapp drin. Das tut mir leid. Tut mir leid. Kann man nichts machen. Da fliegt gar nichts. Nee, da fliegt gar nichts, ey. Da hinten sind wir. Das ist mega abgeflogen. Da fliegt gar nichts. Wenn ihr nicht hinguckt, der guckt doch mal hin, wenn es fliegt. Was ist denn der Unterschied zwischen Springen und Fliegen? Das eine ist länger, da gibt's keinen Unterschied. Oh, der Chat hat gerade den Mega-Tipp gegeben, den ich natürlich jetzt nicht weiterleite, aber schon smart. Das ist nett. Ich war voll nett zu dir. Was? Dennis, überhaupt nicht. Du hast gesagt, ich chill nicht richtig. Alter. Skill-Arena heißt es, nicht Lulli-Arena. So nämlich. F. Woohoo! Und abspringen. Und Raketen. Ja, aber das ist schon okay. Dennis darf auch mal eine Aufgabe haben, an der er ein bisschen länger braucht. Ja. Das ist schon vollkommen legitim. Da hinten siehst du, wie es fliegt? Ja. Habt ihr das perspektivisch? Hat man das nicht so richtig erkannt? Aber das war 20, 30 Meter. I am smart. Komm schon.
Ja, also Dennis, ich wollte dir nur mal sagen, ich gebe dir auf jeden Fall emotionalen Support gleich, wenn du verloren hast. So, du bist nicht allein, du musst dann auch echt nicht so traurig sein. Du bist gleich auch mal also, dran und dann gehe ich. Du hast einen Supporter, der einfach mit allen Mitteln gerade schreibt, es ist doch geflogen. Aber es ist halt nur eine Person, Dennis. Das kann ich leider nicht zählen lassen. Tut mir leid. Wir haben es nicht so gesehen. So funktioniert nicht Challenge. Habe ich die Autos schon verbunden? Das ist hier immer noch Demokratie. Ja, wirklich. Autos verbunden? Nee, du hast Personen verbunden, obwohl man das nicht machen muss. Ach so, dann sag das doch. Doch, das haben wir in dem Moment gesagt und da herzlich gelacht ja, haben wir. Herzlich. Herzlich. Ach, was haben wir gelacht? So, zwei Autos verbunden. Ja, Punkt hat er. Warte, hat er? Ja, da siehst warte? Du, wenn du ja, hat er. Hast, dann siehst du, dass sie verbunden sind. Ja, ich sehe. Ja. So, Autos verbunden. Oh, scheiße, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Das ist mir echt zu viel. Er hat schon richtig gut aufgeholt. Das ist ein knappes Ding bei Just Cause. Lass mich einsteigen, du! Was geht denn ab da? Hallo? Bring ihn um, Dennis. Bring ihn um, das kannst du nicht auf den... Bring ihn um. Sie. Ach, warte. Oh, Raketenauto wird jede Sekunde... Raketenauto wird... aktiviert! Oh! Wow. Das ist mein waschechtes Raketenauto. Sehr gut. Was haben wir noch? Sehr gut. Das ist ja... Also das sah toll aus. Dafür liebe ich dieses Spiel. Solche Momente. Also ich habe auch das Boot eben am Fenster vorbeifliegen sehen, muss ich sagen. Ja. Das ist doch noch eben beim Dreh vorbeigegangen. Ist nicht geflogen. Ja, steht hier im Chat. World Order sagt, ist nicht geflogen. Wo steht denn überhaupt, dass das Raketenschiff fliegen muss, ihr Dullis? Das hast du selber gesagt. Bau ein Raketenschiff. Du selber gesagt? Ja, das hast du selber gesagt. Ich krieg ja den Punkt. Nee. So läuft das hier nicht. Was haben wir da noch? Ich will ein Action-Replay von dem Auto. Ich will auch ein Action-Replay von dem Auto. Das wäre sehr gut. Ich muss in eine Stadt. No Pro-Shit. So, komm her. Gib mir einen verdammten... Zack. Ja. Ob du da wohl gut starten kannst, hast du dir ja diesmal Gedanken drüber gemacht. Nee, leider nicht. Aber das hat eben auch geklappt. Das ist immer noch Just Cause, da muss man auf sowas hin. 9. Was? 8, 7, 6, 5, oh Mann. 4, 3, 2, 1. So, jetzt steh doch mal auf den Jam. No Pro Shit! No Pro Shit! Das ist viel zu wenig Zeit! No Pro Shit! Ich spiel das noch kurz durch. That's it! Erst wenn ich sterbe, hör ich auf. Das war's. Mann, ich hätte noch so viele Pachen machen können. Ja, ne, aber die Zeit war zu kurz. Und das macht auch Spaß. Man hätte gerne noch 20 Minuten länger hätte gespielt. Das macht auch Bock. Ja. Ich würde es gerne mit euch mal so spielen. Na, ja, wirklich. Nächste Pre-Show machen wir lustigen Spaß in Just Cause. Sowas können wir machen. Ja. Sowas mal. No Pro Shit. Denzel, no Pro Shit. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir Just Cause 4 durch. Wollen wir auflösen oder wie? Oder erstmal genießen. Willst du noch mal Simons Nachricht hören, der dir geschickt hat? Nee, muss nicht sein. Doch, muss ich gerne hören. Der Chat hat sie auch nicht von Anfang gehört. Ich würde es gerne mal einmal hören. Können wir es noch einmal kriegen? Vielleicht kriegen wir sie noch mal, Simons Nachricht, die wäre gut. Ja, aber wie geht's danach weiter? Können wir, bis diese Nachricht kommt, ja schon mal besprechen. Wie loten wir jetzt aus, wer als nächstes sein Game hier präsentiert? Im Endeffekt sind es ja nur Denzel und ich. Vielleicht und könnt ihr euch gegenseitig irgendwie... Werft doch eine Münze. Der echte meinst du? Boah, Dennis, ey, das war jetzt aber lame. Was soll das jetzt hier, Kindergarten-Scheiße? Skill Arena heißt es, nicht Lulli Arena. Danke, Simon. Das ist immer das Allerbeste. Ja. 3, 6, 10 Punkte. Ist das viel oder ist das wenig? Weiß nicht, wir können die erste Runde natürlich beenden, erstmal vergleichen. Also, du hast 10, hast du gesagt. Wie viel hat denn Walle? Oder wer als nächstes kommt. Ich weiß ja nicht, wie die Regie das auflösen kann. Oder kriegen wir es durchgesagt? Surfer auf einem Flugzeug habe ich da auch gemacht gerade. Walle 10? Oh. Shit, das kann doch wieder nicht sein. Okay, warte, habe ich noch irgendeinen Punkt gekriegt, der nicht draufsteht? Gegner schweben lassen. Ich fand, die Kühe waren mir nicht freundlich gesehen. Das war die erste Runde Skill Arena, meine Damen und Herren. Ja, ich applaudiere. Okay, jetzt würde ich sagen, wollt ihr eine Münze werfen? Ja, guck mal, wie ich danse. Guck mal hier, schaut mal. Oh. So, wir werfen hier diese. Alter, nur geil. Alter, das ist ja nur geil. Eine richtige. diese neue Sendung Skill Arena, die macht mich richtig an. Chat, seid ihr auch so verwöhnt von dieser Unterhaltungsqualität der Skill Arena? Sagt's mir. Wir wollen es wissen. Dennis, das geht doch nur ab hier. Mann, wegen einem Punkt mehr fängst du schon an zu dancen. Ja. Wenn das nicht mal ein bisschen übertrieben ist.
geiler Dance-Stil, der passt zu deinem lame Sieg. Ja. Geil. Sehr, sehr gut. So, ich habe mal einen echten Euro ausgepackt. Ja, echter Euro. Okay, weil ich gehe in die Mitte. Wir können auch Ziff stehen, okay. Sehe ich hier gerade. Okay. Mehr? Was ist los? Ja. Okay, das ist der Duelliere, die Duelliermünze. Okay. Komm, was mit dem anfangen hier? Das ist eine echte Münze. Moment. Ja, mach's doch von der Kamera am besten. Ja, die kommt ja gerade. Hier ist die echte Münze, seht ihr sie? Und jetzt Kopf oder Zahl, wer hat Heimrecht? Du bist, Wieso wärst du überhaupt neutral? Du bist länger im Dienst hier. Kopf oder Zahl? Zahl. Okay, ich will auch Zahl. Was passiert, wenn du Zahl hast? Dann kriege ich meine Pizza. Wer fängt an? Darum spielen wir nicht. Wer fängt an? Wenn Zahl ist, dann. Warte mal, was ist denn jetzt? Wir haben deins. Ja, dann fängt Walle okay, an. Alles okay, klar. Krass. Oh. Zahl. Ich muss anfangen, offensichtlich. Walle fängt an. Das ist ja mega dumm gelaufen. Das ist die Action, die man immer gebraucht hat. Ja. Den Münzwurf hat Skill Arena auf ein ganz neues Level gebracht, muss ich sagen. Das war sehr, sehr gut. Das war ja super krass. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Nein. Fände ich auch geil, aber ja. Soweit gibt es hier nicht. No pro shit. Ja. Wir müssen hier durchballern. Also, du willst jetzt hier hin, ne? Muss ich, ja. Okay. Die Getränke sind aber, wobei, an sich hast du schon eine Pause, weil mein Game vorbereiten dauert ein bisschen. Das stimmt, aber ich würde okay. Jetzt das eiskalte Getränk trinken, das ich Krogi geschenkt habe, aber er nicht getrunken hat. Du hast mir ein Getränk geschenkt? Wolltest du halt haben oder nicht? Das wusste ich nicht. Ja, weil du musst mal aufpassen. Du hast mir ein Getränk geschenkt. Du musst mal aufpassen, ja, wir haben ja alle leckere Getränke. Können wir nicht dann irgendwie teilen? Ja, vielen Dank dafür. Wem gehört denn dieser Becher? Das ist mein Becher. Lernst du mal meinen Becher nicht mit deinem Corona einfetten? Aber mein Corona ist das bessere Corona. Ja. Wie sieht's denn aus? Möchtest du es jetzt haben? Ja, gerne. Okay. Dann habe ich nichts mehr zu trinken. Willst du mich verarschen? Du hast es mir geschenkt. Jetzt willst du mir wegnehmen. Ja, aber du hast es nicht getrunken. Was ist das denn für Geschenk? Wenn man es kriegt und es nicht erstmal nicht Danke sagt, zweitens gar nicht merkt und drittens, dass dann nach einer Stunde noch da steht, dann darf der Geschenkte das doch wohl selber wieder trinken. Torben, ich habe dir eine PlayStation 3 geschenkt, du hast sie aber nicht benutzt. Ich möchte sie zurückhaben. Ja, natürlich. Ja? Ja. Das ist einfach gezinkt. So funktioniert das. Ja, sonst, wie kannst du dir sonst erklären, dass Krogi immer gewinnt? Ja, Krogi hat jetzt einen Punkt. Du hast jetzt einen Punkt. Null. Ist korrekt. Ja, ist wie beim Fußball. Mega unspektakulär. Ja, aber eine Frage. Gut. Ja, ich hatte einen Punkt. Ich möchte es aber eben noch sehen, bis das steht. Kriegen wir so ein Bing? Nee, das macht. Oder so ein. Vielleicht auch so ein. Alter, mit Explosion, nice. Das war natürlich heiß, jetzt brennt hier wieder. Skill Arena, no pro shit, no pro shit, Skill Arena. Hast du die Cola noch gar nicht getrunken? Ich hab sie aber bemerkt. Aber ich will mal ganz kurz sagen, ich find's für Skill Arena einen super coolen Move, hier um ein Geschenk mitzubringen, um es nur um es dann wieder wegzunehmen. Wie cool ist das denn? Ohne Scheiß. Ey, aber Mats, was sagt ihr denn? Wenn er hat das die ganze Zeit nicht getrunken, er hat's nicht mal gemerkt. Ja. Und er hat nicht wie Danke gesagt und er ist Nazi. Und der ist auch noch er ist zum Assi geworden, aber. Ja, also, ja. Was heißt denn eigentlich nur Pro Shit? Kann mir das einmal kurz erklären? Das habe ich jetzt 500 Mal, habt ihr das gedroppt? Was nee, das wird immer nur bei deinen Runs gesagt, weil das halt also kein Pro-Kram ist. Den wieso da kein Pro-Kram? Alter, hast du gesehen, wie ich auf den Hubschrauber gechillt habe oder was das für ein Nee, da habe ich wohl gerade weggeguckt. Okay. Willst du die Coke haben? Nein! ich hätte sie dir jetzt gegeben, tatsächlich. Willst du sie haben? Nein, die kannst du schon trinken, okay. Aber dann trink sie jetzt bitte auf, weil sonst werde ich durstig. Aber was ist in dem Glas? Da ist ein Kaffee drin, der da schon raus sitzt. Nein, das ist nicht mein Kaffee. Das ist mein Kaffee. Mein Kaffee habe ich dann sofort auf. Ist das sein Kaffee in dem Kaffeebecher? Was soll da drin sein? Und die Cola da? Das ist die meine. Cola von Wein. Die ich schon ein bisschen angetrunken habe. Walle kriegt die Cola. Her mit dem. Ah! Was ist denn hier los? Guck mal, sag, du sollst sie jetzt auf XX. Ja, warum? Da muss ich pinkeln. Nein, da musst du mega krass abrübsen und dann pinkeln. Außerdem tut das bestimmt voll weh im Hals. Hast du das mal gehabt, dass du so viel Rübs drin hattest, dass das richtig weht? Kennt ihr das?
Wenn du zu viel. Ja, das passiert ab und zu. Vor allen Dingen trink sie auch, sonst werde ich durstig. Ja. Ich möchte mit dir mal so eine Wüstenreise haben, so mit Rallye Dakar mit Denzel. Jetzt trink die 6 Liter Wasser auf, sonst habe ich Durst. Ja, nee, wie lange sitzen wir? Es ist nicht mal die Hälfte rum. Ich werde hier gleich mega verdursten, plus verhungern, weil ich wahrscheinlich die Pizza nicht gewinnen werde, so wie es aussieht, weil du führst aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Naja, gut, weil du das verdammte Spiel ausgesucht hast. Ja, aber ihr habt euch gut geschlagen. 10, 10, 11, ist doch gut. Das ist echt krass, wir hatten beide 10 Punkte. Ja, eigentlich ist er ziemlich scheiße, wenn du nur einen Punkt hast. Ja, mehr hast. Ja, das ist schon echt lächerlich. Das stimmt, aber hat's gereicht? Ja, was beschwer ich hat mich? Gereicht. Ja, mit dem Mindesten geht er da immer ins Ziel, oder was? Ja. Das ist dein Ding. So gewinne ich. Bloß nicht noch ein bisschen mehr Arbeit machen. Also du sollst die Cola trinken, ansonsten guckt der Chat nicht weiter, steht hier. Okay, alles klar. Ja, dann brauche ich einen Öffner. Hast du einen Öffner? Ich frag, nein. Nee, ich habe hier nur so ein Prügel-Device. Ja, hab ich auch. Guck mal, da hörst du es nicht klimpern. Das ist das Zeichen. Ah ja. Da hinten klimpert's. Dankeschön. Dankeschön. Ein Herr des Schwalben. Ja, schön. Mist. Dankeschön. Wir warten. Okay, wir warten. Ja, wir warten kurz auf Walle. Ich überlege, wo ich ein Getränk herkriege. Da hinten ist noch dieses Desinfektionsmittel. Wie viel kann man davon trinken, bis man... Ein Schluck geht schon, glaube ich. Geht, ne? Ja. Aber du hast noch Zeit, dir ein Wässerchen zu besorgen, oder? Hab so. Ich das? Das also, Kobi, jetzt mal machen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst du es auch direkt lassen. Was ist denn das? Was ist denn das? Gib dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. Was soll das denn sein, dieses Rumgeeier? Links, rechts, links, rechts. Gib dir mal ein bisschen Mühe, Mensch. Ja, das ist übrigens live aus der Küche von... Mann, ich keinen Bock mehr da drauf. Ja? Ja, was der gute Herr sagt, wirklich. Ja, also, kann ich auch noch unterschreiben. Das ist auf die Cola bezogen. Kogi, was ist denn das? Cola ja, Cola nein. Ich hab nie eine Cola angefordert, dann habe ich aber eine geschenkt bekommen und ich bedanke mich recht herzlich. Und jetzt freue ich mich, dass ich sie habe. Das ist einfach nur herrlich. Ich gebe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe, Chat. Wie angedroht. Das ist wirklich sehr gut mit diesen Einspielen. Gefällt mir. Ja, wir müssen jetzt auch aufhören, uns zu kabbeln, weil jetzt ist Walle der Gegner. Ja. Jetzt ist Walle der Gegner. Na? Walle, kannst du ja schon revealen eigentlich, was uns für ein Game erwartet? Nee, kann ich nicht. Okay. Du musst, also ist das Spiel schon draußen? Wurde Gott. Scheint, als müsstest du irgendwie ganz krass. Oh nein! Ja, dein Reveal ist jetzt. Danke dafür. Red Dead Redemption 2 ist Alter, geworden. Krass. Hammer. Wieso kannst du die Grafik nicht auf High stellen? Ich weiß nicht. Ich spiele keine Spiele, die nicht auf High sind. Ich auch nicht. Okay, darin hätte ich es aber nicht. Nee, sorry, dann bin ich raus. Nicht erkannt. Also, ja, ich bin halt auch raus, wenn das jetzt hier nicht läuft. Wenn das hier nicht auf geiler Grafikeinstellung, dann guckt mir auch keiner zu. Was ist denn das? Es läuft perfekt. Kann uns nicht mal einer einen neuen Computer schenken? Kann uns nicht mal jemand einen neuen Computer. Privat aber. Ja, drei. Ich habe ja gesagt, ich muss nicht eine Pizza sein, es kann auch ein Gaming-PC sein am Ende. Aber dann habt ihr alle nur haha! Ohne Ultra, ohne ja. mich. Ohne Ultra, ja, aber das ist wirklich meine Lebensphilosophie. Ja. Was auch wenn cool. der Chat high ist? Reicht das? Alle? Der Chat ist sowas von safe high. Ja, aber er muss Ultra sein. High reicht nicht. So, also, wo ist denn jetzt hier mal bitte das Harz? So, jetzt. Goodbye, Horses. Bringst du mir auch Wasser mit, bitte? Ja, ich hab nur zwei Hände. Mit der einen schöpfe ich und mit der anderen. Guck mal, wir haben eine ganze Kiste mit Leitungswasser. Die Situation habe ich im Leben auch noch nie erlebt. Unter Druck die Grafikeinstellung machen. Können sich bitte mal die Balle Ultras zu Wort melden, wie das gehen soll? Was soll ich? Wen machen? Willst du melden? Die Balle Ultras sollen sich melden. Ja, die sind doch so safe im Chat. Na klar, sind die immer alles auf Ultra stellen. Ich finde das gut, dass wir alles einfangen, das ist so geil. Das ist, das ist unsere Religion. Ey, Chat, Greta macht heute die bewegte Kamera. Einmal Herzen für Greta in Chat. Ist einfach nur geil, dass wir eine bewegte Cam haben. Ja, Greta, das ist Greta. Jetzt kannst Danke, du so geil Greta, ausrasten. Für die Flaschenöffner-Nummer, nochmal die Flaschenöffner-Nummer für die Kamera die ganze Zeit. Du stehst den ganzen Tag nur. Ich kann mir vorstellen, dass ich sehe schon, wie du wackelst, gleich fällst du um, aber das interessiert keinen. Denn wir wollen das. Was? Alter, du bist in einem Tunnel. Du bist in einem Tunnel, das ist. Alter, das ist krass. Du bist Squid Game. The Boah. Game. Wer möchte die zweite Flasche? Hier, bitte. Ich Alter, du hast gerade meine Cola gekriegt. Nein, ich kann aber nicht. Cola ist viel zu krass. Ich kann nicht einfach so Cola trinken. Chat, ihr kennt das. Ich muss sie verdünnen. Aber die Leute, es regnet gerade übelste Herzen. Übelste Herzen mit Greta. 3 Stunden stehen ist offensichtlich heutzutage ein Skill, den niemand glaubt, überhaupt erreichen zu können. Stimmt allerdings. Ich habe schon lange nicht mehr 3 Stunden gestanden. Ja, Greta stand da schon, bevor wir hier ankamen. Ohne Scheiß. Ja, das stimmt. Dann sind es bestimmt 4. Ey, und Chat, kennt ihr das nicht? Cola verdünnen? Muss man machen. Nee. Ey, Cola trinken ist einfach. Verdünnen?
Alter, Cola pur ist einfach wie Batteriesäure. Ja, aber man trinkt es doch nur, weil man sich so komplett wegballern will mit Zuckerschocks. Nein. Ich mag es einfach super gerne und ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er Cola verdünnt. Ganz ehrlich. Das machen auch nur kranke Leute. Nein, man muss Cola verdünnen. Das ist zu stark. Dann verdünnt sie höchstens mit Alkohol, aber ansonsten... So. Sag mal, Chat. Wer verdünnt denn Cola? Tritop oder so ein Sirup-Shit. Da würde ich dir Tritops. Ja, oder wie das heißt. Für Urzeitkrebse. Mit Schön Wasser oder was? Ja, mit Wasser halt. Ich zeig's dir. Nimmst du einen Drip rein? Das ist geil. Nee, aber jetzt gibt der... Ach, du, homöopathisches... Das ist ja ekelhaft. Ganz ehrlich, Krugi, das... Also, Krugi, du bist eigentlich raus. Jetzt, das sieht aus wie Urin. Oh, damit hast du dich jetzt... Lass mal an, das ist nicht braun, das wird... Das ist doch nicht. Ja, alles klar. Was ich verdünne auch Wasser. Pizza vorhin ich haben? Verdünne auch Wasser. Mit Cola. Ich hab's gesehen. Und der Chat schaltet gerade ab. Guck mal, wir haben nur noch 3 Leute drin jetzt. Du Perverser. Ja. Kranke Schwein. Oben die Cola. Ja, das ist wirklich Blasphemie. Danke, lieber Chat. Ich mach das auch. Siehst du? Alexis Avis Altendorfer. Du und ich sind die einzig beiden coolen Menschen hier. Das ist einfach so. Ja. Wie Leute, der Chat sagt Minuspunkt für Krogi. Leute, scheiße, ich hab's zu hoch gestellt. Guck mal, wie wenig Frames. Ja, und da müssen wir jetzt durch. Hauptsache, es sieht geil aus. Ja, aber guck durch das. Ne, das kann ich nicht machen. Sieht mega gut aus. Ja, es sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ey, bei mir sieht das übrigens auch so gut aus zu Hause und es läuft viel besser. Ja, wo zur Hölle hast du denn auf einmal die 380 hergekriegt? Ja, ich hab. Ich war im Ausland und habe Leute überfallen. Ach, so, was wo ist denn die Option? Da steckt was im Busch. Seht ihr nämlich, wie er immer rumdruckst, wo er seine 3080 herkriegt? Ja. Wieso gibt's denn keine Cola ist halt Option zu süß mehr. Übrigens. Ist zu süß. Oh, sorry. Ist zu viel Zucker. Nein. Dann lieber mal ein Eis oder so. Cola ist halt so süß? Es ist zu süß. Ja, es ist süß. Nicht zu, da steht so süß. Guck mal, du hast schon zu viel Verdünnung da reingemacht, dass du nicht mehr gerade lesen kannst. Aber das halt, musst du schon noch dazu sagen, ist halt so süß. Das stimmt, ja. Na? Was steht da noch? So, ich bin bei Krogi. 50-50 verdünnt mit Wasser. Und das mache ich auch. Nur wie, das hast du, das steht da nirgendwo. Doch, das steht da. Nein. Hier, bei Kuse-san. Ja, Kuse-san, das ist der Bot. Der Bot. Das ist der Krogi-Bot, der dir immer zustimmt. Ja. Ich grüße dich, meine Bot. Meine Botheit. Ich glaube, ich stelle die volumetrische Raymarch-Auflösung aus. Die sieht zwar unnormal geil aus. Ja. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Ohne Scheiß. Können wir nochmal einen Clip für Walle abspielen gerade? Was ist denn das für eine Aktion hier? Ohne Witz. Wir sind halt auch mega über die Zeit, ne? Ja, ich meine, hast du gesoffen? Wie kommt hast du gesehen, wie du gerade gespielt hast? Guck dir das nochmal an im Replay. Das ist ja peinlich. Kündigung! So. Oha, Kündigung ist raus. Das ist ja peinlich! Okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden, mit 3 Frames zu spielen. Das wird ganz schön hart, aber ich gehe mal ganz kurz auf die Aufgaben jetzt ein. Ja. Und zwar, wir spielen Red Dead Redemption 2, eine super tolle Open World, wo man alles Sandboxige machen kann, was sich das Herz wünscht. Und zwar einen Pferdeunfall bauen. Okay. Das bedeutet, mit dem Pferd irgendwie stolpern oder so. Dann gegen einen Baum reiten. Das stolpert dann nämlich immer so super lustig und der Ragdoll vom Pferd ist einfach der Wahnsinn. So, nimm jemand mit deinem Pferd mit. Ja, das ist selbsterklärend. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das erreichen kann. Da sind alle erlaubt. Hauptsache, ihr nehmt jemanden mit eurem Pferd mit. Schubst jemanden in Matsch, also irgendeinen NPC halt. Mhm. Grill an einem Feuer, Fisch, Steaks, mir scheißegal, was ihr grillt. Das ist eine schwere Aufgabe. Jage einen 3-Sterne-Pelz. Ich werde Informationen rausgeben, wie man 3 Sterne erreicht, mehr aber auch nicht. Lege jemanden auf die Gleise, auch selbsterklärend. Da muss kein Zug kommen, darauf müssen wir nicht warten, aber der wird irgendwann kommen und wir wissen, dieser Typ, der wird auf den Gleisen sterben. Lege Feuer, besuche ein Kino, alles selbsterklärend. Steuere einen Zug, man kann tatsächlich einen Zug übernehmen und den einfach fahren. Ich würde sagen, sobald man kurz losgefahren ist, gilt das. Fange eine Saloonschlägerei an. Das muss man im Wilden Westen auf jeden Fall mal getan haben. Erschieße einen Vogel. Easy as that. Reite ein Pferd zu. Das heißt, ein wildes Pferd nehmen und es gefügig machen. Befreie einen Gefangenen. Da ist mir völlig egal, ob aus dem Knast, beim Gefangenentransport oder random im Wald. Werde von einem Pferd getreten. Das kennt man auch. Man sollte niemals den Arsch von Pferden besonders nahe begutachten, weil dann kriegt man Huf ins Gesicht. Angle von einem Boot einen Fisch. Also das gilt nur, wenn ihr auf einem Boot steht. Raube jemanden aus. Da könnt ihr einen NPC verkloppen und dem irgendwie seine Taschenuhr klauen. Gehe einem NPC auf die Nerven. Damit ist gemeint, das ist so ein bisschen wie deine Chill-Aufgabe, nur die negative Version davon. Ihr sollt den so unangenehm auf die Pelle rücken, die in Rockstar Games antworten die halt dann irgendwas. Und irgendwann
drücken, die sichtbare, sichtbar aus, dass sie genervt sind oder beleidigen dich oder sowas. Jage einen Bären. Ja, der Bär muss erlegt werden. Kleide dich neu ein. Ganz kurzer Hinweis, bei Jage einen Bären, das kann man nicht gut mit dem Drei-Sterne-Pelz verbinden. Das müssen schon zwei verschiedene Tiere sein, weil ein Drei-Sterne-Pelz aus einem Bären zu bekommen, ist super, super schwer. Soll ich eine Zwischenfrage stellen zum Jagen? Jagen heißt wirklich mit der Waffe auf ein Tier schießen und es töten, das ist Jagen, korrekt? Exactly. Boah, also den grausam. Es gibt Spiele, da hast du besondere Jagdmodi sozusagen. Ja. Du musst irgendwie einen Bogen nehmen, sonst zählt das nicht. So. Würde ich dir für den Drei-Sterne-Pilz zum Beispiel auch. Okay, okay. Kleide dich neu ein, ist klar. In den Shop gehen, irgendwie einen lustigen Hut anziehen. Male ein Symbol in den Schnee, das hatten wir auch schon mal. Also deswegen schreibe ich auch diesmal Symbol. Ihr könnt da alles reinmachen, auch wenn es Penisse werden. Nimm ein Bad. Schön erstmal nach der ganzen Schlammschlacht und dem Gejage ins Bad gehen. Stiehl eine Schafsherde. Das ist besonders challenging. Die Schafe müssen wirklich rausgetrieben werden aus ihrem kleinen umzäunten Bereich. Lege dich mit Gesetzeshütern an, ist auch relativ klar. Und natürlich die letzte Aufgabe, Grand Theft Horse. Klaut einfach jemanden sein Pferd. Ah ja. Das sind schöne Aufgaben. Oder? Gefällt mir. Noch irgendwelche Rückfragen, bevor es losgeht? Nur steuerungstechnisch und die werden wir gleich individuell nochmal. Genau, dass ihr habt gleich kurz Steuerungsübungszeit. Ja. Wie steht man eine Schafsherde? Wie ist das zu. Ab wann ist ein Schaf eine Herde? Oder ist das automatisch? Wir können gerne eine Zahl sagen, ich würde sagen, ab drei Schafen ist es eine Herde. Schafe, okay. Aber die sind, die sind schon relativ groß. Ab wann ist es eine Gang? Eine Schafgang? Eine Schafgang erst ab 7. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Pech gehabt hier, weil einfach jetzt so ein NPC mich in eine Mission reingeritten hat. Sehr gut. Wir starten den Timer, sobald hier der Monolog beendet ist. But Karen. Karen. Nein, Karen. No, Karen, please. Sure. I got a choice. That's nice. Also du sagst jetzt, die Zeit läuft noch nicht. Mit welchem Grund? Weil du das einfach sagst oder so? Wollen wir das vielleicht abstimmen hier? Nein, so hat Kogi das auch gemacht. Er hat sich den Punkt, wo es startet, überlegt. Okay. Und ich würde sagen, aber sie war ja schon genervt. Okay. Also. Nein, das gilt nicht. Okay. So. Ich sitze jetzt auf meinem Pferd und sobald ich losreide, startet die Zeit. Das heißt, ihr Können wir dich nicht reinziehen? Und das heißt, ihr zählt mich rein. Das wollte ich gerade sagen. Dennis, machst du's? Okay. Drei! Seid ihr bereit für sie? Zwei! Drei. Achtung, gleich kommt die Eins. Eins! Das ist der Krug übrigens. Okay, es läuft. Ich kann nicht schneller reiten, weil ich noch. Nice Beat, hast du deine. Ich muss mir das alles angucken. Spiel habe ich gespielt, nicht durchgespielt. PS3, was auf P4, ne? N64, glaube ich. Fuck, ruckelt das hier, scheiße. Und ich weiß nicht mehr, was man machen konnte. So, hier sind die Boote. Ich glaube, man konnte reiten und angeln. Ja, aber wie angelst du? Ist das eine besondere Special-Fähigkeit? Ja, da musst du einen Angelschein machen im Dorf. Ja, sonst kriegst du ja eine Strafe. Dann, wenn du, was? Sonst kriegst du eine Strafe. An öffentlichen Gewässern einfach so angeln ist verboten. Ja, wenn du dich erwischen sollst, selbstverständlich. Ja. Aber du kannst ja doch in eine Angel tauchen. Und das war der Pferdeunfall. Bist du einfach irgendwo gegengeritten oder was? Wieso? Du musst einen Pferdeunfall. Das ist ein Unfall zwischen zwei Pferden. Na, ich hab's doch eben definiert, gegen einen Baum reiten. Das definierst du doch nicht, was ein offizieller Pferdeunfall ist. Ein offizieller Pferdeunfall, laut Pferdeunfallgesetz, zwei Pferde, die miteinander unterwegs sind. Horse on Horse. Horse on Horse. Horse on Horse. Horse on Horse. Bringt mich jetzt nicht zum Horse on Horse. Das muss ja wohl gehen. Ich höre das Chat schon wieder. Gegen Horse on Horse. Wie Lulli. Ja. Haben oder sie gesagt? Chat? Ja, Horse on Horse haben sie gesagt. Scheiße, das ist da. Ey. Mann, ich bin jetzt schon. Mindestens drei Zeugen. Ja, mindestens drei Zeugen. Zwei Pferde. Horse on. No horse shit. No horse shit. No pro gaming. Achtung, der hat eine Hake. Oh, wie du da von hinten, das ist creepy. Easy there. Kommen Sie. Watch yourself. You looking to stir things up? Is that right? I ain't taking this from you. I'm gone, all right? Just watch. Das sind nur Worte. Der ist doch nicht böse. Der ist doch wohl genervt. Der ist nicht genervt. Das ist stay back, you hear me? Oh, der muss jetzt schnell was verändern. Der hat was vergessen. Okay, der hat eher Angst. Ja, der ist ängstlich. You
Guck mal, da sind zwei Pferde, da könntest du deinen Unfall nachholen. Ja, Horst. Horst. Der Unfall wurde definiert. Das sind sogar drei Pferde. Sag ich, ich google jetzt mal Pferde und Pferde. Nein, aber ich hab. Ja. Da, Mann, es ist da. Geh mal auf so eine Anwaltsseite. Oh, ich so Dennis Unfall gemacht. Okay, den Punkt hast du. Horst an Horst. Gerade wo ich bin, Unfall. Ja, war sehr gut. Bild das war richtig. Von dem Pferdeunfall. Das war richtig Horst an Horst. Ist der jetzt undefiniert. Das war viel besser. Das hat mir gut gefallen. Safe. Horst an Horst. Na. Horst an Horst. Na, Pferdeunfall, okay. Bedrängst du wieder Passantenwalle? Was machst du da wieder geil? Du Creep. Die reagieren nicht. Mann. Denen ist das scheißegal. Die kennen dich schon. Ja, ich bin hier öfter. Ach, der Dulli wieder, den kennen wir schon. Der will uns wieder provozieren. Oh Mann, ich glaube, der verkauft was, der lässt sich nicht so leicht nerven. Mag es, die du auch überfordert. Das ging mir eben auch so. In einem eigenen Game auf uns das Beste. Nächsten Monat Horse on Horse gegen Bontra, Leute. Das ist gut. Hey, folks. Yeah? Hello, sir. Mann! Sei genervt mit deinen zwei Messern da. Okay, ich lass die Scheiße. Ich liebe die Aufgabe richtig. Das ist nur geil. Jetzt stolper! Stolper, Junge! Okay. Hier ist wohl Matsch. Es gibt mir große Freude. Sag mal, ja, okay, den Punkt habe ich. Ja, den Punkt hast du. Was war der genaue Wortlaut nochmal? Kriegen wir doch irgendwie gedreht? Nein, damit ist Dreck gemeint. Alles, was nicht Asphalt ist. Was ist die Aufgabe? Schubst jemanden in den Matsch, okay? Ja, das ist hier Dreckmatsch so. War ein schöner Einspieler. Ja, sieht aus wie ein Aschetennisplatz da, wo du gerade rumst. Ja, das ist aber schon sehr dreckig. Sieht aus wie ein Asche. Gleich kommt Alexander Zverev. So, was gibt's noch? Kleide dich neu ein. Ist hier gerade ein Laden. Guck mal auf die Karte. Aber diesmal hast du schön mit Leuten gechillt, Walle. Ja. Den Punkt hättest du gekriegt. Ja. Gemischt mal sagen. Da ist, glaube ich, die haben irgendeinen dummen Hut oder so. Ach, nur ein Hut wechseln ist neu einkleiden. Hab ich doch gerade. Hast du mir eigentlich überhaupt bei irgendeiner Aufgabenerklärung zugehört? Ist das ein Shop? Ich antworte nicht mehr. Der guckt den nicht mal an, der will nicht mit dir. Hinterfrag jeden Bullshit. Chat, jetzt tadel die doch mal. Tadeln. In welchem Jahrhundert lebst du, Alter? 1800? Ja, obviously. Jetzt tadel die doch mal. Könnt ihr uns denunzieren, Chat? Der Landvogt will es. Komm, ich kann mir eine Ratte auf den Kopf setzen. Ja, mach das. Wie geht das? Okay, das ist mir zu kompliziert. Hier standst du da dran. Ich nehme den Hut hier. Das ist der, den ich bisher hatte. Und jetzt nehme ich den hier. So, okay, cool. Schwarzen, schönen, abgegriffenen Glücksspielerhut. Ja. Schön Book of Raw jetzt. So, raus hier. Raus, Junge. Junge, mach. Hier, ihr scheiß Katalog. That should be good. Ja, den Punkt hat er. Sie genervt. Den Punkt hat er. So, ist der genervt? Komm, das war doch nervig. Scheiße, die haben alle Angst. Warum? Gut. So, Saloon. Okay, warte mal. Weg da. Esel. Na jetzt. Dude. Wieder auf die Karte. Ein bisschen orientieren. Hier wollen wir hin. Da lege ich mir einen Bewegmarker hin. Dann reite ich da jetzt mal nein, hin. Nicht beenden. Nee, nicht beenden am besten. Wie viel Zeit habe ich noch? 9 Minuten. Scheiße, man kann so viel mehr in dieser Zeit machen. Ja, das stimmt. Aber du machst das schon gut. Ich meine, den Pferdeunfall hast du beim zweiten Versuch gekriegt. Das ist ein Punkt. An die anderen kann ich mich nicht erinnern. Ich habe nicht so richtig zugehört, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob dich das stört. Bei dem Feld waren wir hier gerade schon mal. Kannst ja gucken, wer ist der jetzt sauer, wenn du jetzt zum zweiten Mal dahin kommst. Wo das Wasser? Ich muss zurücknehmen. Warum lachen die Ottos denn jetzt? Oh Mann! Ja. Yeah. Wie geht denn das nochmal? Wieso? Du hast den Punkt für. Guck dir ein komisches Bild in deinem Buch an. Was macht er da? Ladescreen. Weil hast du das gewollt? Ja. Hast du selber ein Lagerfeuer gemacht? Ja. Ich kann nur Kaffee machen! Was willst du denn machen? Hilf uns doch mal, damit wir das auch machen können. Weil du hast da 24 Fragen, du weißt, wie schwierig das ist. Und deine sind ja nicht nur einfach so, deine sind ja halbe Sätze jedes Mal. Ja.
Naja, sie sind schon einfacher als Krugis. Sie werden übrigens gut. Hast du einen Punkt gekriegt? Nee. Nee, hab ich nicht. War ein bisschen dumm von mir, was ich gemacht habe. Nee. Was hatte er denn vor? Ich glaube, er wollte irgendwas grillen, aber er hat nur Kaffee. Wo steht denn? Was muss man denn grillen? Steht da Grill was? Grille an deinem Lager, jetzt sehe ich's. Ja, Grille an deinem Lagerfeuer. Aber einen Kaffee kann man halt nicht grillen. Ich habe in meinem Kopf schon Enzels nervige Kackstimme gehört. Guck mal, willst du mit dem grillen? Wer möchte gerne mit dir grillen? Was ist denn hier los? Ist das okay, dass wir nebenbei Menschen töten? Ich dachte, wir sollen hier nur die Aufgaben lösen. Ich finde, ja, ich wurde okay. Angegriffen. Ich finde das nicht okay. Gibt doch keinen extra. Weiß auch nicht, ob das so. Oh Mann. Oh, noch ein Pferdehund. Oh Mann! Hey, das ist so geil. Ich saß doch drauf, oder wie? Oh Mann! Ach, komm mal, jetzt schießt man den richtig. Sehr gut, sehr gut. Du bist angeschossen. Ein noch, komm. Fehlverhalten wird hier bestraft. Ach, ist das schön da. Ist geil, ne? Ja. Wie einfach alle mitten auf der Straße stehen. Wie du einfach vorbeireiten kannst. Der war so prädestiniert zum direkt reinreiten. Ich hätte mich nicht verkneifen können. Das. Wie viele Pferde und Pferde soll ich denn noch machen? Wie viele Punkte soll ich denn noch machen von meinen 100 Punkten? Oh Mann, warum regnet es denn jetzt? Jetzt ist der lege Feuer. Du bist ein richtiger Hater. Ja, ist okay. Wenn du noch weiter reitest, wird es auch noch dunkel. Es sind nur noch 6 Minuten. Dieses Spiel dauert so lange. 16 steht da. Nur geil. Ich glaube, ich habe eine Strategie. Guck mal, hier ist Matsch. Ja? Siehst du das? Ja. Das Problem ist, ich finde auch kein Pferd, was ich zureiten kann. Habe ich ja nicht gesehen. Ah, die Mucke ist gut jetzt. Ja, chill. Das ist super. Ich sag, nee, kein Problem. Nee, kein Punkt für Chill. Boah, jetzt kann man auch noch langsamer reiten in der Stadt. Ey, die Hälfte der Zeit ist scheiß Reite. Gut, das ist eigentlich, ja. Das ist auch bei dem Spiel so tatsächlich. Ich habe mal geschrieben, noch freuen sie sich. Ja, aber das ist schon okay. Lass uns die Freude. So, passen Sie auf. Genau. Jetzt kannst du noch mal den Matsch. Geben Sie mir Ihr Pferd. Jetzt hast du jemanden den Matsch geschmissen. Jetzt das und Grand Theft Horse ist auch passiert. Ah, ja. Aber das würde übrigens bei euch nicht zählen, wenn ihr die Leute so in den Matsch schmeißt. Wieso nicht? Nee, ist schon, du musst sie schon Also du musst sie schubsen, da steht schubsen. Hä, hey, aber dann hast du den Punkt ja auch nicht. Hä? Ich hab meinen geschubst. Vom Pferd geschubst? Nein, du hast ihn auf der Aschebahn von Alexander Zverev geschubst. Ja, aber das gilt. Ja, dann musst du ja, aber wenn du das nicht zählen lässt, wenn wir dir jemanden vom Pferd zu holen, dann musst du jetzt auch noch jemanden schubsen. Ich hab doch schon jemanden geschubst. Nein, das war die Asche, das war kein Matsch. Nee, da lass dich mit mir diskutieren, dieser Punkt ist gemacht. Den hast du jetzt, aber dass wir die gleich auch so runterschubsen. Also vom Pferd ziehen, dadurch macht man den Punkt nicht. Das muss der Chat dann entscheiden, glaube ich. Wenn es matschig ist, schwierig. Leute, ich habe das doch alles definiert bei der Vorbildung. Aber du bist doch in ihn reingerannt, das ist doch nicht schubsen. Ey, was ist denn das für ein Wichser-Format jetzt hier? Jetzt halt doch mal eure Schnauze. Das ist nicht ein Definierformat hier. Du schreibst am Anfang vor der Sendung die Aufgaben auf und die stehen dann da und dann kannst du nicht kommen. Oh, jetzt definieren wir die alle. Holt mal eure Heftchen raus und wir definieren und deklinieren das jetzt einmal runter. Rede mit mir, Junge. Ja. Ich kann doch sonst hier baden. Warum kann ich jetzt bei dir nicht baden? Du willst bei ihm baden? Das ist eine Bar. Warum sollst du da baden können? Als ein Bad? Dann guter Punkt. Das ist übrigens ein Saloon, wo man sich nicht prügeln kann. Die sehen alle sehr zivilisiert aus. Ja, ist ja auch die Hauptstadt hier. Hast du jetzt schon was gesagt, dass du baden willst? Ja, ich habe mit ihm gebadet. Okay, verstehe. Ein Spiel nach meinem Gusto. Fang noch mal eine Quest an. Das ist sehr gut. Das hast du beim Barkeeper. Ist das Schaum? Das sieht strange aus. Das hast du beim Barkeeper ausgewählt? Ja. Klassiker. Das macht wirklich keinen Sinn. Ja. Hast du noch nie hier in Hamburg im Headcrash gebadet? In der Crowd? Mit Schweiß und so? Das riecht chillig. So, geil. Ich habe schon 5 Punkte und noch 3 Minuten 30. Ich trinke noch mal mein Wasser mit Cola-Flavor. Ja, ich trinke noch mal mein Wasser ganz normal. Ihr seid so pervers. Mucke ist auch gut. Ist das lecker. Aber bleib noch mal kurz, das Lied gefällt mir. Ich find's auch ganz cool. Das. So. Das kann ich noch mal reiten. Pferd, so kann ich hier nicht machen. Ach so, sie spielen Story. Ja, ich spiele Story. Ey, ich kann gleich noch was dazu sagen, warum ich mich gegen Story entschiede. Ja. Das kann man nicht in 15 Minuten durchspielen, oder? Kannst du gerne gleich noch mal definieren alles.
Haltet euer Maul, warum ich nicht den Online-Modus genommen habe. Damit habe ich mich zuerst rumgetestet. Ja. Aber ich finde das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das zu erklären. Ja. Das finde ich auch sehr interessant. Chat bittet auch darum gerade. Ja, die Fragen, was ist Walle, wieso bist du nicht im Online-Modus? Walle, ich schalte aus, wenn du mir nicht erzählst, warum im Online-Modus bitte an. Wo bleibt der Online-Modus? Walle, wo und, ist online? Walle. Ich nenne dich schon Offline-Walle. Was nennt ihr Supporters-Club? Ja. Wir wollen unseren Willen. Was ist das? Das sieht aus wie ein Filmspieltheater. Oh ja. Ah, das hat er gut gemacht. Hat auf der Karte mal nachgeguckt. Das ist schlau. Ja, ne? Da freut er sich. Lesen kann. Muss er zahlen oder was? Warte mal. Muss man nach vorne. Ist er reingekommen? Ja, der hat Excuse me gefragt. Mit dem Hut. Hätte sich nur einkleiden sollen. Der will mir keine verkaufen. Ah, doch. Das ist also so ein Gamepad-Spiel, ja? Ja. Ja. Das kann ich zum Beispiel okay, auch nicht. Wir haben vorher definiert, also Koko und ich haben gerade definiert, dass du den Film bis zum Ende gucken musst dann. Ihr habt ja immer einen Scheiß definiert, ihr. Ja, ja haben das nicht gerade definiert? Das ist ein Spielfilm. Die definieren hier. Das kannst du gar nicht das Ende darüber berichten. Deine Mom hat definiert, dass du ein Arschloch bist. Was? Was ist denn jetzt der Film? Wo geht's hier rein? Ein Film muss schon mal sehen. Aber das sieht fucking schön aus übrigens. Wer redet überhaupt von dem Film? Also, ich hab Tür. Du hast die falsche Ticket gekauft. Kannst doch mal baden. Der hat mir das erklärt, aber wenn ihr nicht grad rein, oder? Hier rechts, wo es leuchtet. Ja, ich glaube auch. So. Bitte doch so ganz. Aber der Film musste schon mal einmal losgehen, oder? Ja, das würde ich auch so definieren. Ich definiere auch alles hier gerade. Ja, lass uns das sehen. Ich mag es. Du glaubst, es ist zu früh, weil er guck nochmal auf die Uhr. Ich finde es gut, dass die Dinge definieren hier in der Sendung. Die warten dann schon natürlich. Definitiv. So, das war's. Ich gehe wieder raus. Okay. Warte mal, stand da nicht, gehe ins Kino? Ja, das habe ich, weil das sonst nicht reinpasst, geschrieben. Es gab damals noch keine Kinos. Ach so, es gab. Aber wie willst du die Aufgabe denn lösen, wenn es da keine Kinos gibt? Ey, aber Zurück in die Zukunft, Teil 3. War am Wilden Westen. Das stimmt. Ja, da hätte recht, Krogi, dafür gibt's einen Punkt für dich. Ja, aber Walle, wie ist das mit dem Kino? Chat, können wir das mal kurz? Hier steht Lügenwalle. Ja, Mann, jetzt. Offline plus Walle ist Olle. Oh, es gibt ein Kino in Red Dead Redemption 2, bitte geschrieben. Kinos gibt's. Was? Achtung, Achtung, gibt Kino. Alles, also wirklich, das scheint kein Troll zu sein. Aber das ist kein Kino, in aber Valentine, es gibt Kinos. In Valentine gibt's ein Kino, Valentin. Willst du da nochmal nach Valentine? Ernst, es gibt wirklich ein Kino, deswegen hab ich das doch geschrieben. Ja, ne? Ich glaube auch. Also, wir hatten das ja auch eben definiert. Ja. Was kann ich noch schnell machen, Mann? Werde von einem Pferd getreten. Wie viel Zeit habe ich in 20 Sekunden? Mann! Mann! Raube jemanden aus. Ja, das mache ich noch schnell. Die da. Geben Sie mir alles, was Sie haben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Was hast du, dir in der Unterwäsche geklaut, oder was? 5,40 € habe ich bekommen. Wie sehe ich nicht? Das, ich sehe nur dein Bild, ich sehe nur dich. Ja, das liegt aber jetzt nicht an mir, das ist falsch definiert. Sehr gut. Mann, wo ist die Kamera? Ich will mich aufregen. Das war richtig schlecht. Das, Man kann übelst viel davon machen in kurzer Zeit. Ich habe übrigens nicht geübt, also ich habe mir keinen Weg ausgesehen. Ich dachte, das wäre schlau, in die größte Stadt vom Spiel zu reiten. Macht es nicht. Okay, aber ganz ehrlich, ich höre jetzt auf zu lachen, weil ich werde wahrscheinlich keinen einzigen Punkt holen. Ja, ich werde dich so um die Definition bringen. Aber herrlich, herrlich. Warte, wie waren wir 6? Ich werde dich so weit bringen, dass du glaubst, dein Leben neu definieren zu müssen. 6 Punkte für Walle. Guck dir dieses schöne Set an. Walle, dein Gesicht, das ist einfach geil. Oh, wie schön du aussiehst hier. Ja, guck mal, auf wie unzufrieden. Der hätte mehr reißen können. Ja, stimmt, da. Future Walle wusste Bescheid. Ja, Foreshadowing. Ja, alles klar. Erste Runde Red Dead Redemption. Dann lass uns zügig weitermachen, weil wir hängen wirklich ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, hier kannst du ja auch easy laden, oder? Bei Red Dead geht das, glaube ich. Yes. Ohne Probleme. Nimm jemanden mit deinem Pferd mit. Ach so, ja, das kann man. Mhm. Zug. Saloonschlägerei. Erschieße einen Vogel klingt einfach. Erschieße einen Vogel? Warum habe ich das nicht gemacht? Du warst abgelenkt, glaube ich. Ja, du hast doch gar nichts gejagt. Befreie einen Gefangenen. Das klingt gut, aber ziemlich schwierig. Was meinst du mit lege Feuer eigentlich? Definierst du das? Es muss einen Brand geben. Also es mit einem. Hat man Molotovs dabei? Leicht sowas irgendwie? Nee, ne? Handgranaten? Ich weiß es nicht. Gute Frage.
Raube jemanden aus. Ein Tipp noch von Rummel, Ronny, Dennis. Na? Besser im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen. Oh, den finde ich gut. Das ist schön. Der ist nicht schlecht. Danke, Rummel, Ronny. Rummel, Ronny. Ein Punkt für Rummel, Ronny. Damit hat er fast so viele wie Walle in dieser Runde geholt. So, wer möchte sein Glück versuchen? Dennis, wurden hier schon Münzen geworfen? Ja, Dennis, soll ich? Dennis, was? Darf. Diese, das ist ja eigentlich schlechter. Das ist schlecht. Ja. Ja, willst du, ich habe angefangen eben. Ich bin der Abgang. Hier muss geschnuckt werden. Es wird geschnuckt. Okay. Wozu schnucken da, du? Hast du dir schon genau überlegt, was du machst? Nicht, dass du gleich irritiert bist, wenn ich dich wieder besiege. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße. Ist es denn das Vögelchen? Ja, es reite ist ein Pferd zu. Befreie ein Gefangenes. Reite ein Pferd zu ist erstmal mit einem Lasso ein wildes Pferd einfangen, ne? Und dann da ein Minigame. Können wir anfangen? Ja, ich kann nicht einzählen. Bitte. Okay, Krogi, versuch dein Glück in 3, 2, 1, go. Wie kann ich schneller reiten? A-tippen. In die Richtung. Horse an. Würde ich nicht. Du bist noch im Lagerbereich, da kann man nichts machen. Keine Horse an Horse, verboten. Horse an Horse ist verboten. Ich kann auch nicht schnell reinreiten, meine ich. Gas. Sehr gut. Wenn du noch ein bisschen weiter rechts. Fahr mal weiter, dann bist du nämlich im Kreis. Ist Angeln. Sehr aufwendig, ja, sehr, ne? Sehr entspannt. Irgendwas, was soll ich jagen? Jag einen Bären. Pelz? Okay, jetzt bringt mir gar nichts. Jag einen Bärenpelz, war die Aufgabe richtig. Ne, ein Drei-Sterne-Pelz oder jag einen Bären? Jage drei Sterne oder gäbe einen Stern. Ja. Also jemand, ich suche ein Pferd. Ich will erst Horse und Horse machen, das soll das erste sein. Und wo sind Vögel? So in der Luft oder was? Ja, also ich würde das mal so definieren, dass es nicht gilt, wenn der Vogel gerade chillt. Gab's damals schon Vögel? Horse on Horse. Horse. Achtung, Horse on Horse, incoming! Oh, Horse on Horse! Das ist ein schönes Horse on Horse. Sehr schön, der war gut. Das Geile ist, nur Krogi legt sich gerade. Mit der Gesetz wieder an? Nein, mit den miesesten Hillbillies hier an. Die besitzen nämlich ein riesiges Reich und haben 1000 Privatleute, die dich jetzt durchgehend verfolgen werden. Okay, dann wird es also Zeit sein zu sterben, ja? Okay. Ich weiß nicht, ob man nach Aber Tod... Aber ein Punkt, das ist nicht schlecht. Ein Punkt? Aber es war kein Gesetzhüter, ja? Glaub nicht, nee. Das nicht. Nee, es waren safe keine Gesetzhüter. Nee, das weiß ich. Mein Hut. Also da bin ich schon so ehrlich, dass ich da die korrekte Definition raushau. Immerhin Horse on Horse. Immerhin ein Punkt. Das ist auch tatsächlich der schönste Punkt. Ey, wenn Krogi mehr als 6 Punkte jetzt erwirtschaftet, dann gehe ich. Dann verlasse ich das Format. Verständlich. Das wäre undenkbar für mich gerade. Aber tatsächlich, dann können wir tatsächlich ja gehen, weil dann kann ja keiner mehr aufholen. Das stimmt, das ist ja ein bisschen. Krogi muss aber das dritte Spiel von dir schon noch spielen. Und wenn er da 0 Punkte. Ja, wir müssen uns irgendwas ausdenken. Da haben wir einen kleinen Gedankenfehler. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass jemand zweimal miteinander. Ja. Vielleicht. Definieren wir das einander mal. Ja, also ich finde aber auch, wenn er jetzt 2 Punkte hat, können wir direkt in die Prügelecke und dann prügeln wir weiter einfach Krogi. Das finde ich auch gut. Dann sind wir wieder verbündet. Dann ja, ziehen. Also Krogi, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst du es auch direkt lassen. Was ist denn das? Was ist denn das? Gib dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. Was soll das denn sein, dieses Rumgeeier? Links, rechts, links, rechts. Gib dir mal ein bisschen Mühe, Mensch. Mann, so habe ich keinen Bock mehr da drauf. Angeln, wie mache ich das? Ist das schwer? Ja, ne? Ich kann dir da leider nicht helfen, aber auch in echt nicht, weil ich das nicht weiß. Warte, also Angeln musst du mir schon sagen. Was denn? Wie Angeln geht. Ja, du bist weder auf einem Boot, noch sehe ich irgendwo Wasser. Das klären wir dann, wenn es soweit ist. Und hier, das bringt mir nichts, ja? Okay, was habe ich denn noch alles? Ey, du kannst übrigens dein Lager aufschlagen, du willst das grillen gerade, oder was? Ja. Ja. Du hast nichts zum Grillen, das dachte ich ja auch. Ich musste das schmerzlich herausfinden. Also muss ich erstmal irgendwie ein. Du musst irgendwas jagen. Okay. Und das kannst du erstmal mit jeder Waffe tun. Also kann ich auch Fisch grillen? Könnte ich Fisch grillen? Kann ich hier angeln? Da ist noch was drin. Weiß ich nicht. Wie angel ich denn? Holst du deinen Lachs raus, hältst ihn rein und wenn was anbeißt, ziehst du ihn schnell raus. Hast du nicht? Kann hier nicht ausgerüstet werden, weil ich muss wahrscheinlich hier am Rand stehen oder so. Aber es. Hier.
Das ist eine sogenannte Angeltreppe. Geht's nur auf dem Boot, ja? Ja, das habe ich sogar vorher so definiert. Das hat jeder mitbekommen. Ein Member, stimmt. Ja, dann ab da rein da. Und ist das wahrscheinlich eine super dumme Aufgabe, weil es doch wahrscheinlich lange? Ja. Ja, aber besser 2 Punkte als einer. Das ist auf jeden Fall richtig. In Mathe war ich immer gut. Das ist ja geil. Ich liebe es. Das ist ja geil. Ja, das ist geil. Das wusste ich nicht. Ja, die Welt ist so lebendig einfach. Es passiert immer so unexpected shit. Okay. Also, das bringt alles gar nichts. Wie mache ich die Map? Eigentlich muss ich mit dem Vogel weitermachen. Nur ich sehe halt keine Vögel. Das ist mein Problem. Dann such doch einen Bären. Ist das ein Gesetzeshüter? Das ist ein Bär. Wenn man genau... Bin mir nicht sicher, aber... Kann ich die auch... Der hält ganz schön viel aus. Kann das sein, dass die was zum Grillen dabei haben? Das kann potenziell sein, wenn der gerade zum Barbecue wollte. Kann das wirklich sein? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe nur den ersten Teil, muss ich zugeben. Ich habe nur den Anfang gespielt. Aber den ersten Teil habe ich gespielt. Okay, wie kriege ich mein Pferd? Wo ist es? Ey, warte, ich habe dir mit der Steuerung auch geholfen. Also das musst du mir schon jetzt sagen. Achso, das Pferd, sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Also die ganze Zeit brauche ich schon Hinweise. Herpfeifen geht, glaube ich, mit Steuerkreuz nach oben. Okay. Oh, erfolgreich. Das Kopf kommt oh, da sind, von hinten. Das da Pferd. Pferde, das ist gut. Da sind Pferde, das ist gut. Fremde Pferde. Da fremde Pferde, ja. Die kannst du vielleicht sogar einreiten, ne? Aber die sehen so halb domestiziert aus. Ich weiß nicht, was da jetzt... Ob da nur Grenzheft Horse oder ob das Einreiten? Einreiten würde folgendermaßen gehen. Du kannst einem Waffenrad das Lasso aufrufen und mit dem Lasso das Pferd an dich ranziehen, dann aufsteigen und dann gibt es so ein kleines Einreite-Minigame. Zieh's ran. Wie ziehst du ran? Also, oder du kannst drauf zugehen, meine ich damit. Das bleibt dann da. Dann holt er das Lasso so ein. Ja, das musst du schon gedrückt halten. Das wäre jetzt natürlich einfach nur bad. Ja, geil, Pferd ist entkommen. Das war natürlich eine höchst noobige Aktion. Ganz nach dem Motto, no pro shit hier. Come on, zieh an. Also. Ich weiß auch nicht, es kann sein, dass das schon, das sind doch domestizierte Horses schon hier. Die musst du gar nicht einreiten. Ja, ich glaube, das geht damit auch nicht. Vor allem macht er das auch immer noch in dem Gebiet, wo, das ist ein Privatgelände hier. Da wirst du dann natürlich sofort abgeballert. Das ist ja wohl meins, ne? Das könnte deins sein. Egal. Ist aber auch, genau, im Endeffekt scheißegal. Na, ich muss, also, wenn ich es einreiten, also ich brauche nur, die sind nicht im Freien. Du kannst ein wildes Pferd nur einreiten, wenn es in der Wildnis ist, glaube ich, in diesem Spiel. Mir geht es darum, dass ich dann ja schon ein bisschen Steuerungstipps brauche, das ist ja alles. Da kann ich dir leider nicht hin. Okay. Ich kann, das war, also, as good as my tips get. Oh. Das ist, glaube ich, das ist gerade weggelaufen. Das ist immer das gleiche Pferd von eben. Wilde Pferde laufen in der Prärie rum. Das hier ist ein verdammtes Feld im Vorgarten von der Villa. Okay, also habe ich jetzt Grand Theft Horse gemacht. Okay, das stimmt. Ja, okay. Das stimmt. Grand Theft Horse. Grand Theft Horse. Ein Punkt für Krogi. Das ist Punkt Nummer 2. Und tatsächlich hat er mehr Zeit, als ich dachte. Jetzt hat er seinen zweiten Pferdeunfall. Ich weiß nicht. Jetzt hat er kein Pferd mehr. Ja. Die Hillbillys sind hinten auf den Fersen. Okay, ich bin down. Müsste Krogi nicht schon 3 Punkte haben? Hat er nicht jemanden ausgeraubt? Ja, habe ich. Was, ja? Ich habe jemanden ausgeraubt, ja. Was hast du geraubt? Ja, ich wollte doch Nahrungsmittel haben und habe dann so einen Pferdestimulanz bekommen. Pferdestimulanz? Ja. Ja, das bringt dir nur leider nicht das, was du wolltest. Pferdestimulanz, aber so ist das. Okay. Okay. Leg dich ein. Ich würde jetzt gerne... Wie komme ich denn aus diesem gesetzlosen Super-Country raus hier? Das ist ein... Also das hier ist kein Matsch, richtig? Das haben wir als kein Matsch definiert. Oder ist das Matsch für dich, Walle? Tell me. Wie kein Matsch definiert? Ihr habt euch da eine Scheiße zusammen also definiert. Also ist das Matsch, gerade. Da ist es Nunk. Ja, natürlich ist das Matsch. Das ist Matsch, ja. Okay, Matsch. Sehr gut. Matschi Matsch. Wie ist Karte hier? Karte ist da. Die andere. Das ist ein Ort, richtig? Sieht so aus. Das ist Sauerheit? Keine Ahnung. Denzel, jetzt mach den auch mal so fertig wie mich. Du, ich muss zugeben, das ist mich meine Energie, weil so langsam und wenn ich sehe, das fällt noch ein Spiel. Aber ich versuch's. Guck mal, Krogi, da oben sind Flugsaurier. Ich weiß nicht, ob die zählen.
oder? Im Wilden Westen. Erst das Vogel abgeschossen, Vogel mit einem Schuss, Vogel abgeschossen, Punkt habe ich. Der ist doch blöderweise. Das hatte der doch Punkt habe ich, sorry, Chat. Der ist gelandet einfach nur. Kannst du den, ich sehe den nicht. Wo ist die Vogelleiche? Sorry. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, das finde ich ein bisschen. Auch wirklich, dass der könnte sich rehabilitieren auf dem Boden. Damit finde ich gar keinen klaren Beweis. So war das nicht definiert, Krogi. Ich laufe jetzt hier meinem Navi nach, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich an die Stadt komme. Also der Vogelpunkt ist für mich nicht klar. Wo ist denn der Weg? Ja. Krogi will in die Stadt. Das ist keine schlechte Wahl. Weil er hat ja noch sehr viel Zeit, um solche Distanzen zu überbrücken. Aber ich muss Krogi gar nicht so fertig machen, weil du hast es mehr abgekriegt, weil du ja der Chef des Spiels bist. Ja, das deswegen ist es natürlich, dass man auf dich denn viel mehr geht, damit du diese Punkte nicht holst. Aber Krogi führt gerade dennoch, ne? Er hat einen Punkt bei seinem Spiel geholt. Ich habe so ein bisschen mein Pulver verschossen, merke ich gerade. Und ich versuche mir gerade einfach nur abzugucken, was mache ich. Ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung. Ja. Ich habe eine Hoffnung. Auf dahin. Krogi hat eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung. Habt ihr gehört? Da lag was. Und vielleicht geht das. Ein Wildschwein. Soll ich da was nehmen? Hallo? Okay. Das ist, glaube ich, schon leer geblättert. Hast du das gekillt? Nee. Ich hätte aber gerne halt das Fleisch genommen, um was zu grillen. Ja, eigentlich geht es auch, aber vielleicht hat das jemand gejagt und hat das halt schon gemacht. Aber das war eigentlich nicht gehäutet und das brauchst du dafür. Das da. Genau, das ist für mich auch ein klarer Pferdeunfall. Nee, haben wir schon. Was du da so, jetzt zusammenfasst, das haben wir ja gemerkt. Ist da ein Gefangener hinten drin? Das kann manchmal tatsächlich sein. Ja, da steht ein Gefangener. Nein, jetzt hat Krogi so einen RNG Open World Luck hier oder was? Ja. Scheiße. Und zwar war die Aufgabe Roleplay mit den Gesetzeshütern. Die haben sich selbst befreit. Die haben sich selbst befreit. Da hat Krogi gar nichts gemacht. Ich lasse euch gehen. Nee, also der Punkt gilt für mich nicht. Doch. Da wurde auf jeden Fall nichts befreit. Ich lass euch gehen. Fertig. So, ich hab's gesehen, hab die befreit. Fertig. Was sagt der Chat? Nein, er hat sie nicht aktiv befreit. Ich bin dagegen. Er hat sie nicht aktiv befreit. Ich hab sie nicht aktiv, aber ich hab sie gehen lassen. Aber yes. Und das ist halt genau das, was du eben sagst. Da kann ich mich ja vor eine Polizeizentrale stellen und sagen, Leute, wir können alle gehen. Die Welt ist so lebendig. Oh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, hier ist sehr viel nein. Das RNG lag nicht genutzt. Nein. Okay, ich muss befreien. Da ist ja fast gar keiner. Nee, da sagt gar keiner ja. Da sagt wirklich kaum jemand. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Doch, guck mal, Muitz! Alle auf Muitz! Denzel hat ja auch schon schön über digital gesagt, dass es nicht so gut war. Fand ich auch nicht. Wie habe ich? 2x4, okay. Ist das ein Gesetzeshüter? Auch nicht, ne? Wann kommt denn ein Gesetzeshüter? Ja, du musst hier richtig Stress anfangen, Alter. Wenn der Blaulicht auf dem Kopf hat, Mann. Er schießt einfach mal hier die ganzen Zivilisten und so. Wie kannst du sein Fleisch nehmen? Ja, weißt du was? Der Chat hat auch nochmal klar gemacht, der Vogel sollte zählen. Ja, ich glaube auch. Der Vogel zählte, aber das mit den Gefangenen leider nicht. Genau, du sollst dich auf die Schienen legen, ist der nächste Punkt. Nicht sich selber, ne? Ach so. Er liegt auf den Schienen, liegt auf den Gleisen. Es liegt da, habt ihr gesehen? Punkt habe ich. Hast du es gesehen? Ja. Ja. Hacker. Aber der kann da jetzt ja auch wieder weg. Also, muss man mal gucken, ob der nicht wieder weg ist, ne? Ja, das ist ja verarschen, der lag auf den Schienen. Lag der auf der Schiene? Ich hab das nicht gesehen. Ja. Lag da einer auf der Schiene? Ja. Commander Kräuterbutter. Der muss eigentlich gefesselt da liegen, ne? Ich hab's vorher gesagt, aber das würdet ihr jetzt eh wieder umdefinieren, wie es euch gerade passt. Also für mich hat Krogi den Punkt mit der Schiene auf keinen Fall, aber. Aber ich glaube, der das Chat. Das dreht ihr euch ja eh alles so hin, wie ihr es haben wollt. Am Ende fragen wir aber immer fairerweise den Chat und der sagt gerade ja, wenn ich das mal so kurz überschlagen darf. Ja. Ich glaube auch. Außer Robbing sagt klares Nein, der ist rübergerollt. Nein, hat er. Jetzt sagen ganz viele Nein. Der Maler hat definiert, er muss auf den Schienen liegen, egal wie. Das hast du am Anfang gesagt. So ist es. Ja, aber er muss da liegen bleiben, egal ob dann ein Zug kommt oder nicht. Da musst du nicht drauf warten, aber er liegt dann da halt. Und der liegt jetzt ja ein toter Typ. Das habe ich nie gesagt. Doch. Nein, habe ich nicht. Hast du wirklich? Habe ich nicht gesagt, nee. Hast du doch. Du hast auf die Schienen drauf. Tatsächlich. Ja, aber ist. Habe ich nicht, Fesseln war nicht definiert, schreibt der Chat. Habe ich Fesseln nicht gesagt. Nein, das will ich nicht war gesagt. Tatsächlich nicht gesagt. Aber es ist wirklich hier 50-50 im Chat. Ist halt eigentlich auch klar. Aber gut. Okay, wie kann man, Frage an die Regie, könnte man so ein Vote starten, weil das jetzt wirklich hart ist? Wäre das noch, weil ihr habt ziemlich viele, ja?
Dann frag doch gerne mal. Aber dann solltet ihr auch zurückspulen und genau hören, was Walle gesagt hat, weil mit Fassen hat er wirklich nichts gesagt. Das muss man schon fairerweise sagen. Ja, das ist doch klar, wie Punkt, wahrscheinlich ja ist denn das, dass du sonst jemand, wie sitzen, sonst jemand auf die Schienen legen? Du hast ihn doch nicht auf die Schienen gelegt. Schubsen hast du gesagt, nein, natürlich. Schubsen habe ich nicht gesagt. Schubsen habe ich auf keinen Fall gesagt. Jetzt erfind doch kein Bullshit hier. Doch, wirklich. Du hast die Regeln, also ich verstehe Walle ein bisschen, so hat er sich das nicht gedacht, kann ich mir vorstellen, aber er hat es halt auch nicht richtig definiert. Ja, und deswegen haben wir jetzt ein Vote und in diesem Vote steht in wenigen Sekunden. Ja, die Leute entscheiden das jetzt. Die Leute, ja, die entscheiden und Krogi belästigt Leute. Was für ein Laden ist denn das vor mir eigentlich? Ausrufezeichen Skill ja oder Ausrufezeichen Skill nein? Guck mal, Walle, es ist doch, du hast doch gleich eh den Punkt. Guck mal, Walle. Gillian-Punkte. Ja, aber darauf kommst du jetzt an, wenn du noch einen Punkt machst, dann hab ich den Punkt nicht. Ja, aber die Zeit ist doch sofort vorbei. Die lassen sich. Jetzt wird's ja gerade spannend. Wird er noch sauer oder nicht? Ist er noch sauer? Der ist überhaupt nicht sauer. Der ist jetzt sein Freund geworden, weil du mit dem gekuschelt hast. Naja, sauer hat ja auch nicht gegolten. Nein, da war keiner sauer. Warte mal, hast du 5 Punkte? Ja, klar. Bist du noch ganz dicht? Hattest du nicht nur 4? Hast du auch? Nee, Walle hatte 6. Ich glaube, ich hatte 6. Walle hatte 6. Aber Walle ist richtig pisst. So viele? Ich weiß gar nicht, warum. Er führt. Also eigentlich müsstest du dich jetzt wieder entspannen. Walle führt mit 6. Und immer ganz ehrlich, das sind so viele Tasten bei Red Dead Redemption, das kriege ich nie im Leben hin. Ja, das ist wirklich richtig krass. Können wir einmal nochmal auflösen? El Voto? Ja, können wir machen. Das wäre nochmal. Nein, 61% sagen das von da bin ich allerdings enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich akzeptiere das. Bin ich aber enttäuscht, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen, aber ist auch ein bisschen schmutzig. Weil auf die Schiene bringen ist doch egal, wenn er auf der Schiene liegt, dann liegt er auf der Schiene. Das muss ich schon fairerweise sagen. So war es für mich logisch, aber das sind die Leute, die das Spiel vielleicht auch dann oft spielen. Ja. Ja. Punkt. Komm, Dennis, mach du. Ja, genau. Walle, du musst einrichten. Nimm noch. Walle, jetzt komm her, Alter. Spiel das Spiel. Achso, musst du erst ran, ne? Ja, also ich muss eigentlich nur laden, das hättest du wahrscheinlich auch hingekriegt, aber schneller geht das, wenn ich das hier kurz. Ah, so. Können wir ein kühles Getränk für Walle kriegen? Ja, müssen wir. Der braucht was. Chat hat entschieden und so ist es, Leute. Wenn der Chat das so will, das aber den Matchpunkt habe ich anscheinend, sagt der Chat. Scheiße, habt ihr schon wieder mit Maus gespielt? Habe ich einen Matchpunkt bekommen? Wo ist denn der Match? Bestimmt habe ich den Match. Keine Ahnung, ich kann es auch nicht lesen. Habe ich einen Matchpunkt bekommen? Weiß ich nicht. Aber Match habe ich immer geschoben. Schwierig, ich habe keine Ahnung. Das mit dem Jagen, 3 Sterne per Hau-Up, Grillen an einem Feuer, da brauche ich Fleisch für. Warte, das kriege ich vielleicht hin. Da mache ich Doppelpunkt. Rasieren. Nee. Wieso soll ich mich rasieren? Was ist das denn? Fängt das immer so an? Ne? Ja, aber wir haben gesagt, wir starten auf dem Pferd. Aber was ich gesagt habe, wird mir jetzt ja eher wieder umgedreht. Ey, Walle. Walle, das ist jetzt nicht mehr. Es war nur, als du angefangen hast, weil du der Chef bist. In der nächsten Runde bin ich der böse ist. Warte, ach, das geht schon los. Nee. Darf ich einmal ganz kurz, weil ich habe nur den ersten Teil gespielt und der erste Teil war, keine Ahnung, auf der Xbox 360. Die machen ja gar nichts, die Tasten hier. Ja, was willst du denn machen? Erstmal alle Tasten ausprobieren. Okay, wenn ich gedrückt halte, was ist das denn hier? Kaugummi? Nee. Seht ihr, was ich meine? Das ist verrückt, was alles gibt. Also ich finde auch, du musst eigentlich nur das mit dem Menü wissen, ne, wo du es auswählst, links oben da, R1. Und Pferdpfeifen ist wichtig. Was ist das? Pfeil nach oben. Pferdpfeifen habe ich, ja. Ja, und ich glaube, mehr ergibt sich dann. Der Rest ist eigentlich ja GTA-Steuerung, ne? Wieso rennt der jetzt? Ja, sehr ähnlich, weil du im Lager bist, der rennt normalerweise, du machst das schon richtig. Okay. Welches ist mein? Ist mir egal, das hier ist mein Pferd. Ne? Ja, das ist dein. Das ist nicht egal, weil das ist wesentlich schneller als. Weil du kriegst ja viele Herzen übrigens. Ja, ich weiß, das ist sehr nett. Ja, das ist aber. Ein Herz kann einen auch nicht immer wieder glücklich machen. Komm, ey! So läuft das Herzen-Game. Ich war halt beim nicht. Let's Play von dem Spiel dabei? Erzähl nix. Aber wie lang ging das? 3 Folgen? Wahrscheinlich. So, komm. Ja, lass uns mal reinzählen und dann geht's hier weiter. Okay, jetzt werde ich auch mit Herzen überrannt. Jetzt, ja, also, weil alles cool ist. Das hier ist nun mal ein bisschen Battle, das ist normal. So, jetzt chill und weiter einzählen. Dennis ist dran. Ja, zählt mich gerne ein, weil dann gebe ich dem Pferd die Spawn. Komm, Walle. Ja. Wie, ja, jetzt muss ich ja. Ja, haben wir gerade gesagt. 3, 2, 1. Scheiße. So, Dennis, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Der Pferd, lauf los, du. Ich will's wissen. Wie sehe ich die Karte? Ich will wissen, was du jetzt hier machst. Karte. Wo bin ich? Da. Wo ist das Ziel? Da. Wo ist das Kino? Ich setze mich einfach ins Kino und meinen Punkt und bin froh. Ja, das ist auch ein richtig guter Punkt tatsächlich.
Aber ja, wieso ist das Kino nicht hier? Saloon. Okay. Auch gut, Punkt. Auch easy gut. Punkt. Auch gut. Guck mal, wie smart. Der Anfang ist noch smart. Jetzt geht's bergab. So. Oh, shit. Alter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie oft kann ich die Sporen geben, bis das Pferd umfällt? Wo ist da die Leiste? Was ist denn das? Ah, der Blitz, ne? Ja, genau. Wenn das, dieser Balken weg ist, dann solltest du aufhören. Okay. Er schießt einen Vogel. Blablabla. Sehr gut. Oder? Den haben wir sogar liegen gesehen. Ja, ja. Den habt ihr liegen gesehen, ganz Point. Genau. Heute der für den Fall. Von hinten! Oh, Horse on Horse. Sehr gut. Oh, ich liebe diese Pferde-Rackdolls. Ja, das ist richtig gut. Oh, ein sehr guter Pick, ey. Das Spiel ist Hammer. Das muss man auch mal sagen. Ist schon richtig geil. Ja! Oh, ich würde so gern, aber nein, ich verkneif's mir. Ich habe auch die Zeit. Was kann ich hier jagen? Hier ist ein Jagdzeichen. Ah, warte, gib mir mein Fleisch, du Truthahn. Ah, nice. Ich geh da ganz locker hin, weil ich bin Johnny. Nice. Häuten. Oh, sehr gut. Häuten. Gibt es Fleisch, richtig? Heute denn jetzt hier so? Alter. Oh, Denzel. Digi. Ja, oder sich das Sahnestück einfach aber und den Rest weg. Aber da, wo war das früher? So war das. Da nur war das so viel Filet. Wow. Nur das Filet. Yep. So, okay, pass auf. Jetzt reiten wir. Habe ich nicht schon 2 Punkte? Wieso irritiert ihr mich mit der falschen Punktanzahl hier auf der Tafel? Ich habe einen Pferdeunfall gemacht und ich habe einen Vogel getötet. Ja, ja, das sind 2, genau. So, ich reite in die Stiddy. Ich schieße einen Vogel, genau. Dritte Reihe von links, Mitte. Aber die Frage ist, ob die Stiddy überhaupt so schlau war. Ich will es nur reinwerfen. Ist das keine gute... Ach so, habe ich jetzt den Krugi, habe ich schon alle Hillbillies auf der Gegenseite, oder was? Nee, nee, das ist der gleiche Speicherstand wieder neu geladen. Wieso sollte das nicht smart sein? Kann ich mir jetzt gar nicht denken. Ja, nee, ich sage auch einfach nichts mehr. Das ist wahrscheinlich Trolling, aber ich kann dir da nicht helfen, weil ich keinen Plan habe. Ja. Also, ich kann dir da nichts zu sagen. Auf jeden Fall machst du gerade einen guten Job und du hast auf jeden Fall den schnellstmöglichen golden Punkt geholt in dieser Runde. Zeig ab, du! Sehr gut, zack. Und Alter, Bushing. Hab ich gespart durchs Tor zu Bushing. Das wäre eine coole Aufgabe gewesen. Ich hatte tatsächlich noch ein paar andere vorher drin, sowas wie Fall möglichst dumm hin. Aber das habe ich wieder rausgenommen, weil ich dachte, das wird ein Definitionswirrwarr. Ja, ja. Naja, die Problematik ist halt, wenn man die Spielemechanik nicht so kennt. Den Punkt habe ich auch. Dann, weil ja. Den Ball auch hatte eben, ne? Den einfach ins Buch gucken, ja, ja. Ja, genau. Ah. Steht nicht auf der Liste, aber einen Punkt hast du grundsätzlich, wenn er stehen würde. Kann ich also, überhaupt eine Stegerei anfangen? Ja, ich wundere mich auch gerade, weil in Valentine hat das geklappt, aber das ist irgendwie so ein Peak Feiner Saloon wieder. Ja, die wie sehe ich denn meine Faust aus? Achso, mit LT kannst du Leute sozusagen ansprechen, dann kommt rechts unten so ein Menü, da kannst du sie mit X grüßen und manchmal kannst du sie auch beleidigen, aber du kannst versuchen, ja, eigentlich kannst du sie einfach hauen mit B, versuch das mal. Ja, den kannst du verärgern mit B, genau. Und den kannst du dann provozieren. Das wird eine schöne Schlägerei, Denzel. Lass mir dir ein bisschen zuhören. Oh, das wird schön. Ja, das ist ein Ball. Dropkick von hinten. So, ich lauf lieber weg. Ich lauf rein, Schlägerei aktiviert und ich gehe weiter. Der Punkt ist mein. Das stimmt. Und ich bin auch froh, dass noch jemand draufgeschlagen hat, weil sonst wäre es wieder Definitionsblabla gewesen, weil eine Saloon-Schlägerei ist für mich, wenn sich da Leute einfach einmischen und mitprügeln. Und nicht einfach nur jemanden schlagen, weil das könntest du ja überall auf der Welt machen. Wofür geht man in den Saloon? So, wofür macht man das? So, warte, jetzt springt er von selber? Jawohl! Was kann man denn noch für Punkte machen? 2 Punkte für Denzel. 3, du. Ja, zusätzlich. 2 zusätzlich? Hast du nicht auch einen Horse gesaftet? Gute Idee. Wo ist noch ein Horse? Nee, das ist doch ein geklautes Pferd. Ist das ein neues Horse? Ist das ein neues Horse? Habe ich ein Horse gesehen? Ich hab's nicht mehr gekriegt. Das ist Accidental Grand Theft Horse. Nee, ich glaube, das ist deins. Ah ja, okay. Ja, das ist dein Steiny Horse. Soll ich die Frauen verärgern? Guck mal, er sieht aus wie... Nee, ist auch eine Frau. Das Pferd, das ist ein bisschen lustig herangegangen. Es hat fast schnabulieren wollen. Aber die Frage ist, wenn du... Ah, nee, muss Dennis selber für sich verteidigen. Ich sag nichts. Das wäre zu... Fettes Vogelfleisch. Yes. Kochen.
Wer kriegt das sogar hin? Den Punkt hast du. Und du hast noch sehr viel Zeit. Er hat noch 10 Minuten. Ich krieg diesen Punkt schon wieder nicht. Sehr viel Zeit. Puh, ich weiß nicht, ob ich mich da noch zusammenreiße. Grille an einem Feuer. Hab ich auch. Ja, ja, den Punkt hast du. Ja, und Grille Fleisch. Nein, das ist ein Punkt. Na gut. Und Grille an ein Feuer und Grille Fleisch. Einmal bitte Halloumi-Käse und einmal noch Fleisch. Ginge das? So. Habe ich jetzt sowas wie ein Feuerzeug? Nee. Wie du Feuer legst, du, keine Ahnung. Nee, im Ernst, da krieg ich keinen Tipp? Ich hätte auch nicht gewusst, wie es geht. Was? Aber es geht. Ja, es aber ist mir einfach versehentlich passiert. Wie soll ich denn Feuer legen? Hier, okay, ich geb dir einen Tipp. Manchmal hängen so Lampen irgendwo rum. Petroleumlampen oder wie das heißt. Easy. Also im Dunkeln soll ich Feuer legen und dann baue ich mir vorne eine Lampe, damit ich was sehe. Genau, vielleicht hast du sogar eine dabei, das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Das ist jetzt kein Schwachsinn, sondern ich weiß es wirklich einfach nicht. Aber viel hängen die auch an so Häusern oder Innenhäusern und die sind auch oft tagsüber beleuchtet. Krieg ich auch einen Punkt, wenn ich gleich zwei Pferde auf einmal stehle? Ja, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Okay, im Endeffekt ich hast habe du zwei Pferde gestohlen. Pferde gestohlen, ja. Ein Punkt, ja. Grand Theft Horse ist also erledigt. Was soll ich denn zu dem Feuergarten noch sagen? Achso, ja, ein bisschen habe ich da natürlich auch gedacht, dass ihr einfach einen gesunden Menschenverstand habt und drauf kommt, dass das im 18. Jahrhundert, dass es da keine Elektrizität, so, oder es gab schon, aber wurde nicht viel benutzt. Die Leute auf dem Land haben da noch Petroleumlampen. Habt ihr Lampen? Denzel, du Pfeife, da hättest du ruhig mal drauf kommen können. Oh, ich hab hat das noch gelebt? Was war das? Weiß ich nicht, ein Tier. Ein Kind. Ein Kind, nein, hau ab! Du hast ein Kind umgefahren. Alter Schwede, das hat richtig gepuncht. Was kann man noch machen? Wollte ich nicht in die City? Wo ist das Kino? Oh, guck mal, Pferdesicht. Ja. Geil. Schubse jemanden in den Matsch. Das ist nicht die First Person, sondern die First Horse. Ja, den Punkt kriegt ja irgendwie niemand. Schubse jemanden in den Matsch, ey. Ja, hier ist halt Dreck, Leute. Das ist damit gemeint. Hätte ich mal Dreck geschrieben. Scheiße, ey. Wie ist das Waffenrad? Da. Jetzt musst du ihn noch irgendwie schubsen. Ich raub ihn erstmal aus. Das ist eine gute Idee. So jemanden auszurauben ist auch viel cooler tatsächlich. Oh, das sind Zeugen, aber das ist ja gerade eigentlich scheißegal. So. Plündern. Der Typ wird jetzt ausgeraubt, das dürfte gleich Incoming Point sein. Das ist, okay, jetzt verstehe ich auch wirklich. So. Jetzt. Okay, ich muss auch merken, für meine Games zukünftig, man muss noch mehr erklären. Ja. Weil das ist einfach nicht verständlich. Na, ich dachte auch, du stellst halt noch Steuerungsfragen und du hast dann einfach angefangen und die Steuerung in deinem Run. Hey Dennis, richtig gut, weiter so, bleib dran, Mensch, Dennis, das ist richtig gut, Mensch, geil. Also, oh shit, da war ein Baum. Das war nicht, oh scheiße, muss ich nochmal. Ich hab gerade, irgendwie war ich nicht aufgepasst, das war mega dumm. Jetzt kommt die Gesetzes. Ja, aber du hast da halt echt noch ein bisschen Zeit, ne? Du hast echt noch 6 Minuten. Ohne Scheiß. Ich bin richtig, aber. Pure Anarchie bei Red Dead. Pure Anarchie. We gotta hurry. Let's get to work. Wenn ich einen Punkt habe, ich dann gewonnen? Naja, du hast jetzt jemanden auf dem Pferd mitgenommen, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Das meine ich auch. Es gibt 3 verschiedene Methoden quasi, wie man jemanden mitnehmen kann. Und okay. Denzel hat eine davon gemacht. Und die lege ich jetzt auf die Schiene? Ey, wieso hab ich denn für alles so lange gebraucht? Wo ist denn die verdammt? Ich hab doch auf der Karte hier gerade die Schienen gesehen! Ach so, ich lobe falsch. Da sind sie! Kannst ja auch eine Markierung setzen. Leise! Markierung ist was für Dullis. Ja, du hast ja jetzt schon 6 Punkte. Och Mann, den Punkt bei dem eigenen Game nicht geholt. Balle! Come on! So, wir sind ja auf Rhodos bei Griechenland. Boah, Dennis, ey, das war jetzt aber lame. Was soll das jetzt hier, Kindergarten-Scheiße? Skill Arena heißt es, nicht Lully Arena. Komm schon! Come on, man! Sehr gut. Oh, und ganz locker gehen wir. Was können wir noch für einen Punkt holen? Ah, okay, schubst jemanden in den Matsch, ist eigentlich auch easy. Guck mal, ich drück die Taste. Denzel, dir zuzusehen ist irgendwie spannend, schreiben die Leute. Und zack, ich habe halt den ersten Teil gespielt, deswegen bin ich nicht ganz. Na, der liegt doch so. Ja, der liegt auch gleich. Der liegt genauso wie so meiner. Hat man eben das auch im Wilden Westen gemacht. Genau. Und im ersten Teil hast du nämlich für das Legen einer Nonne auf die Schiene auch ein Achievement gekriegt. Ja. Meiner lag halt eben auch so. Hey, Buddy. Und der ist halt nur aufgestanden. In und es war Match ja auch mit dir. Aber er lag im Prinzip genauso. Wollte ich nochmal sagen. Ja,
Das habe ich auch gesehen, aber... Habe ich den ganzen Matsch geschubst? Was ich zumindest gesagt habe, ich habe gefesselt nicht gesagt, aber in der Erklärung davor habe ich gesagt, du musst nicht auf den Zug warten, aber er muss da liegen bleiben. Kann sein, dass du es gesagt hast. Das hat er gesagt, das stimmt, das stimmt. Aber dann musst du natürlich wissen, wie es geht. Es ist auch scheißegal, weil der Chat aber das hättest du mich ja dann wieder fragen können. Okay, ja, alles klar. Easy. Kann man auch schnell rasen. Aber passt ja, Dennis ruht hier und deswegen bist du alles easy. Ja, eben, Dennis hat den Punkt jetzt schon. Ist doch kein Problem. Wieso, aber ich brauche doch noch das Torverhältnis, oder nicht? Wo ist der Schnee? Hier im Norden? Das stimmt, Torverhältnis. Das war schon 7 Punkte, Alter, du kannst chillen. Chillen? Du kannst chillen. Ja, dann reich mir die Bong. Du kannst ins Kino und Bong rauchen. Ja, nee, das weiß ich nicht. Das ist ja wahrscheinlich, wo ist das Kino? Was habt ihr gesagt? In Valentine? Oder war das ein Gag? Das ist gar keine Valentine. Oh, es gibt einen Valentine. Es gibt einen Valentine, ja. Und ich glaube, da ist wirklich ein Kino, ehrlich gesagt. Hier ist eine Aufführung. Vor Vape-Nation-Emotes kommen in Chat. Gemischtwarenladen, Stall, Hotel, Schlachter, Büchsenmacher, Arzt. Ja, da gibt's kein da Kino. Da gibt's kein Kino. Wo gibt's Kino? Ja, aber dann müsste ich doch 7 Punkte haben. Doch, du hast auch jemanden ausgeraubt, tatsächlich. Hast du den Punkt schon bekommen? Was ist das hier? Was kann ich denn noch Cooles machen? Ganz Schrapper. Genau, zweite Reihe ganz rechts. Den Punkt hast du auch. Wo ist denn der Schnee? Ist der hier oben? Kann ich hier? Pass auf, ich reise jetzt ganz weit in den Norden. Und zwar zum Zeitungsverkäufer. Wie geht das schnell? In 2 Minuten 50 willst du das machen? Ja, schnell, geht nicht schnell reisen? Geht nicht bei dem Spiel, ne? Ich glaube, es geht nicht. Doch, es gibt. Also, du kannst mit dem Zug halt fahren. Nee, Schubse Matsch hat niemand gekriegt. Ich denke, das auch nicht. Lass, ich hab das ja wohl gekriegt. Ja, aber dann hätte ich den ja auch kriegen müssen, den Punkt. Ja, hast du das nicht gemacht? Nee, Walle hat am Ende doch jemanden noch in den Matsch geschickt. Nee, aber hat Walle ja gesagt, dass, das wäre es nicht gewesen. Ja, aber am Anfang habe ich ja jemanden in den Matsch geschickt. Ja, aber was Walle gesagt aber hat, das haben wir doch entschieden, das ist egal. Ja, aber da hätte ich ja auch einen Punkt für den Matsch kriegen müssen. Ja, aber du hast ja nicht geschubst. Ja, natürlich, ich bin auch niemand reingelaufen. Ach so, ja, nee, dann hast du es geholt. Ja, nee, ich dachte, du hast du nicht guck gesagt... Guck mal, die ist gefangen, ich befreie sie. Wo ist sie gefangen? Die ist da angekettet, siehst du das nicht? Ah, ja, du hast recht. Aber es ist auch alles kackegal. Denzel macht gerade die Punkte, von daher ist es scheißegal. Und ich bin auch ganz froh, dass Denzel die abholt. Ich glaube, die war nicht gefangen. Ja, die war safe nicht gefangen. So, ja, ich habe das nur einfach übersprungen, weil sie gefangen war. Ich will sie eigentlich nur in den Dreck schmeißen. Habt ihr das gerade eine Mission gestartet? Ja, ich glaube auch, aber weil... Mir, da ist ja die Taste für geh mir nicht auf die Eier. Die waren nicht gefesselt, sagt der Chat. Ich glaube auch nicht. Alter, komm raus, du Frau! Lass mich da. Frau. Hey! Finde die Spur. Nein! Kletter da hoch, du! Das geht nicht, weil sie eine Missionstante ist. Am Ende der Story gibt's ein Kino, Denzel. Am Ende der Story gibt's ein Kino. Ach komm, das ist die falsche Taste. Wo ist mein Pferd? Es ist nicht sicher, jetzt nach deinem Pferd zu pfeifen. Nein, natürlich nicht, weil warum auch? Scheiße, ich habe eine Mission gestartet. Ich darf jetzt wirklich nicht pfeifen. Aber ist auch scheißegal, weil... Was soll ich in einer Minute noch machen? Das Spiel kurz durchspielen oder was? Komm, wir angeln. Die war nur in Denzels schmutziger Fantasie gefesselt. Oh, diese Vorstellung finde ich schön. Reicht das? Nee, das ist eine schöne Vorstellung. Hopp. Wofür soll das reichen? Für den Punkt. Für welchen Punkt? Fesseln eine Frau oder so. Wo hast du die denn gefesselt? In meiner Fantasie. Ist das eine Schlange? Guck mal. Ist eine Schlange. Ist das eine Schlange denn? Ja, Mann. Guck mal. Kann ich die grab? Hoffentlich. Hoffentlich beißt sie dich. Wieso kann ich mit der Schlange nichts machen? Was jetzt? Ist die Mission gescheitert. Ein bisschen doof, dass du eine gestartet hast. Ja, sorry, aber ich habe ja die Punkte eh schon und dachte, ich kann die Frau fesseln. Du kriegst nur noch einen Punkt dazu. Deswegen, also ich kann jetzt die Mission abbrechen. Und mal versuchen, jemanden direkt zu schubsen. Machen. Du hast noch 16 Sekunden. Raube jemanden aus, Regie, hatte Denzel auch. Zweite Reihe ganz recht. Das stimmt tatsächlich. Weil Denzel hat jemanden gefesselt und dann da ist dabei gegangen. Kann ich von meinem eigenen Pferd getreten werden, wenn ich ihm jetzt den Finger in den Po stecke? Hier, wo ist der, die Taste für Finger in den... Oh. Und da ist die Runde vorbei. Bamsi Bamsen. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6... Du hast 8 Punkte. Damit 2 Punkte mehr als Walle. Und damit... Ich weiß nicht, wie viel ich hatte. Auf jeden Fall auch mehr als ich. Glückwunsch, Dennis. Dankeschön. Willst du feiern? Ja, was, feiern? Willst du da, guck mal, hier bist du am Winken und so. Guck mal, Robo-Dance bei Dennis. Alter, wie das abgeht. Ja, krass. Digga! Ja,
Danke für. Ey, feier das mal. Ja, nur ab. Ich hab mich. Ja. Go West. Life is peaceful there. Das Kobi, go das West. Das Song würde wirklich gut passen. Da, de. Ey, so langsam kriege ich auch echt Hunger. Weil, ich meine, ich hab das geplant. Wir haben gesagt, wir machen bis 23 Uhr und mein Magen ist komplett darauf eingestellt, dass wir um 23 Uhr eine Pizza kriegen. Jetzt ist 20 Minuten vor 23 Uhr und keine Pizza in nur entfernter Sicht. Go West. Meine Nerven sind. Weißt du, was ich höre? Den Punktestand, genau. Die Patcher Boys. 0-1-1. Und Dennis hat noch ein Spiel im Ärmel sozusagen. Ah, jetzt bin ich dran. Kannst ja mal starten. Ja, okay, pass auf. Dann macht ihr jetzt kurz Witze und ich starte das Spiel. Okay. Walle, treffen sich zwei Rosinen, ja? Fragt die eine Rosine die andere, warum hast du nur einen Helm auf? Mhm. Sagt sie, ich bin auf dem Weg in den Stollen. Ja. irre. Fantastischer Gag. Wir machen eine kurze Werbung, würde ich sagen, um uns alle kurz ein bisschen abzuregen. Dann kann Renzel auch in Ruhe vorbereiten. Wir brauchen, glaube ich, alle ein Verschnaufpäuschen. Von daher, ach, da ist ja die Kamera. Bis gleich nach der Werbung, liebe Leute. Schönen guten Tag, jetzt sitze ich hier auf dem Platz und erzähle euch was. Und zwar spielen wir jetzt ein anderes Spiel. Und Hi, Leute, übrigens, willkommen zurück aus der Werbung. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Skyrim. Wir zocken Skyrim. Oh. Und da sind wir auch schon. Ihr seht das Ganze. Ihr steht mitten in, wie heißt es, irgendwas mit Weißschimmel, Weißhaupt. Weißlauf. Weiße Tante. Ja. Krieg ich dafür schon einen Punkt? Weißhaupt. Du kriegst einen halben Punkt. Merkt ihr das? Genau. Und zwar sind wir hier mitten in Weißlauf. Ihr kennt Weißlauf. Ihr könnt, wenn ihr auf Select, ich zeige euch das jetzt auf dem Pad. Mhm. Nee, ehrlich gesagt habe ich es auch auf der Tastatur vorbereitet, oder? Doch, ist egal. Genau, wenn ihr. Mhm. Nee, warte, wo habe ich das vorbereitet? Nee, ich habe es auch auf dem Pad vorbereitet. Hallo? Hallo, genau. Jemand zu Hause, McFly? Warte mal, bin ich dumm? Soll ich dir Skyrim kurz erklären? Ja, warte, das eine Hilfe? Wo ist denn nochmal das Menü? Ja, weil ich habe zu Hause kein. Guck mal, das ist anders bei den neuen Xbox-Pads. Wie komme ich auf die Karte? Also, wo dieses Kreuz ist, weiter? Wie komme ich Select. Ja, das geht nicht. Ah, nee, das ist Warten, stimmt. B. Ah, ja, stimmt, genau. Okay, pass auf. Also, ich fang mal vorne an. Genau. Ist das die Erklärung? Geil. Okay, ja. Ihr seid mitten in Weißhaupt, das ist ungefähr auch die Mitte der Karte. Es ist für euch alles freigeschaltet hier. Ja. Ihr könnt überall hin, wo ihr wollt, aber ich habe das so designt, dass ihr eigentlich alles, sagen wir, 90% in Weißhaupt erledigen könnt. Cool. Ihr müsst nicht überall hinreisen, quick, dann haben wir die ganze Safe. Ihr könnt 90% der Sachen in Weißhaupt erleben und 100% in unmittelbarer Weißhauptnähe. Okay, cool. Ja, ihr müsst eigentlich nicht fast traveln. Ihr macht alles mit Weißhaupt. Hört sich ein bisschen scheiße an, ich weiß. Weißlauf. Weißlauf. Du wusstest die ganze Zeit. Ja, ich hab's auch einmal gesagt. Ja, aber wir hören doch nicht auf dich, das weißt du. Ja, stimmt, scheiße. Wollen wir auf die Punkte gehen? Die würde ich einmal kurz durchgehen. Ja, sehr gerne. War das deine Steuerungserklärung eigentlich gerade? Hast du Skyrim nicht gespielt? Ich habe einen 24-Stunden-Let's Play auf dem Sender gemacht, aber das ist 100 Jahre her. Ja, ja, du kannst doch, wenn du gleich da sitzt, nochmal fragen, okay, wie geht das, ganz wie geht ehrlich, das? Ich habe das vor 2 Wochen vorbereitet. Okay, ich habe es auch schon vergessen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich nicht mehr musste, wie ich auf die Karte beziehungsweise auf mein Der Jahren Pad. Von Einlauf. Ja. Du bist das Oberwürstchen der Woche. Das war die schlechteste Show, die ich jemals gesehen habe. Soll ich dir von meiner Freundin auch sagen? Wen hat er von uns benachrichtigt? Ja, dich natürlich. Ach nee. Willst du mal hören? Nee, ne? Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Du bist das Oberwürstchen der Woche. Das war die schlechteste Show, die ich jemals gesehen habe. Soll ich dir von meiner Freundin auch sagen? Ist okay. Ja. Aber jetzt kommen die Punkte. Und zwar würde ich da gerne einmal kurz draufschauen. Die sind relativ easy to learn, hard to achieve. Lies ein Buch vor. Möchte ich, dass ihr es laut tut. Das ganze Buch. Okay. Das ganze? Ja. Okay. Töte einen Drachen. Relativ. Ja, easy. High. Is that? Understood? Ja, ja, ja. Swear to do. Ich hab euch aber, ihr habt kein Shit in der Tasche. Wir haben nichts dabei. Wir haben keinen Shit dabei. Ihr habt kein Shit dabei, ihr habt gute Sachen dabei. So. Ihr seid cool ausgerüstet. Ihr habt ganz gute Sachen dabei, fünf Sachen. Ja, und, also das geht schon, das geht schon. Okay, okay. Was ihr noch in der Tasche habt, ist, das ist wichtig, nur einen Dietrich. Oh, das ist nur fies. Einen Dietrich. Oh, das heißt, man kann auch nicht üben. Nein, würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Ah, ich erinnere noch, wie das ging, aber das war schwer. Okay, ja, weiter. Okay. Das muss man eigentlich wissen, was man. Gerber ein Tierfell, relativ easy. Tierfell holen, Gerben beim Gerbermeister. Wie heißen die Jägertypen? Mhm. Sammle 20 Pflanzen, easy. Töte 3 Hühner, easy. Fange einen Schmetterling, easy. Fange ein Schmetterling, wird sich verarschen, wie soll das gehen? Das ist doch nicht easy. Fange ein Schmetterling. Ja. Jetzt kann ich nur in der Schneewelt oder was? Wird sich verarschen.
wenn ihr euch so wundert, ist es nur eh drücken. Und da fliegen in Skyrim überall Schmetterlinge rum. Ja, okay. Okay. In dem Spiel kannst du kämpfen und Schmetterlinge fangen. Ist mit Pfeil ins Knie gemeint, dass der den Spruch auch sagen muss? Nein. Nein. Okay. Gut. Springe in den Tod. Loote 100 Gold. Aha. Ich glaube, ich habe das so gemacht, dass ihr auch nur ein Gold habt. Oh, warte, ich muss es nochmal überprüfen. Kann ja auch gar keinen Dietrich kaufen. Richtig. Das ist ja scheiße. Aber wo war das jetzt nochmal mit dem? B. B, ja, genau. Und dann da, genau. Kein Shit in der Tasche. Traurig. Wo steht das Gold? Ach, das siehst du denn beim Händler. Keine Ahnung, wo ist das? Nein, das siehst du da unten irgendwo. Unten. Ein Gold, genau. Guck mal, wie krass ich bin. Ich habe das alles genau krass gemacht. Ja. Okay, pass auf. Wollen wir nochmal auf die Tafel gucken? Das geht ratzfatz. Loote 100 Gold. Wir sind in der zweiten Reihe. Mampf einen Pilz. Gib einem Bettler Gold. Die laufen da rum. Na, easy. Habt ihr ein Gold? Knack ein Schloss. Topf auf den Kopf. Ah, ja. Das ist, wenn ihr dazu kommt, da müsst ihr, glaube ich, die A-Taste gedrückt halten über einem Objekt, dann nehmt ihr es. Bei Skyrim kannst du Objekte manipulieren und hochnehmen. Ja. Nicht einfach nur direkt nehmen, sondern nimmst sie und dann sind sie vor dir. A gedrückt halten ist die Taste, ist der Trick. Fang einen Fisch. Easy. Geh einfach zum Wasser. Fang einen Fisch. Habe ich gerade vorgelesen? Ist das lang? Kannst du noch mal? Ich habe noch eine Frage zu Fang einen Fisch. Okay. Fliegen die? Nein, alles gut. Nein. Also im Wasser, ich brauche die nicht angeln, ich nehme die einfach aus dem Wasser raus. Genau. Wie Schmetterling. Ja. Okay. Verprügel einen Banditen mit Fäusten. Baue etwas am Alchemietisch. Braue steht da. Braue etwas am Alchemietisch. Setz dich hin, koch was Leckeres, schlafe. Level 1 Skill up. Level 1 Skill up. Erfolgreicher Taschendiebstahl. Lass dich anflirten und finde einen Seelenstein. Ich liebe die Formulierung. Ja, ich habe sie relativ kurz, aber trotzdem verständlich, glaube ich, formuliert. Und ich hoffe, dass es hier nicht so Diskussionen gibt. Aber ich freue mich trotzdem drauf, falls es welche gibt. Und dann prügeln wir uns. Ich würde sagen, ich fange dann gleich an. Und ich zeige euch, wie das geht. Du hast Geh ins Gefängnis nicht erklärt, übrigens. Nur, dass da hinter keine Diskussion auftreten. Kannst du eben definieren? Geh ins Gefängnis heißt, du wirst gefangen genommen. Danke. Ja. Und was? Lass dich anflirten. Wie funktioniert das? Das habe ich eben noch nie erlebt. Frage von Walle. Lass dich anflirten ist ein bisschen ein Lucky Ding dabei. Das kann nur passieren, wenn man sich in der Nähe von Frauen aufhält, passiert es mit höherer Wahrscheinlichkeit, als wenn man sich viel mit Schmetterlingen runter. Das ist ja voll unrealistisch. Was ist, wenn ich außerdem dem Fisch ins Knie schieße, Dennis? Okay. Okay, danke. Also, ja, ich würde sagen, ich trinke noch einen Schluck. Ja. Wie schön du chillst, alles. Mann, ich kann mich nicht erinnern, habe ich das mit Tastatur? Das kann übrigens nicht sein, dass dieses Objekt halten A gedrückt halten ist. Nee. Weil springt man nicht mit A oder springt man mit Y? Gag aus dem Chat. Das, probier mal kurz. Mit Y springt man. Dann ist alles gut. Okay. Cool. Dann, man braucht auch nicht den Telekinese-Zauber. Gut. Soll ich drunter zählen? Ja, ja, mach mal. Kannst du machen. Okay, dann kannst du dein Glück in 3, 2, 1 versuchen. Du es. Okay. Oh, schlecht. Okay, schlechter Start. Okay. Was soll ich bin aufgeregt. Schlechter. Alter, wie du zappelst. Was ist los? Ich bin aufgeregt. Oh, voll den okay, pass auf. Bist du ein Katzenmann? Machen wir als erstes. Bist du ein Katzenmann? Ich bin. Weiß bist ich du ein Khajiit? Halt's Maul, ich höre nicht. Bist du ein Khajiit? So, ich benutze das Gap-Gestell, aber wir haben. Was machst du? Das muss ich mir alles merken. Mhm. Du gehst da direkt hin. Das war schon Gerben. Hä? Nein. Dennis, war das Gerben? Das war nicht dein Fell? Nee, ich gab mein Fell Gerben. Ich habe ja gesagt, wir haben kein Gerbfell dabei. Ich habe euch nur gezeigt, weil ich so lieb bin. Ach so, dass da das Gerb-Ding ist. Das hast du also selber vercheckt, ich verstehe. Nee, ich habe es nicht selber vercheckt. Ich ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, vielleicht bin ich ja, habe ich es ja vercheckt. Aber ich habe es leider nicht vercheckt. Wir haben wirklich keins dabei. Ah, okay, das heißt, man braucht erst ein Fell. Das war mir jetzt auch gar nicht. Dennis, momentan noch bei 0 Punkten. Das ist vollkommen korrekt. Michael Krugmann, du bist ein Genie. Und damit ist die erste Minute in 10 Sekunden abgelaufen. Die erste Minute und immer noch 0 Punkte. Aber siehst du, wie ich meine Fäuste oben habe? Ja, du bist bereit. Du bist allzeit bereit. Du bist born ready, Alter. Okay, was geht ab? Guck mal, der sucht jetzt hier bestimmt 14 Minuten nach einem Fisch. Starten wir alle bei Dunkelheit. Ich hasse ab. Nee, du kannst sofort warten. Ja? Mit T für Time Wasting? Oder für Select. Select ist auch die Wartetaste, meine ich damit. Okay, werde ich gleich alles rausfinden. Also das, ich sehe die Anspannung in Dennis Gesicht, muss ich sagen. Ja klar, die Zeit läuft. Weil er einfach weiß, die Zeit läuft. So. Was macht er da jetzt? Er nimmt den alten Nordpfeil.
Wo ist dieses Bogending? Da. Und er sucht ein Bogending, genannt Bogen. Bogending! Und nun. Ach, Pfeil ins Knie! Ja, das möchte ich mal genau sehen, aber wirklich ins Knie. Aber sowas von ins Knie. Ja, seht ihr das? Ja, das ist gut. Schön davon, gut gezielt. Applaus, Applaus. Anfängerglück, Dulli-Glück. Aber ist okay. Dankeschön. Kein Problem. Kein Problem. So. Das ist jetzt nicht mehr Red Dead Redemption 2. Das ist Skyrim, Leute. Das Skyrim direkt bei Weißhaupt. Fang einen Fisch! Ich habe einen Bachbarsch hinzugefügt. Ja, hat er gemacht. Bachbarsch aktiviert. Der Bachbarsch ist ready. Born ready, der Bachbarsch. Ein Spring, richtig, du Affe! Ein richtiger Feini, dieser Bachbarsch. Ein richtiges Feini-Tierchen. Keine Reaktion, ice cold. Ice cold, der Wachmann. Oh, hier, guck mal. Ja? Guck mal. Ist das ein Schmetterling? Das ist ein Schmetterling, du. Oh, die fliegen da ja wirklich rum. Wie hässlich sehen die denn aus? Der Bergblume. Der flog, du hast noch, nur eine Bergblume. Ja, Scheiße. Der flog noch weiter. Da ist. Guck mal, du. Ha! Okay. Oh, Mondfalterflügel. Ja. Da steht nicht Schmetterfling. Ja, nicht Schmetterfling steht da. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Deswegen aber extra nicht laut gesagt. Das müsste man mal checken. Ist eine Modde auch ein Smetterling? Nein, tatsächlich nicht, denn die Metamorphose läuft anders ab. Können wir das jemanden fragen, der Hörgeist zweimal im Zoo war und glaubt deswegen er. Ich war zweimal im Zoo und ich weiß, der Unterschied zwischen Krokodil und Alligator. Alligator, ja. Und Kaiman. So, warte, was kann man Kaiman machen? Oh ja, pass auf. Sammle 20 Pflanzen. Tatsächlich, eins. Tatsächlich ist eine Motte aber ein Schmetterling, muss man schon fairerweise sagen. Yeah. Zwei, ja, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Komm, Alter. Kannst du mit der Stimme noch höher gehen, bitte? Bei 14. Immer ganz hoch, bis 20. Ja, 10. Das war schon geht top. Das nicht. 14, 15, 16, 17. Man zählt das nicht. 18, 19, 20. Okay, es waren tatsächlich 20, ja. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, ne? 10 kann er. Nicht sagen. So, pass auf. Oh shit, Mampfenpilz. Schmetterlinge und Motten gehören zu der Art der Tiere. Mhm. So, ich gehe zurück nach Weißhaupt. Warte, wir einfach drauf drücken, dass es schnell reisen wird. Ja, genau. Genau, hast du ja gesehen, das ist ein Vampir gewesen auf dem Bild gerade, falls ihr euch wundert. Ich bin Fan. Böse. Bin Fan, hab Post. So, pass auf. Jetzt gehen wir. Ah, was kann man noch machen? Ach, warte, habe ich nicht ein Tier erledigt? Ach, Scheiße, ich habe kein Tier erledigt. Nee. Du hast lediglich Motten gesammelt. Ich habe Motten gesammelt, das stimmt. Oh, warte, guck mal. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass. Ach, das wird nichts. Kommt drauf an. Das ist noch kein Flass. Kommt drauf an, wie du das definierst. Aber so flirtet man. Ja. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Ich versuche hier, ich suche Booty. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Ja? Schon warte mal, warte mal. Was findest du denn? Warte. Was denn? Dennis, du bist ja ganz aufgeregt. Junge. Jetzt bist du ja ganz abgedreht gerade. Ich war doch irgendwo. Hör dich mal reden. Ist hier nicht. Wisst ihr was? Ich mach das so. Du sprichst in fremden Zungen. Ey, der verschwendet echt viel Zeit. Das gefällt mir richtig gut. Ja, wirklich. 10 Minuten schon weg. Ja. Jetzt wartet der sich auch noch einen Ast. Jetzt warte mir einen Ast. Jetzt ist es morgens. Ah, jetzt kann und jetzt die heiße Ischi. Nee. Jetzt die heiße Ischi klar machen. Morgens. Wie man das macht beim Flirten. Ja, morgens früh funktioniert es immer am besten. Klar, kommt gerade aus dem Club. Ist hier nicht irgendwo eine Kuh? Da steht Dennis. Fresh mit Kaffee. Hier willst du ein Bagel. Ja, das geht direkt mit. Die heiße Ische vor allen Dingen. So richtig geil. Ja, das bestimmt, wenn du erstmal bei. Ah, nein! Ihr habt Verbrechen gegen Himmel. Jetzt kann er in den Knast, Scheiße. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung? Oh, gut, das muss ich mir merken. Ich ergebe mich. Okay, bring mich ins Gefängnis, dann krieg ich den Gefängniseimer. Okay, Punkt für Gefängnis. Warte mal, wieso habe ich denn noch einen? Ja, man kriegt im Gefängnis mehrere Dietriche. Ach so. Ach man, weil genau das dachte ich, weil wenn ihr. Ah, das war mein Plan. Geil, smart gelöst. Wie, was für ein Plan? Mein Plan war, dass wenn man am Anfang den Fehler macht, den ich gerade gemacht habe, dann kommt man ins Gefängnis. Dass man denn kein Dietrich im. Deswegen habe ich euch alleine. Kein Dietrich, nur ein. Ach, du hattest gehofft, dass man einfach nicht da rauskommt. Nein, man kommt ja trotzdem raus, aber ich wollte es dadurch schwieriger machen. Ja, ja, verstehe. 2 Gold! Oha. So, ich habe den Punkt für stehle 2 Gold von einem Banditen im Gefängnis. Ich verstehe nicht, was es dir bringt, jetzt abzuhauen. Aber ein Gefängnis ist super unnötig, oder? Guck mal, die Wege sind ja arschlang. Kannst du da auch schnell reisen? Frag schon Freund.
Wenn du schon nee, man kann nee, indoors nicht schnell reisen. Ja. Ey, der Kerker ist wirklich sauhässlich, muss ich sagen. Ja, und ein bisschen gruselig. Ja, gruselig. Ey, da willst du nicht eingesperrt sein. Nee. Komm mal hier raus, du! Alter, was ist das für ein Fantasy-Kerker? Ist das ein Fantasy-Spiel? Der ist super fantasiereich, dieser Kerker. Pass auf, einen. Was? Ey, aber der kennt doch den Weg, oder? Ja, der wie straight der da durchläuft. Ohne Witz, ey. Naja, es gibt ja nur einen Weg, ne? Ach so. Ist ja leicht zum Ausbrechen. Ich will überhaupt keinen, auf gar keinen Fall einen Kerker. Das ist ja viel zu. Das ist ja ein richtiger Timekiller. Ich will auch generell nicht ins Gefängnis. Ohne Scheiß. Da stelle ich es mir sehr doof vor. Ups, Entschuldigung. Was gibt's noch? Vielleicht wirst du im Knast angeflirtet, Dennis. Das kann sein. Ja, das ist das passiert häufig. Lass die Seife fallen, alles wird gut. Der darf dich wahrscheinlich nicht sehen. Wer klaut er den bestimmt? Mal sehen, wie hoch Taschendiebstahl geskillt ist. 51%. Nein! Aber der ist erfolgreich! Nein! Ich glaube, du wurdest erwischt. Was denkst du, was du da machst? Ich bin der Tane, du! Vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. So. Wir tun so, als hätten wir nichts ja, zu sagen. Was? Okay, gut, das ist so gut, dass du anfängst. Das ist wirklich der... Ach ja. Ich erinnere mich noch an diese Tarnscheiße. So, also, war das jetzt erfolgreich, oder was? Ich ja. guck, wenn ich das Gold noch in der Tasche habe. Ich müsste jetzt 2 Gold in der Tasche haben, um es erfolgreich zu haben. Ich habe 2 Gold in der Tasche. Nee, ich habe 1 Gold... Du hast 2 Gold doch eben gelootet. Ein Gold, 36. Okay, war nicht erfolgreich. Was immer ihr benötigt. Er war nicht erfolgreich. War nicht erfolgreich. Das gefällt mir. Weißt du was? Du hast gerade so richtig schön geguckt, gerade so her. Dummkopf. Das haben wir gut gemacht. Ah, das habe ich auch gedacht. ja, 6 Punkte schon. Ist jetzt aber auch nicht so schlecht. Und jetzt? Ja, er boxt jetzt ein. Schön wie Ochse. Oder ein Ochse, oder? Weißt du, was ist da vor? Macht er. Wo sind meine Waffen? Die haben sie dir abgenommen im Knast. Nein! Was soll das werden? Was für Punkt soll das werden? Weiß ich nicht. Ich hab ja schon Fleisch, ne? Ich weiß nicht, was du da für einen Punkt vorhast, aber ich liebe den Punkt total. Sollst du mehr Zeit investieren in diesen Punkt? Der gefällt mir sehr. Der ist sehr unterhaltsam gewesen, der Punkt. Muss ich sagen. Hey, was soll ich hab ein Bier geklaut. Ich hab ein Bier geklaut. Ich trinke schnell aus, damit die mir das nicht abnehmen können. Sonstiges? Nee. Wo ist B wie Bier? Hat, glaube ich, nicht geklappt. Okay. Du kämpfst mit einer Kuh. Du kämpfst wie eine. Du kämpfst mit einer. Sehr gut. Dennis, lass uns teilhaben an deiner... Ja, was ist dein Plan? An deiner Gedankenwelt. Vor, genau. Ja. Dennis, Gedankenwelt. Was ist da? Was passiert damit? Ich muss einmal ganz kurz... Ich wo sind meine Bier. Verdammten... Du trinkst Bier. Die haben mir alles abgenommen. Wolltest du wirklich mit der Kuh flirten eigentlich? Die haben mir wirklich... Die haben mir alles abgenommen, ja. Okay, dann lese ich jetzt ein Buch vor. Okay. Oh, da können wir uns so freuen. Ah, ja. Kinder, lehnt euch zurück. Ja. Du hast gar nichts vorgetragen übrigens. Ja, ja ich drehe jetzt das Buch vor. Mhm. Wo war das nochmal? Da. Okay. Verbriefter Scharfsinn, notiert von Transparenten. Okay, bringt her den Verliebten Stumm, der seine Geliebte mit Inbrunst begehrt und setzt den Himmel mit allen in Brand, die es wagen, sich gegen uns zu stellen. Jetzt reicht's auch. Denn wir sind es, denen die Nacht gehört und all die ohne uns wirken werden fallen. Wir trinken den Saft der, ich glaube, hier sollte ich aufhören, wessen Saft getrunken wird, aber das Buch ist auch vorbei. Oh, was geht also, hier ab? Da geht nichts ab. Ich bin in Venetors gemischt worden, Warnland. Was geht? Oh, hey. Stirb, du Affe! Alle hassen dich gerade, Dennis. Wie schön du in die Faust, in das Messer mit deiner Faust reingehauen. Okay, shit. shit, das kostet mich viel zu viel Zeit. Ja. Aber es ist ganz gut, wenn ich neu lade. Ja, ja. Weil dann, ich bin ganz stolz auf dich. Anna, wieso der macht mich schon wieder platt? Du bist in einer Zeitschleife gefangen. Denzel, das ist die Und täglich grüßt das Denzel-Tier. Alter, was ist das denn? Okay, da muss ich neu laden, oder? Ja, ja. Da muss ich neu laden. Entscheide okay, selbst. Weg vom Bildschirm. Entscheide selbst. Wieso sind da noch so peinliche Speicherstände? Was?
Der mir gesagt hat, mal weg vom Bild. Ja, ja, genau. Das peinliche Speicherstände. Nackpatch-Speicherstände. Ultra, ja, genau. Ultra geile Ische 3. So, okay. Ja, die Nude-Patch-Speicherstände habe ich da jetzt aber erwartet. Genau. Sexy Khajiit-Mann. Sexy Khajiit. Sexy Khajiit-Mann. Richtig gut. Ich will die Speicherstände nach der Sendung noch sehen. Auf jeden Fall. So, ich bin in Arcadia. Ich brauche etwas, aber alchemietisch. Ja? Ey, das ist doch gar kein Punkt. Du brauchst doch gar nichts. Ich habe keine Sachen. Du hast nichts gebraucht. Genau, das habe ich alles richtig gut vorbereitet. Betrüge uns nicht. Ich habe extra, ich habe mich nur vergessen, weil es so lange her ist. Und ich habe einen Seelenstein gefunden. Das ist jetzt tatsächlich ein Punkt. Ja, das stimmt, ist wirklich ein Punkt. Ja. Und dann nehme ich das Spinnei, den Pilz, dann esse ich den Pilz. Ah ja, Punkt. Blasenpilz. Mam, gegessen, das ist auch ein Pilz, Punkt. Pilz. Auf dem Punkt. Na. Da, oh, er ist schon wieder. Aber wir wissen alle, ich bin der Tane. Oh, vergib mir. Ja, Hustetane. Hustetane. Jawohl. Das ist ja wie im echten Leben, wenn du irgendwie in der Politik bist. So. Ich bin Philipp Amthor, lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin der Sohn vom Bürgermeister. Ja, oder so. Das reicht nicht, brauch noch mehr Kram. Böse, sag sowas. Hau mal ab. Ja, 2,40 denn sind. Noch ein Pilz. Hast du das Scheiße! Hast du es vorbereitet, sag mal? Ja, Mann! Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Noch 2 Minuten, okay. 2 Minuten 30. Fahne mit vorne. Hilfe! Weg ist er. Zack! Auf die Tür! Schön nach oben! Ach shit, wahrscheinlich kann ich nicht schlafen, wenn die böse auf mich sind. Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann springe ich ja. Oh. Oh. Ja. Das geht in den Knast, oder? Hoffentlich. Nee, das geht in den Tod. Das geht in den Tod. Das ist auch gut. Mal sehen, ob die jetzt wieder böse auf mich sind. Das glaube ich nicht, Dennis. Sehr gut. Okay. So, da waren wir hier. Warte mal, was können wir noch machen? Warte mal, kann man nicht... Ah. Was kann ich für meinen Nordverwandten tun? Wir sind nicht verwandt. Doch, du bist der Tane. Ich bekomme direkt wieder Bock auf Skyrim. Das ist echt Dialog. So, warte, kann ich diesen Schwanz gerben, den ich da aufgehoben habe? Ja, Lederstr... Nee, erfordert nicht. Leder, dir fehlt Leder. Ja. Weil das, der Schwanz ist aus Leder. Ja, aber ich glaube, du musst den erst... Da ist gar nichts mit lederigen Schwanz. Du hast gar keinen lederigen Schwanz dabei, du. So, dann gehen wir ins Haus. Ja. No Leder, no Gerb. Dein Haus ist ja scheiße eingerichtet. Bei meinem steht da ein schönes Feuerchen in der Mitte. Schlafen! Ist das Punkt für Schlafen? Ah ja. Das könnte so schön sein. Wo findet man das? Richte dich mal ein, Junge. Du wohnst ja jetzt schon Jahre. Hätte ich mal machen sollen. Hätte ich jetzt kochen können. Ja, so nämlich. Ein bisschen doof. Läuft nicht so gut. Der blöde Schwanz war am Spielstand vorher, wird dir gerade geschrieben. Ja, deswegen wollte er dir nicht alles zeigen. Das stimmt, ich hab den blöden Schwanz nicht mehr. Classic. Sie können ja nicht warten. Ihr habt Verbrechen gegen ey, dein Verbrechen ist gegen... Ich bin der Tane. Da ist deine zukünftige, da liegt deine zukünftige Frau. Immer die... Wieder warte mal, ruhig jetzt. Das ist wieder die Tante, die ihr hat. Ja, die flirtet richtig hart mit dir. Ja, aber hilf doch mal ihrem Kind, vielleicht läuft es dann. Im Namen des Jahres, keine Bewegung. Ich bin der Tarn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh Mann, ey. Geil. Das ging richtig nach hinten los. Ich bin der Tane. Ich bin der Tane, Alter. Das war ja mies. Scheiße, das ging gar nicht. Voll alles. Das ist schon lange her. Ich kann mir, wie gesagt, Sachen nur 3 Tage merken. Ich habe das vor 7 Tagen vorbereitet. Macht das nicht, wenn ihr dumm seid. So wie ich. No Pro-Skill. Shit. No Pro-Gaming. Nee, da war nichts mit No Pro. Da war also da war was mit. Machen wir gleich. Nix mit Pro, wie viel hat er denn eigentlich? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. 10. 10 Punkte von 24. Das ist unter 50%. Ja, das ist nicht gut. Ist schaffbar. Das ist nicht gut. Ich bin skeptisch, der da auch guckt. Ja. War mein Taschendiebstahl nicht erfolgreich? Tatsächlich nicht. Nee, ne? Du hast doch nachgeguckt. Ich glaube, der Chat muss das entscheiden, ne? Aber du hast doch nachgeguckt. Ja, müsste eigentlich der Chat entscheiden. Nee, ich habe ja mehrere Taschendiebstähle gemacht.
Er hat mehrere Taschendiebstähle gemacht, von denen wir aber nur einen gesehen haben. Und da war kein Wort. Weiß gar nicht mehr, wie das eben entschieden wurde. Nee, durch, mit einem Münzwurf. Ja, ne? Nein, war nicht der Vorgang. Guck mal, ja, muss ich gar nicht stehen hier. Ja, du musst die Münze werfen, Wenzel. Krogi, Kopf oder Zahl? Ich nehme Zahl. Okay, Krogi Zahl. Wenn Krogi Zahl hat, dann fängt Walle an. Ja, so ist es. Okay. Buff. Oh. Und es ist Kopf. Alles klar. Du fängst an. Ich fang an. Easy peasy. Lemon squeezy. Setz Kopf. Das ist ja wie geskriptet hier, die Spannung bis zum Ende. Ich halt's nicht aus. Letzte mir das Safe Game. Letztes mir. Das Safe Game ist schon geladen, du. Okay. Dann gib mir eine Sekunde, an die Steuerung ranzukommen. Ja. Safe Game ist geladen, hast du gesagt. Ja, drück mal. Genau, drück mal was? Ja. Was? Mit A. Okay, schön. Jetzt ist geladen. Ist überhaupt nicht geladen gewesen. Ja, du bist beladen. Okay, also, Moment. Einmal was abchecken. Das ist Schleichen. Brauche ich vielleicht für Taschendiebstahl? Genau. Das ist, guck den Typen auf dem Arschkamera. Okay. Ja, das ist dein Drachenschnack. Das ist Kloppenstein. Wie kriege ich eine Waffe? Wenn du B drückst und dann nach rechts. Okay. Einmal nach rechts und loslassen. Rechts und loslassen einfach. Ah, ja. Genau, und dann kannst du da auf Waffen gehen. Dann kann ich mir was aussuchen. Dann kannst du dir den Kram aussuchen. Dieses Spiel ist ohne Sky UI wirklich nicht zu gebrauchen, finde ich. Das stimmt. Das ist eine der größten Mystiken überhaupt, wie dieses UI in dieses Spiel gekommen ist. Ja. Okay. Aber da hat Battlefield, warst du mal im Hauptmenü vom neuen Battlefield, wo du nicht weißt, was ist ausgewählt und was Was ist ein und aus? Wie kann man sowas? Also ich verstehe es auch nicht. Das ist krass, wie man so fail, also wirklich. Waffen, ja. Unglaublich. Also Moment, Waffen, ja. Schwert möchte ich nehmen. Ich möchte ein Schwert nehmen. Ja, du kannst mit RT und LT entscheiden, welche Hand du es nehmen willst. Ja, genau. Komm, leg los mit super okay. Zauberschwert. Kann ich irgendwo schnell laufen? Nee, das ist schon mega schnell. Nee, man kann sprinten. Ich glaube LB oder RB. Das stimmt, habe ich vergessen. Okay. LB oder RB? Du kannst auch mit die Waffen wegstecken. Das ist gefährlich in der City. Jo. Ah, ja. Aber der andere war es, oder? Hast du es nicht gerade geschafft? Ja. Ja. Ja, genau. Und das geht nur eine begrenzte Zeit, bis deine Ausdauer leistet. Okay. Einmal noch gucken. Fertigkeiten. Okay. Ich finde das Original-UI gar nicht so schlimm, wird hier im Chat geschrieben. Ja, das ist nicht hässlich, aber du findest nichts. Karte. Es ist ja wohl eins der. Also, zähl doch einfach mal, wie viele Klicks du machen musst, um Sachen zu finden. So. Das sagt doch alles. Genau. Okay, das ist dann A, durchsuchen. Nicht userfreundlich, was eine UI halt sein sollte. Okay, dann lass mich einmal kurz gucken. Nicht effektiv. Und dann. Ja. So, ich lade nochmal neu, weil du die Leute jetzt angebrüllt hast. Ja, nicht, dass ja. wir uns da jetzt diskutieren. Aber genau. Da geh einmal. Wir nehmen den Safe 321. Die 312, da bei Weißhaupt. Mhm. Ja. Naked Khajiit Man, ultra strong, naked, shaved. Naked, ja, der kann die ganzen Shaved Mods nicht finden. Okay. Ja, alles klar. Dann, warte. Beep, 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 beep. Kann ich nochmal fragen, was du mit Setz dich hin meinst? Nee, ich würde sagen, da kriegst du keine Antwort drauf. Das kriegst du okay, alles klar. Ja. Das diskutieren wir, wenn es soweit ist. Ja, das würde ich auch sagen. So. ja, dann. Dann okay. Ja. 3, 2, 1. Pups. Mhm. Los geht's. So, der junge Mann soll mal gar nichts reißen jetzt, weil der ist eh schon so ein bisschen in Hast du ja gesehen, gerade bei der Vorbereitung. Ich hab gestohlen. Das war mein erster Punkt. Ich hab gestohlen gerade. Das, Ich hab Pfeile gestohlen. Zeig mal die Pfeile. Wirklich? Ja, ich hab. Nein, also ich kann es bestätigen, das ist jetzt der Zeitverschwendung. Okay, dann brauchst du. Ja, ja. Okay. Hat er. Was haben wir dann noch? Hat er einen Pfeil gezogen, ist nicht schlecht. Sag mal die Hände. Kann ich Kartoffeln? Punkt? Was muss ich hin? Kartoffeln, Pommes machen. Achso, dann Objekte. Bücher. Buch hast du gesagt. Status aktiv. Festnehmen oder töten. Ist das ein Buch? Ja, ne? Ja. Hohe Priorität, Abgesandten, Genehmigungsstufe, Beschreibung weiblich, Bretone, Mitte 50, Hintergrund. Delphine war während des Ersten Kriegs ein Ziel von hoher Priorität aus operativen wie auch politischen Gründen. Sie war direkt an einigen der folgenschwersten Aktionen beteiligt, die von den Klingen im Bund durchgeführt wurden. Reicht das? Nein. Wir haben gesagt, mit LS blätterst du dann um. Sie wurde identifiziert und war für die erste Säuberung vorgesehen, wurde aber unglücklicherweise nach Cyrodiil zurückgerufen, kurz bevor die Kämpfe. Du hast das ganze Buch gelesen? Nein, ich habe kurzes Buch gewesen. Doch, hat er wirklich ein kurzes Buch. Wirklich? Ja. Okay. Das hat er definiert, muss ich fairerweise sagen. Ja, ich dachte, hat er wirklich, aber ich dachte, das wäre Bullshit. Nein. Okay. That's the gag!
Okay, welches fandest du? Jetzt fragt man sich, hätte ich vielleicht einfach durchlesen sollen? Jetzt, Ah ja, okay. Das war das schwarze Buch, das war's. Ist aber natürlich auch lame, wenn du jetzt Dennis' Buch liest, weil die Geschichte kennen wir ja schon. Lame, die kennen wir wirklich schon. Wie was Spannendes. Papa Krogi, mach was Spannendes jetzt. Verbriefter Scharfsinn, notiert vom Transparenten, bringt her den verliebten Stummen, der seine Geliebte mit Inbrunst begehrt und setzt den Himmel mit all denen in Brand, die es wagen, sich gegen uns zu erheben. Denn wir sind es, denen die Nacht gehört und alle, die ohne uns wirken, werden fallen. Wir trinken den Saft, der aus... Du hast dich einmal verhaspelt, ne? Punkt. aber so ein halber... Ja. Gerade so gibt's das. Sonst musst du am Ende nochmal lesen. Ja. Okay, klar, du hast natürlich auch sehr schnell gelesen. Den Punkt habe ich. Dann, wo sind die Scheißschmetterlinge? Gibt's die in der Stadt? Da musst du zum Schmetterling-Fachgeschäft. Das ist ja. Ziegenbein. Das ist doch bestimmt auch so ein Fachbegriff. Es gibt doch so Leute, die Schmetterlinge sammeln irgendwie und an die Wand hängen. Wie heißen die denn? Schmetterlologen. Ich bin der Tarnesial. Wir tun so, als hätten wir nichts. So, ich hab Fleisch. Töte. Hast du auch Grillen, oder? Fleischgrillen oder was gar? Da hatten wir es gar nicht. Das war, glaube ich, im anderen Game. Koch was Leckeres haben wir. Ah ja, genau. Koch was Leckeres. Warte, wo war Feuer? Kann ich überall Feuer? Reicht das? Nee, ne? Es steht und fällt halt damit, ob es lecker ist. Ja. Eine Pflanze. Blumen sind Pflanzen, ne? Zwei. Blumen sind Pflanzen. Das ist... Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Oh, da gibt's ja alles in Weißhaupt. Drei, unglaublich. 12, 13, 14, 15, 16. Das ist spannend, wie Krogi zählt. 18. Ja, das ist wirklich der reinste Thrill hier. Und noch eine. 20. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Ja, das könnte man so. Aber ich meinte, glaube ich, nicht das, was wir meinen. Ja. Stahl ist legendär. Oh, sie flattert mit mir. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ist sehr zweideutig. Es gibt da wirklich Mädels, die sind ziemlich hot auf dich. Das ist nur, was du interpretierst, Krogi. Das müssen übrigens, habe ich gesagt, was versteht er? Haben wir da... Schön finde ich, dass genau in diesem Flirt-Moment im Chat flirten. Steht, geh doch moin, was genau sehen wir hier? Oh, warte mal, wo... Ich erkläre es jetzt aber auch nicht. Ist viel lustiger, wenn dieser User nicht meine, rafft, was hier Bude. Abgeht. Du hast da irgendwo gepennt. Kann ich das irgendwie sehen? Nee, kann ich nicht sehen. Wo die eigene Bude ist. Wo ich gepennt? Im Bett. Ja, genau. Briesenheim. Da wohnt die Familie Briesen. Da will ich nicht reingehen. Ja. Die ist berüchtigt die für ihre brisanten Angriffe. Ja. Naja, verstehe. Ja, komm. Ist ja Schlaf 5 Stunden. Ja, es muss schon, gut überlegt sein. Auf jeden Fall. Das haben wir. Okay, Krui, Punkt für Schlafen. Punkt für Schlafen haben wir. Sehr gut. Was muss ich... Das ist eigentlich fast alles schon. Nein. Ja. Nicht mehr viel. Okay. Taschendiebstahl habe ich übrigens auch. Erfolgreicher Taschendiebstahl unten. So. Dann... da kann ich mich nicht hinsetzen, ne? Nee, wenn da steht... setzen, dann kannst du dich da, das meine ich. Ah ja, okay. Dann krieg ich nochmal doch vorsichtigerweise nach oben. Geh nochmal nach oben. Gucken, da ist dann... Immer besser oben zu sein. Was soll ich, Fall ins Knie, Schmetterling, geh ins Gefängnis, lass dich anfangen, finde ein Level, Koch, setz dich hin, braue ein... Das sind alles nur einfache Sachen, aber... Ich weiß nicht, wo das mit dem Dietrich... Nacke ein Schloss. Ein Schloss heißt egal welches, richtig? Ist leer. Okay. Ja, hier gibt's aber keinen. 9 Minuten 20 noch. Ja, ich bin richtig Zeit zufrieden. Verrennt jetzt auch. Passiert ja nichts bei Krogi. Easy. Dann bist du ganz schön abgesagt, Krogi. Ne? Das muss ich Valentin recht geben. Easy. Ja? So auf den ersten Blick denkt man Skill, auf den zweiten nennen du Pfui. Ja, und jetzt geht auch random in irgendwelche Gebäude. Da sehe ich keine Strategie. Das würde ich auch nicht machen. Das ist immer gefährlich in Skyrim, weil da sind natürlich Leute, die dich voll labern. Der will jetzt sogar schon eine Abreibung verpassen. Pass mal auf da. Ach so, warte, weißt du, was ich mache? Jetzt geht er wieder rein. Weißt du, was ich mache? Gar kein Plan, der Mann. Wie geil ist bitte diese Spielmusik? Wird im Chat geschrieben. Ja, Mann. Jeremy Sowell. Wo ist das? Ein ganz toller Komponist. Ich liebe die ganzen Elder Scrolls Soundtracks.
Wie immer geht das? Vorsichtig. Ist im Knie. Ja, das haben wir nicht genau, aber ich glaube es ja. Ja. Aber den würden wir gerne sehen. Er hat geleuchtet. Das ist ein schönes Spiel. Er hat geleuchtet. Das haben wir. Wo ist? Er hat geleuchtet, als wäre das irgendeine Aufgabe. Das haben wir. Jemand zum Leuchten. Ja, also ihr habt gesehen, er ist ins Knie gegangen. Kruckmeier hat nur von der Theke gestohlen, nicht aus der Tasche. Ist das korrekt? Nein, ich habe doch eben Taschentiefer gemacht. Okay, das ist schon länger her. Das ist schon länger her, genau. Nikotin, das ist ganz am Anfang sein erstes Ding. Ich finde aber viel besser, dass Nico Nikotin... Wenn ich jetzt hier was nehme, den Bratspieß benutzen. Ich benutze den Bratspieß. Achtung. Ja. Er benutzt den Bratspieß. Was leckeres Kochen, ne? Was macht er nun? Der hat keine Zutaten. Ja, na sowas. Geklaut eben. Ja, sowas. Ah, das merke ich mir. Das ist gar nicht so ein einfacher Punkt. Ja, ich hatte eben was geklaut. Ja, ja, klar. Ich habe euch, also außer dem Buch, müsst ihr natürlich erstmal den Shit besorgen. Finde ich schön. Das haben wir, ich habe da das ist schon designt, diese ganzen Aufgaben hier. Ja. Achso, ich sitze. Wie ihr merkt. Hab ich hingesetzt? Oh, er setzt sich hin. Sehr gut. Einfache Aufgabe, aber doch nicht so easy. Aber immerhin hat er dran gedacht. Wo ist er da überhaupt, in welchem Gebäude? Okay, da muss ich aber nochmal. Was ist das? Honignussschnitte. Eine Honignussschnitte? Die schmeckt Länge bestimmt mega lecker. Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Das ist kein Flirt. Nee, glaubst du, dunkle Elfentanten sind auch nicht so... Dann wollen wir doch nochmal ganz schnell gucken, Freunde. Und zwar war das hier, glaube ich. Ich habe ja noch eine Idee. Da hat er eine Idee, wie wir gerade vernehmen. Sind gespannt, wie sich diese Idee entfaltet. Müssen nur noch hinkommen. Ja, er läuft ein bisschen kopflos durch die Gegend, aber das hält ihn fit. Jetzt klaut er einfach irgendein random Shit. Ich bin doch der Tarne, Alter. Pass auf. Kroki ist nicht der Tarne. Und damit gehe ich ins Gefängnis. Punkt fürs Gefängnis gleich, dankeschön. Ja, aber warum? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber vielleicht muss man einmal einmal machen. Vielleicht hat er das schon gemacht. Ah, hast du dich schon mal als Tarne rausgeredet? Ja. Ach so. Okay, Punkt fürs Gefängnis. Okay. Jetzt kann ich noch. So, wie viele Dietriche haben wir gesagt? Ja, ich glaube, jetzt hat er. Ah, ne, er hat wirklich nur einen gerade. Ja, ja. Wie geht das? Kann ich das hören? Ja, hören und spüren so ein bisschen. Du spürst das. Wenn er nicht so ruddelt und wackelt, dann ist cool. Sobald er so aneckt, ist schon was ganz. Ja, das so geht nicht. Du weißt gar nicht, wie das geht, das berühmte Schlösserknacken, das ist, da hast du eigentlich keine Chance, aber du machst es gut. Du machst das, als hättest du das, aber so macht man das. Genau so macht man das. Irre. Man macht es natürlich wahrscheinlich ungefähr 100 Mal schneller als du, aber wir haben ja alle Zeit der Welt und all so viele Dietriche. So, jetzt kommt er da nicht mehr raus. Mhm. Aber es gibt noch eine andere Methode, aus dem Gefängnis zu kommen, die ich jetzt natürlich nicht verrate. 10 Gold, schlafen. Brauchst du auch nicht verraten, die stand gerade da. Ja? Shit. Aufschließen? Nee. Aufschließen. Ich bin der Tarne. Schlafen, einfach aber eine Zeit absitzen, oder? Quasi? Ja, das ist ja viele Optionen hier. Musst du dich einfach nur für eine entscheiden. Was? Viele Optionen tatsächlich? Ja. Ja, das war. Ich sehe da gerade. Das war nicht ernst gemeint. Ach so. Okay. Alles klar. Okay, schade. Ich wollte mal geschlossen haben. Dabei bin ich doch der Tarne, aber den Punkt haben wir. Ja, den Gefängnispunkt hast du natürlich trotzdem. Aber jetzt habe ich mir den Weg gespart. Jetzt hast du aber halt auch keine Waffen mehr, ne? Okay, ja, ich habe keine Waffen mehr. Wie kann ich euch helfen? Aber habe ich noch Kohle? Habe ich noch Dietrich? Ich habe einen neuen Dietrich bekommen. Und Pfeile habe ich. Wo hat er denn jetzt einen neuen Dietrich? Kartoffel. Ja, das verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Kommst du aus dem Gefängnis? Okay, hier sind ihre drei Dietriche, die sie sich verdient haben. Ey, wo finde ich denn Geld? Sonstiges? Ach nee, wenn du. Ach ja, ist ja nicht ausgebrochen. So, er kriegt seinen Scheiß wieder, doch. Ja, und wieso kriegt man einen Dietrich, wenn man ins Gefängnis kommt? Das ist einfach nur so eine. Falls die Leute nicht raffen, dass man schlafen kann. Ja, beziehungsweise um halt dieses Ausbruchding irgendeine Mechanik. Aber das ist mega dumm irgendwie, oder? Ja, ja klar, es ist halt wirklich nicht loremäßig geil erklärt. Also wenn man sich das einmal vorstellt, so, willkommen im Gefängnis, hier ist ihr Dietrich. Die haben eine Chance auszubrechen, wenn sie die verkacken, müssen sie blöderweise die Zeit absitzen. Das ist ein fairer Deal, finde ich, aber gibt es halt keinen Dialog für. 12 Gold. Das ist aufhört. Rein. Okay. Ich glaube, da ist er völlig in der falschen Zone. Da kann man nicht viel machen. 12 Gold ist nicht mal nicht schlecht. Das ist ein Schrein. Fehlen noch. Ist der wichtig?
88 Gold. Ich meine, loote 100 Gold. Mhm. Ist hier nicht definiert, wie man an diese 100 Gold kommt. Nee, nee, du musst 100 mal gelootet haben. Also, ich habe extra geschrieben, loote, weil das ist nicht durch Verkauf. Ach so, okay. Nein, das wäre ja kein Looten. Aber ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Ja, aber ich kann das Gold ja dann aber in der Truhe packen und wieder rausholen. Dann habe ich es gelootet. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Das ist ein ziemlicher Hack. Mal gucken, wie ich das löse. Das wäre doch nicht die erste Aufgabe, die ich eigentlich habe. Da habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ich dachte, ich hätte es durch Looten ganz. Wie gut, Krogi, der sagt, er würde das erste Mal machen. Ja. Das ist Regel. Ich glaub, das stimmt aber ja auch nicht. Er hatte ja schon 12 Stunden Skyrim. Ja. Schloss ist auf, Schloss geknackt. Schloss geknackt. Wow. Schloss geknackt. Aber wo wolltest du da überhaupt rein? Was willst du da? Kann ich mir den auf den Kopf setzen? Nee, du musst den eigentlich. Darfst du nicht in die Tasche packen, sondern du musst ihn halten. Das war A gedrückt halten, ne? Ich glaube schon. Ich muss ihn mal anders bei dieser Aufgabe auf den Kopf stellen. Oder? Kann ich den? Das wäre alles einfacher. Ja. Safe. Wobei, das haben sie gepatcht, ne? Echt? Ja, das ist, da muss man jetzt richtig Glück haben, dass der draufklickt. Ach, scheiße. Die fallen dann so auf einmal plopp schnell ab. Das ist ja doof. Was ist das? Holst du auf, Mann? Das macht es ganz, ganz ein bisschen schwieriger. Ja, oh, ich mag richtig, wie lost er gerade ist. 2 Minuten noch übrig. Ich habe extra Weißhaupt genommen, weil ich dachte, in Weißhaupt kennt man sich ganz gut aus, weil das ist so eine zentrale Stadt. Ja, viel abgeht, oder? Da kennt man sich dann aus. Ja, Profis kennen sich da natürlich aus, Krogi nicht. Was? Bis hier, ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand. Aber ich bin doch der Tarne. Begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Jetzt kennst du das. Schon wieder die Hälfte ausgegeben von deinem gelootenen Gold. Aber du musst es nicht ins Gefängnis. Das ist echt ganz gut. Okay, ich muss einfach nur noch, 1 Minute noch. Ich muss einen Bettler finden. Ja, Weißlauf ist eine sehr wohlhabende Stadt. Da wird nicht so viel gebettelt tatsächlich. Ja, okay. Also es kann natürlich stimmen, aber ich labere natürlich auch einfach viel Scheiße. ich bin gerade nicht in der Situation, dass ich dir helfe. Dass Krogi lost ist, genau. Okay. Aber es ist jetzt auch die letzte Disziplin, deswegen will er eigentlich auch gewinnen. Und da ist die Hilfe für Krogi nicht unbedingt. Ich muss komplett try haben. Genau, das muss ich mal ehrlich sagen, ist jetzt sehr klug, Krogi. Das ist wirklich ganz, ganz gut, was er da macht. Lachs, da hat er einen Lachs! Da hat er einfach einen Lachs sich gegrabt noch. Hammer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der Lachs so schnell in den Tash kommt. Ja, da ist übrigens ein Drache. Mhm, ich suche aber einen Schmetterling. Ist wahrscheinlich die leichtere Wahl. Doch nie einer in einem Satz. Das kommt ganz drauf an. Unglaublich. Hat er. Schmetterlingsflügel sogar. Ja. Das ist sogar noch konkreter als bei Denzel. Nochmal, blauer. Blauer. Okay, Schmetterling hat er auch. Ja. Schmetterling. Okay, noch 30 Sekunden. Da kann man auf jeden Fall noch es gibt auf jeden Fall noch Aufgaben, die ich hier schaffen würde in der Zeit. Mach bloß das Richtige. Lass dich nicht stressen. Auch wenn es nur noch 30 Sekunden sind. Jetzt sogar nur noch 20. Die Zeit verrinnt wie im Stundenglas. Das stimmt, im Sekundentakt. Scheiße, sogar im Sekundentakt. Also es ist wirklich sehr schnell. Wer hätte damit rechnen können? 10 Sekunden noch. Ich habe das Gefühl, sie verrinnt auch immer schneller. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich krieg das auf den Kopf. Wie krieg ich das auf den Kopf? So? 9. Guck, wo ist denn dein Kopf, ey? Ja, ich weiß, wie das geht. Ah, schön. Ah, sehr gut. Wie viele Punkte hat der Mann? Genau, zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist Fall ins Knie habe ich auch, sorry. Fall ins Knie habe ich auch. Fall ins Knie hat er auch. Oh, direkt. Stimmt. Damit und Koch was Leckeres, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Fall ins Knie hat er tatsächlich, aber damit, du hattest auch 10? Das weiß ich nicht mehr. Ich du hattest auch 10. Das heißt, ihr seid eigentlich gleich auf. Mhm. Das ist tatsächlich eine scheiß Situation. Wenn ich jetzt weniger Punkte haben sollte, dann müsst ihr euch nämlich tatsächlich prügeln. Aber ich werde natürlich mehr Punkte machen, deswegen brauchen wir gar nicht über so hypothetischen Quatsch zu reden. Ja, ihr die ganze Zeit, was wie wenn wäre was? Macht doch mal einfach euren Job. Ja, mach ich doch jetzt. Ich muss super dringend pinkeln. Ich komme sofort zurück. Okay. Der kommt nie wieder. Seit er von dem Prügeln gehört hat, kommt der nie wieder. Das sage ich euch. Okay. Soll ich jetzt noch warten hier mit der Weißhauptscheiße? Nein, ich würde sagen, du kannst direkt loslegen, wenn wir dich runtergezählt haben. Einmal, hast du den richtigen Speicherstand? Der 3-2-1 oder so, ne? 3-1-2, 3-2-1, ja. Der oben. 3-1-2. Genau. Und ich habe dann da bei dieser Liste einfach Ja gedrückt. Genau, diese ganzen, weil das ist nicht die aktuellste Version. Ja.
Da gibt's ja jetzt neue. Obwohl ich das noch einigermaßen drauf habe, steuere ich mich auch mal kurz ein. Ja, ja, ich also glaube, das ist ganz gut, wenn wir auch... Boah, habt ihr den Controller fettig gemacht? Das ist ja schon disadvantaged jetzt. Ja, das ist der Schleim von Krogi. Kennt man. Wir haben hier auch die Punkte resettet, wunderbar. Oh, fuck, das darf man nicht machen. Ich muss nochmal neu laden gleich, weil ich habe auch geschrien. Diesmal werde ich so tryhard spielen, ich will euch nicht hören und ich will den Game-Store. Das geht aber nicht, das macht man nicht. Die liegen hier nur für die anderen Sendungen. Das ist kein Inventar von Skill Arena. Das ist kein Skill Arena Inventar. Das behauptet er, manipuliert hier. Das habt ihr alle gesehen, der hat ausgestellt. Jetzt will der sich hier ausblenden. Das gibt's ja wohl nicht. Warte, bis Krogi wieder da ist. Der würde dir einen erzählen. Ihr könnt das ja besprechen, während ich spiele. Ich drehe den Teamregler hier erstmal schön runter. Dann wären wir handgreiflich. Was sagt der alte Mann? Ich höre nichts. Ja, ich glaube, dann warten wir wohl dann lieber nochmal auf Krogi, weil das geht natürlich gar nicht. Das werden wir ihm gleich ausreden, auch wenn er uns jetzt nicht hört. So, das Problem ist, Skyrim ist so leise, da dudelt die ganze Zeit nur, dass er uns trotzdem hört. Das ist echt eine schöne Ruhe. Mit meinen Gedanken im Kopf. Es ist zwar auch nicht immer leicht, aber leichter als mit denen. Komm schnell, ich brauche Hilfe. Der Valentin hat jetzt einfach diese Kopfhörer außerhalb der Arena genommen. Alter. Ein nicht lauterer Gegenstand. Disqualifizieren wir ihn gleich oder lassen wir ihn nochmal seinen Fehler korrigieren? Nee, formulieren das ist völlig legitim. Nee, wir bringen Valentin jetzt wieder in den Magst du mal kurz rausziehen da den Stagger? Valentin, hörst du uns? Du hast die Wahl, gleich disqualifiziert zu werden. Das steht nicht zur Debatte. Chat entscheidet. Regie, könnt ihr das irgendwie aus... No pro das, shit! Das geht hört nicht! Hört ihr das Chat? Du musst no pro shit! Ich try hard, weil ich feiern will! No pro shit! Wozu haben die Zuschauer denn die Schmäh eingesandt, wenn du dir sie nicht gibst? Wie respektlos komm, ist das? Lass ihn die Eumel-Dinger aufhaben, wenn er hier raven will, soll er raven. Nee, warte mal, jetzt, was kommst du denn her? Deswegen musst du nicht noch so eine Scheiße labern. Da wird gerade irgendwas gewotet. Ja, no pro shit, das steht da. Ja, warte, ich mach den Teamregler fairerweise etwas hoch, dann höre ich euch nämlich wirklich. Aber du kannst ja auch die ablegen und hörst es auch. Absägen? Du kannst sie auch ablegen. Siehst du, du verstehst mich gar nicht. Du kannst sie auch ablegen, hörst du uns auch. Ja, aber ich will ja den Spielesound hören. Aber dann brauche ich natürlich auch nichts mehr sagen. Dann können wir jetzt die nächste Viertelstunde hier... Nein, ich habe den Teamregler hochgedreht. Genieß. Guck. Genieß. Okay, so. Guck. Hört er uns jetzt oder nicht? Guck, wie ich höre. Ich höre euch, ja. Was sage ich denn gerade? Sagst du? Ich bin doof. Ich bin Denzel. Das war knapp, du. So, könnt ihr mich reinzählen? Ich bin quasi ready. Skillhörer, Start. Okay. Walle. Schön reingeschrien in die Ohren. Timer läuft, wunderbar. Ich geh direkt ins Briesenheim rein. Weißt du, was richtig geil ist, Dennis? Dass wir beide 10 Punkte haben. Ja, wir ganz toll, Leute. Das muss man erstmal schaffen. Das ist eigentlich ziemlich ungeil, wenn man es mal gedacht hat. Ja, 24 wäre schon geiler. Aber im ersten Moment könnte man es mal so sehen lassen. Wir sind beide ziemlich geil. Lass uns das so formulieren. Und Valentin ist natürlich, das wird sich jetzt zeigen. Das Problem ist, dass Valentin tatsächlich sehr gut ist in Skyrim. Skyrim das ist eins seiner Lieblingsspiele. Weil, er hat ja auch diese Nude Man. Genau, in keiner anderen Situation reden nämlich Frauen mit Valentin. Deswegen. It's funny, cause it's true. Muss er sich hier rein beamen. Das ist so wie ein Kommentar, das muss ich euch erzählen. Kommentar unter dem Game Talk Spezial mit der Musik. Da hat jemand geschrieben: Alter, woher kennt ihr die ganze Mucke? Was habt ihr für eine Jugend? Hab ich runtergeschrieben, wir haben nicht gebumst anscheinend. Okay. Ja, ohne Witz. Walle. Natürlich, weil man beim Bumsen immer so gute Musik hört, Mike Krogi. Ne? Ja. Nämlich Meatloaf oder Kuschelrock 11. Jetzt halt mal die Fresse, ich muss lesen. Du musst laut vorlesen. Ja, wollte ich ja. Wachträume von einem sternenlosen Himmel von Bilius Felkrex oder so ähnlich. Die Augen eines einst Geblendeten von den Sternschnuppen der größten Erkenntnis werden für immer die verblassende, was steht da, Einsicht sehen. Ausgesandt von der alles bestimmenden Frage, denn nur die wahre Nachforschung kann die Grenzen der Gedanken formen. Was übrig ist, bleibt irgendwas mit Saft, war da doch. Weiter kann ich nicht lesen. Nee, aber das finde ich auch schade, dass es da die Geschichte abbricht. Das ist doof, ja, finde ich auch. Also, es ist zwar korrekt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Punkt dann gilt. Aber ihr habt es doch auch genau. Ja, ja, bei euch galt der Punkt. Walle, chill. Ich weiß nicht, ob der das zählt. Jetzt nimm mal dieses Messer und ramm mir das hier in den Hals. Ja, das kommt gleich noch, der Part mit dem Messer. Das wollen wir sehen. So. Morgen. Morgen. Halt mal die Fresse, ich muss lesen.
Leute, ich muss lesen. Ja, ich kann doch nicht lesen, wenn sonst verhalunken auf meinem Ohr. Das ist viel schlimmer geworden mit den Kopfhörern. Wir machen nächstes Late Nights mit Walle im Laufhaus. Wer ist dafür? Hier. Ja, hab ich dabei. Ja, alles klar. Oh mein Guck mal, Walle ist speedrun-mäßig da, schön, durch die Pampa läuft wie ein Schön Kabarett mit Walle. Ja, Hammer. Ja, genau, das muss man mal gedacht werden. Der Typ hat halt Mundgeruch, hat man gerade gesehen. Jetzt sind wir in deinem Kopf, oder was? Ja, das ist wirklich viel grauenhafter als vorher. Ich würde das auch viel stärker ausnutzen, würde ich nicht auch die Zuschauer damit belästigen, was daran... Aber das finden die gut. Warum gibt's bei mir hier wieder keine Lachse? Tja. Da braucht man einmal einen Lachs. Tja. Ist aber schon... Lachs auf dem Tisch. Guck mal, Steinlachse. Für eine Lachs. Steinlachse. Steindrachen sind auch da. Ja. Das ist die übelste Lachsverhandlung. Und hier... Steinfeuer. Ja. Genau. Das ist doch... Das ist aber dir klar, der Lachs muss sich auch anflirten. Bachbarsch! Bachbarsch hinzugefügt. So. Bachbarsch. Ich wollte gerade sagen, es ist hier rigged von vorne bis hinten. Schmetterling! Das ist kein Schmetterling, das ist eine Fee. Das ist Tinkerbell. Ja, blaue Schmetterlingsflügel hinzugefügt. Mag das wieder drauf. Okay, hast du die einfach rausgeruppt oder was, du Tier? Ey, ich hab diese sofort alle... Da hat er schon die 10 Punkte. So, ich mach auch ganz kurz das mit den Pflanzen hier. Gar kein Problemo. Gar kein... Dennis ist auch ein sehr guter Pick. Die Spiele heute, kann ich jetzt schon mal sagen, gefallen mir sehr gut. Ganz tolle Spiele. Sehr gute Wahl. Man muss ein bisschen zugeben, dass es die drei naheliegendsten Picks sind. Ja, die Sachen, die einmal passen gut. Ich finde das aber überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Nein, ist auch nicht, weil eigentlich ist der Topf der Open-World-Spiele jetzt ein bisschen leer gefischt. Ja, zwei, drei. Spiele sind einfach wunderschön für dieses Format. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, aber das lösen wir. Ja, es gibt ja verschiedene Tetris-Variationen. Genau, zwei hat er schon. Wir müssen ein bisschen mitzählen, das war gemein. Ja, hab ich. Drei. Zwei, sagen wir. Nein, drei. Ihr sagt jetzt einfach zwei. Definiere drei. Wir haben das vorher ganz klar definiert, Valentin. Warst du auch Simon, dabei? Grüß dich. Können wir mal Simon hören? Simon hat gerade Walle gegrüßt übrigens. Danke schön. Im Real Chat. Da musst du noch was kommen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Ich habe noch zwei Safety gemacht, schwierig, damit mir das bloß nicht wegdiskutiert werden kann hier. Nee, ja, aber das Problem ist, dass ja explizit steht 20 und 22. Moment, ich will vielleicht damit kochen. Das ist völlig legitim. Ja, so nehme ich. Okay. Na gut, lassen wir gelten, dass das mit den Pflanzen ist. Okay. Ja, vielen Dank. Er sagt, er will die noch. Was machen wir dann im Laufhaus, Walle, wenn wir da sind? Was ist denn ein Laufhaus? Hat jemand ein Taschentuch? Ich habe ein Mauspad. Geht das auch? Ich habe wirklich kein Taschentuch. Wirklich nicht. Ja, okay, ich kann dir eins holen. Soll ich eins holen? Dann. Nein, ich kann dir eins aus dem Klo holen. Hier, Badebrett. Ja, das wäre auf jeden Fall super. Ich hole den Tuch. Freundlich. Ich hole den Walle. Ich hole den Walle-Tuch. Ja. Ja. Ich heiße Nils. Ich heiße Nils. Das ist Nils. Übrigens. Okay. Was? Ich sage nur, das ist Nils übrigens. Ja, in-game Nils. Ja, das Problem ist, du hörst jetzt nicht richtig, weil du die Kopfhörer auf hast. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau bitte entbehren? Ja, natürlich. Schon wieder jemand. Oh, vielen Dank. Ich habe einer Bettlerin was gegeben. Die Göttlichen euer gütiges Herz. Das ist korrekt. Weintree kriegt einen Punkt. Die Götter. Danke dir. Na klar, Mann. Wofür brauchst du das Tuch eigentlich? Walle? Für später, für zu Hause? Ja, ich will hier die Khajiit-Mod nochmal laden gleich. Oh, Entschuldigung. Aber das muss echt witzig sein, wenn so ein Khajiit, so ein Katzenmann einfach geschäft ist, oder? Was? Nee, ich hab gerade. Leute, ich hab wirklich. Was? Wer ist geschäft? So ein Khajiit-Mann. So ein Khajiit-Mann, sind das nicht die Katzenleute? Ja. Dann du geschäft, wie so eine geschäft. Nee, hast du mal eine geschäfte Katze gesehen? Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich habe Nein gesagt. Sieht nicht gut aus. Kein Drama, keine Kessel Dinge auf den Kopf, incoming. Na, was wollt ihr Bin denn gespannt, tun, wie das hör? Gehen soll. Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir genau, und der muss 3 Sekunden draufbleiben. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ich... Ach so, bei anderen, verstehe. Ah, jetzt... Jetzt geht sie einfach weg. Jetzt verstehe ich den... Okay, ich muss sagen, ich verstehe jetzt erst, was mit der Aufgabe aussieht. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Fluss war jetzt am noch geöffnet. Ja. Ich hab's fast... Jetzt hör doch mal auf, dich zu bewegen. Ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Aber ich hab's fast jetzt. Langsam runterlassen.
Eins, zwei. Nein, du musst ihn nachher loslassen. Okay, ich hab losgelassen. Was hat er nicht? Ja, wie geht denn das? Wie lässt man los, Denzel? Ja, auf A drücken. Okay. Hat alles, was man sich von einem gemischtbaren Laden wünscht. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja, okay. Gerade so. Sehr gut. Sehr gut. Das sind die Punkte, die wir sehen wollen. Ja. Das macht Bock. Ja, das macht große Freude. Nee, wirklich. Eigentlich nicht. Nein, aber vom Entertainment-Faktor schon. Ich bin natürlich auch sehr unzufrieden mit der Leistung von Walle. Achso, der Entertainment-Faktor ist ja nicht hoch genug, oder was erzählst du hier? Ja, mit dem Eimer auf dem Kopf, das sind die, das, sowas müssen wir sehen hier. Ja, das war schon ganz cool, ja. Aber dass Valentin das gemacht hat, das nicht, war nicht so gut. Nee, das war nicht so gut. Oh, Valentin hat ein Skill verbessert. Jo, ein Punkt. Ein Punkt für Skill verbessern? Ja, hat er gekriegt. Hat er noch nicht gekriegt. Hat er gekriegt. Vielleicht könntet ihr... Und nach 7 Minuten, man merkt, dass Walle Pro-Gamer ist in diesem Game. Viele andere Spiele verkackt, aber hier... Er muss noch 3 Punkte machen. Mhm. Ah, das schafft er noch. Ich habe noch 7 Minuten, okay. Das schafft er locker. 7 Minuten, das wird aber immer weniger, ne? Das ist bei der Zeit manchmal so, dass das dann langsam weniger wird und dann am Ende schneller. Das sagen auch viele ältere Leute. Deswegen verstehen manche Leute die Zeit nicht. Oh, hier ist ein Fass. Früher habe ich immer gedacht, wann habe ich wieder Geburtstag? Ja, ne? Ja. Und dann heutzutage frage ich mich das immer noch. Ja. Wann... Das stimmt, ne? Das ist schwierig, das weiß ich auch nicht, wann du... Nee, weiß ich nicht. So, Leute, ich kriege jetzt den Punkt für 100 Gold gelootet. Oh, nice. 100 Gold gelootet? Boah, Walle. Was bist du denn? Wo hast du die denn? Hast du noch? Wer weiß noch auswendig, wo die fetten Loot sind in dem Spiel. Weißer, hat er. Nee, das stimmt nicht. Wer genau zugeguckt hat, weiß, wie ich es gemacht habe. Ja, das Fass angegrabbt. Angegrabbelt, ja. So, jetzt hole ich mir den Punkt fürs Hinsetzen. Ich weiß, wo jeder Stuhl in diesem Land ist. Super gut. Das sieht man. Damit hat er doch alles, oder? Und den Stuhl kennst du dich aus? Aus dem Weg, Fremdling. So, das Blöde ist jetzt ein bisschen, dass es hier ja eigentlich tagsüber Hühner gibt. Hier ist zum Beispiel schon mal eins. Kann ich nicht irgendwie... Das ist eine Aufgabe, die man natürlich wieder nur einfügt, um den Charakter des Spielers zu testen. Ja. Letztes Mal ist Michael Krugmann durchgefallen. Ja. Dieses Mal wird es Valentin offensichtlich sein. Ich bin ein bekanntes Arschloch. Gewinnen und dabei seinen Charakter verlieren. Kann man so stehen lassen, aber muss man dann am Ende auch mitleben. Aber muss es war nur ein Hühner. Müssen es nicht 3 sein? Es müssen 3 Hühner sein. Du, ganz genau. Du kannst auch lesen, parallel beim Spielen, Valentin. Parallel aber. Das ist unglaublich. Wieso gibt es hier nur so wenig Hühner? Was ist hier los in, oh Mann, in Dings? Nee, jetzt finde ich aber auch, dass du ein bisschen mehr darauf achten solltest, wie du hier als Vorbild rausgehst, Walle. Denke ich auch. Das ist einfach nicht... Jetzt hast du auch ein bisschen Mist gebaut. Jetzt sollte dir auch so langsam der Kackstift gehen. Ey, wer kann denn wissen, dass ein Huhnkill den Hühnern hast du jetzt natürlich ein bisschen in den Sand gesetzt. Also zum einen hast du jetzt den Punkt nicht geholt und du hast deinen Charakter verloren. Ja. Das ist natürlich jetzt eine Lose-Lose-Situation. Alter, der Bulle ist sauer auf dich. Ja, das Mufflon rennt hinter dir her. Ich hab seinen Freund, das Huhn, umgebracht. Ja, du hast das Huhn halt nicht gegessen. Mein das Huhn ist tot. Mein Freund, das Huhn. Mein Valentin. Okay, ich suche nicht weiter nach Hühnern. Das ist Zeitverschwendung. Das, ja, aber der, na gut, also, nein, das war jetzt umsonst, denn dein, bist gebrandet. Muss man schon sagen. Ja, wie zieht man nochmal? Muss man schon sagen. Willst du mit dir flirten? Schwierig. Ist das Flirten? Nein, oh, das war Hüfte. Das war ich bin tot. Genau. Ja, red dir mal einen Pfeil in den Hals. Ja, wenn du kannst nicht einfach einen Huhn umhauen und dann glauben, dass die Leute den nicht. Die sind enttäuscht, weil du hast das Huhn nicht mitgenommen. Wie schnell ist man denn tot? Bitte. Ja, sehr schnell. Als Hundemörder kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, ehrlich gesagt. Schicksal, das klebt dir jetzt wie ein Kaugummi. Hat Walle den Verkaufscheat gemacht für die 100 Gold? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ja. Meinst du? Ja, das ging so schnell. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Was ist das Knie? Da kann man nicht. Wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Du hast nur ihren Dress. Ja, aber man hat doch gesehen, dass ich aufs Knie gezielt habe. Ja. Da, sie läuft doch auch so blöd mit dem Pfeil rum. Krogi hat uns den auch nicht gezeigt. Okay, Krogi, wieso bist du? Du verstehst das Konzept der Sendung nicht so richtig. Doch. Ich verstehe sehr gut. Ich verstehe sehr gut das Konzept. Nein, ich will den nicht boxen. Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher. 3-4 Minuten nur noch. Ich bin mir sehr sicher. In 3 Minuten ist es schwierig noch überhaupt. Ich muss nur diesen Punkt verteidigen, weil ich es genauso gemacht habe. Wie macht man das denn? Deswegen, ja, aber du bist ja schon fertig. Reden. Ja, das stimmt natürlich. Was ist der Rede? Aber, Dings. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Schöner Wrestling Slam. Ich habe 1000 Stunden in Skyrim, aber ich habe noch nie einen Wrestling-Move gesehen. Alter, ist doch richtig geil. Der richtig weggeflext, ey. Mann, was ist denn? Hey, Leute. Ja, jetzt musst du natürlich laufen. Mein Fall im Knie hat allerdings sehr schön geleuchtet, muss ich sagen. Ja, das war toll. Ich muss schon sagen, das ist ein großer Vorteil gewesen mit meinem Fall. Sollte eigentlich Doppelpunkte kriegen. Ihr könnt
tatsächlich. Du jetzt nachträglich, oder was? Ja, damit wärst du dann auf dem letzten Platz bei dieser Runde. Okay, ich sag ja, du darfst die Sendung nicht. Du sollst jetzt nicht deinen Punkten nachholen, die du nicht geholt hast, ach sondern so. Du sollst jetzt Walle ablenken, dass der noch mehr holt. Mann, wieso? Hör auf hier, Mann! Guck mal, das ist. Wir können mal gucken, ob die mit dir flirtet. Da müssen wir mal genau hinhören. Weiß nicht, ich glaube, der Zug ist abgefahren. So, die ist immerhin tot, hat hier was Cooles dabei. Okay, nachdem er das Huhn getötet hat, erlegt er jetzt die Dame im Spiel mit Headshots. Er hat sich wirklich komplett gewandelt. Denke ich auch. Anfangs war er noch so ein bisschen sympathisch, jetzt kommt so ein bisschen das Monster aus ihm raus. Das eine, was ein Huhn anrichtet, ne? Was ein Huhn anrichtet. Ich hab mir so einen toten Huhn. Aufgestaute Wut, da kommt sie komplett raus. Wirklich. Ich komme dann zur Karte nochmal, achso. So, da beamt er sich weg, weil hier hat er. Ist die Kacke am Dampfen, da kommt er nicht mehr raus. Wächter. Aber er hat schon punktetechnisch, wenn ich das richtig zähle, was ist das? 11? Ich glaube, es sind 11, ja. 9, 11. Und wir hatten beide 10. Ja. Damit ist Walle mit einem Punkt am Start. Ja, mit einem Punkt am Start. Und das haben wir denn alle ein, oder was? Dann haben wir alle ein. Oh, okay, dann denkt euch jetzt mal schnell aus, was wir jetzt machen. Ja. Naja, Walle hat eben schon gesagt, dann müssten wir die Punkte zu addieren. Können wir nicht aber die Pizza teilen? Und wer dann am meisten Punkte hat. Ich muss allerdings sagen. Ist das nicht, ist das nicht super spannend, dann, wenn wir mit einem Unentschieden rausgehen? Ja, ja, ich finde auch. Ich find, weil nämlich ein Problem habe ich nämlich, wenn wir die Punkte zusammenrechnen, dann möchte ich auch, dass wir überall nochmal drauf gucken. Das ist mein Problem mit der ganzen Geschichte. Nein, und überleg mal, weil ich gehe ja sowas von davon aus, dass Bella natürlich eine riesige Pizza bestellt hat und nicht eine kleine. So, dass sie natürlich für uns alle drei. Ey, was ist, wenn wir die Pizza mit Cola strecken dann? Das wäre widerlich und dann schmeiß ich dich aus dem Fenster. Schmeiß ich dich aus dem Fenster und damit hast du dann gewonnen. Ja. Das ist doch nicht okay. Ich muss mich nur noch um Walle kümmern. Walle hat schon wieder Probleme mit dem Gesetz, aber irgendwie hat Walle diesen Punkt ja leider schon geholt. Ja, Walle hat den Punkt. Brauche ich mich gar nicht mehr anstrengen, Walle abzulenken. Nee, brauchst du auch nicht. Ach so, ich hab schon gewonnen, ja, oder? Haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Ich dachte, ihr verarscht mich, damit ich jetzt nichts mehr mache. Nee, hast du es nicht gehört wahrscheinlich. Doch, ich hab's gehört und deswegen, ich dachte, das wäre kalkulierter Arschloch-Move. Ah ja. Nee, du hast gewonnen, Glückwunsch. Aber ich werde hier weiterhin Punkte machen. So. Ja genau, aber das... Da müssen wir aber nicht uns dissen, aber weil er muss sich konzentrieren. Da müssen wir natürlich sagen, dass ich dann auch noch mal auf meine Punkte gucken möchte, falls wir so danach gehen wollen. Ich habe einen Seelenstein. Weil, Punkt für Walle noch. Weil wir natürlich dann sagen. Achso, ich dachte, die Gesamtpunktzahl ist das für alle. Da ist sie nicht. Ja, weiß ich nicht. Das können wir so nicht festlegen. Das muss Walle entscheiden, anscheinend. Ich darf gar nichts mehr. Wir warten einfach ab. Wir warten einfach ab. Ich dachte, so. Wir haben alle jetzt einen Punkt. Weil ich habe einen. Ich habe einen Seelenstein. Jetzt konzentriere ich mal kurz ein bisschen. Ich habe einen Seelenstein, bin jetzt im Knast. Wir konzentrieren uns. Das sind zwei Punkte. Ja, sonst kriegt das keiner mit halt. Doch, wir kriegen es mit. Wir versuchen nur ein bisschen, dass du weniger Punkte machst. Was macht Walle im Knast? Ja, den Punkt für Knast habe ich jetzt bekommen. Ja, hast du ja auch bekommen, Walle. Du, ich bin gerade am Tryharden. Ist mir doch egal, deswegen kann ich damit reden. Ich bin gerade kein Funny Boy. Deswegen kann ich damit. Guck hin, Walle, jetzt ist dein Dietrich kaputt gegangen. Nein, ist er nicht. Ich hab da scheiß Schloss geöffnet. Hast du gar nicht hingeguckt. So, die letzten 10 Sekunden chillig. Ja. Jetzt ist aber dann guck doch, wie viele Punkte du hast. Das ist Walle. Schade, weil er hätte noch guck das Schlafe im Bett-Punkt noch nicht. Nee, den habe ich ja als allererstes gemacht. Aber sehen wir jetzt den Gold-Cheat-Punkt ab, weil cheaten darf man nicht. Ich habe keinen Cheat eingegeben. Nein, was hast du denn gemacht? Ich habe meine Items verkauft und dann habe ich Gold in ein Fass gelegt und dann habe ich Loote Gold erledigt. Achso, aber das hatten wir ja gesagt, das wäre hacky. Und ich dachte, das haben wir nicht. Chat entscheidet. Okay, dann möchte ich sagen, Chat entscheidet. Ja. Aber das ist nicht der Punkt, mit aber dem ich hier. Das so ein bisschen ist wie die Person auf dem Gleis. Könnte ich dann auch bitte meinen Person auf dem Gleis zurückkriegen, ehrlich gesagt? Ich finde, das ist sehr ähnlich. Das ist wirklich Person auf dem Gleis. Das muss man schon dann fairerweise zugestehen. Und das ich würde dir fairerweise dir den Punkt lassen. Ja. Nehme bei mir dann aber auch den Punkt im Gleis. Und das würde dir was bringen? Dass ich einfach dass ich mich gut fühle. Ja, aber du, weil ich habe dir nichts weggenommen und ich fühle mich gut behandelt. Das würde ich dir sofort zugestehen, aber bedeutet das nicht, dass du damit Denzel gleichziehst? Ich habe das eigentlich mit dem Looten definiert, wie der Chat auch sagt. Ja. Okay, okay. Und aber mit dem Gleis muss man aber sagen, auch, dass es cool ist. Aber es ist egal. Ich kann verstehen. Ja. Anyways. Aber wir hatten gesagt, ich habe es extra so gemacht, damit ihr das nicht verkauft. Ja. Und ich kann verstehen. Ein bisschen genau. Ja, und dann muss ich nochmal sagen. Aber der Chat sagt, du kriegst den Punkt, glaube ich. Achso, aber also selbst wenn nicht, hätte ich es verstanden. Und ich bin auch natürlich bei dir. Wenn ich diesen Punkt kriegen muss, musst du auch den Gleispunkt. Ja, weil der lag auf dem Gleis. Das war eben auch mein Ding. Ja, eben, genau. So. Von daher. Das muss man schon mal ehrlich sagen. Ja. Aber jetzt nachträglich Punkte von Red. Nee, deswegen würde ich sagen, ich nehme auch den Loot 10, 100 Goldpunkt nicht. Wie hast du deine Kohle eigentlich immer noch nicht aus? Ich bin so fair. Ich muss sie verdünnen. Glaubst du, ich hole extra aus dem verdammten Kühlschrank eisgekühlte Cola, dass du die erstmal eine Stunde hier rumstehen lässt? Können wir jetzt mal klären, wie viele Punkte? Seht ihr das? Die ist nur halb getrunken. Also, Walle hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Punkte, damit drei mehr
als du und auch als ich, richtig? Ich würde sagen, du rechnest das jetzt aus und... So, und wie mach... Also, Walle, Glückwunsch erstmal. Ist das deine Freude? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist offensichtlich meine Freude. Ist das deine Freude? Okay, wie machen wir es jetzt? Erzählen wir jetzt wirklich, weil wir haben ein Stechen und diese, das haben wir natürlich nicht vorbereitet. Und es ist auch wirklich nicht so passiert, dass jeder sein vorbereitetes Spiel gewonnen hat, was sehr schön ist, was heißt, es funktioniert. Aber trotzdem sind wir Schweine bei 1-1-1. Was machen wir jetzt? Machen wir es wirklich so, dass jeder Punkt zählt? Nee, oder also ich trete meinen 100-Gold-Punkt ab. Ja, das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ich habe nicht zugehört. Ja, ich merke das. Ja, oder? Also wir hätten eine Auflösung. Ja, mach, komm, scheiß drauf. Nächstes Mal gibt's anders. Jetzt, okay. Wer hat gewonnen? Oh Gott. Ich sag, ich glaube nicht, dass ich gewinne. Ich glaube, Krohi irgendwie. Ah, es ist der Walle, der gewinnt. What? Aber der hat ja gar nicht mehr gerechnet. Wir kriegen Punkt. Das ist ja wunderschön. Juhu! Ich freue mich gar nicht so richtig, weil jetzt ist es mir unangenehm, dass ich so rumgeheult habe zwischendrin. Ein Wechselbad der Gefühle für Walle hier. Oh Gott, wirklich, das waren zu viele Emotionen heute. Ich bedanke mich bei den Punktevergebern und Vergeberinnen. Oh Mann, ich habe noch nie gewonnen. Deswegen hätte ich auch fast geweint, Eure. Hey, Walle, das ist geil! Ja! Das ist gut! Danke. Mach weiter so! Walle, 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 Walle! Könnt ihr da mitmachen? Walle, Walle. Nee, noch nicht. Wisst ihr, wie das geht? Nee. Noch nicht, ne? Nee. Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Ja, Glückwunsch. Guck mal, dass deine Welt da wieder in Ordnung. Ja, meine Welt ist jetzt wieder cool. Das ist doch dann alles schön ausgegangen. Sehr anstrengend alles, sehr anstrengend. Dann ist doch alles wundervoll. Ja, Walle, dann jetzt... Oh mein Gott, Krogi, you suck! Ja, da hat er recht. Einfach peinlich. Was? Peinlich, Dennis. Einfach peinlich. Ich verstehe. Jetzt sag nicht, dass du dich nicht verstanden hast. Peinlich, Dennis, einfach peinlich. Ach so. Peinlich, Dennis. Einfach peinlich. Ah, okay, sorry, ich habe was auf den Ohren gerade, deswegen. Mann, Walle, Walle, Walle. Ja, Walle, lass dich feiern. Ja, vielen Dank. So, jetzt Siegerehrung oder was? Ja. Was ist jetzt? Gibt's jetzt hier nächstes Mal eine Pizza oder heute? Oder machen wir jetzt einfach nur die Mats? Du, sag an jetzt. Ich dachte, hey, wir haben doch jetzt eine Pizza bestellt. Die kann jetzt ich hab keine bestellt. Wir haben jetzt eine Pizza bestellt, ganz genau. Ich liege jetzt an Walle, ob er sie alleine ist, mit uns teilen. Das ist jetzt seine Entscheidung, ne? Wir sollten ganz kurz, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, darüber reden, weil du ja gerade das System kritisiert hast. Wie wirst du das nächste Mal machen? Also nicht, das sehen wir dann. Achso, okay. Das hat doch jetzt. Du musst jetzt nochmal feiern. Ich will doch jetzt nicht hier über Kritik reden. Ja, gut. Du musst jetzt mal deinen Sieg feiern, Walle. Ich feiere am besten, wenn ich meinen Kram teile, ehrlich gesagt. Dann essen wir schöne Pizza zusammen. Das finde ich schön, dann habe ich Spaß. Dann fühle ich mich auch nicht schlecht dafür, dass ich jetzt alleine hier Pizza esse. Aber ich werde euch halt dafür in den Matzen ordentlich quälen. Ja, das machen wir. Also ich habe so Elektroschockgeräte mitgebracht. Nein, habe ich nicht. Das fände ich aber auch ganz witzig, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch. Elektroschock findest du, das glaube ich dir, Krui. Elektroschock, das finde ich witzig. Ey, es gibt wenig Dinge, vor denen ich so Angst habe wie vor Strom. Wirklich? Und dann findest du es witzig? Ich muss ja mich meine Angst stellen. Das stimmt. Ich habe auch eine Vogelspinne dabei. Die würde ich. Die ist lecker. Wie war das? Du musst dich nicht deine Angst stellen. Verstehen? Du hast doch verloren mit mir. Ja, aber wenn ich. Nur grundsätzlich meine ich. Immer so. Man sollte sich immer deine Angst stellen. Ich muss sagen, es hat mir große Freude bereitet. Weil, sollen wir dann jetzt die Mats machen oder wann kriegst du deine Pizza? Wie hast du das dir vorgestellt? Da ich nicht mit einem Sieg gerechnet habe, habe ich mir nichts vorgestellt. ich weiß nicht, da kommt tatsächlich eine Pizza. Oh, ernsthaft, ist sie schon da? Wollen wir in die Pizza-Ecke gehen? Klar. Gehen wir in die Pizza-Ecke, komm. Wir gehen schnell in die Pizza-Ecke, dann erkläre ich euch auch, was ihr für mich machen müsst. Hammer. Matzen. Zieht euch schon mal aus. gleich geht's los. Ja, alles klar. Guck mal, sind da wirklich Zwiebeln drauf? Haben die das gemacht? Die sind doch bekloppt. Wahrscheinlich. Was haben die gesagt? Zwiebeln da mit drauf? Sei bescheuert? Ja, die haben nur mal angerufen, sind Pizza, sie sich sicher. Pizza essen mit, ja, bring die doch einmal kurz. Ja, so ja, das ist so eine Gewohnheit. Nee, wir gehen in die Dreckecke, Dennis. Komm. Willst du da hinten in die Dreckecke? Komm, lass mal ein bisschen feiern. Oh, hier können wir nicht durch. Chat nehmen wir auch mit. Noch bewegen. Ey, wie lange geht das? Dennis, die sind noch hier. Dennis, die geht noch rum. Die geht noch vier. Komm, jetzt nimm den Chat mit. Hier, das ist doch Chat mit. Hier. So eine kleine Kinderecke. Da kann man sich schön hinsetzen. So machte man das früher im Schneidersitz. Alle um die Pizza rum. So. Ja. So, lass die gönnen. Gönn dir. Achso, ich dachte, wir essen die zusammen. Nein, du hast gewonnen. Du musst anfangen. Du hast gewonnen. Die ist da so drunter. Siehst du die nicht? Nee, ich sehe sie nicht. Du hast, hier ist, glaube ich, das ist deine? Nee, da ist keine. Walle, du hast gewonnen. Jetzt doch, da, guck mal. Ja, komm, aber wenn man so lange suchen muss nach der Salami, dann stimmt das. Die ist unter dem Extra-Käse. Na gut, okay. So, ich nehme das erste Stück. Natürlich.
zelebral. So ein bisschen die Penner-Ecke, wie damals in der Schule, wird gerade im Chat geschrieben. Nein, das ist unser Green bei Rocket Beans TV. Ja, das stimmt. Die machen wir High-Quality-Produktion. Das hat nichts mit Penner-Ecke zu tun. Also wenn du Leute, die im Sitzen isst, disst, dann würdest du aber auch, glaube ich, den ganzen Kontinent gerade dissen. Das mit den Zwiebeln, das ist ja toll. Magst du? Ja, wirklich. Okay. Das ist super. Herzlichen Glückwunsch an Valentin. Valentin hat gewonnen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Siegerehrung gefällt mir gerade am allerbesten von der Sendung. Ja, die gefällt mir auch gut. Ich finde das richtig geil. Oder? Schön. Oder? Ja, gibt's auch so kleine Stückchen? Noch besser, wenn es Elektroschocks gibt, Krogi, oder? Ey, ich hab da kein Problem mit. So, und wir. Das haben wir. Krogi, hallo. Ich will nur ein Stück haben und alle, die Pizza zu. Ich will nicht alles anfassen. Entwein. Ich will halt nicht alles anfassen. Ja, dann dreh sie um und schmeiß sie auf den Boden. Ah ja. Du, dich beteilige ich nochmal an meinem Gewinn. Muss ich das hier wieder reparieren? Schön machen wir das. So, ein Stückchen hier. Mhm. Okay, so, Valentin. Also jetzt ist die Sendung vorbei, oder? Wir müssen jetzt eine Matz machen. Ihr beide müsst noch eine Matz aufzeichnen. Mhm. Was sollen wir tun? Und ich sage euch schon mal, was ich mir überlegt habe. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, Denzel. Aber ich will trotzdem, dass du sagst. Jetzt schon gedisst, Hammer. Ich bin schon seit 20 Jahren Fan von dir. Mach weiter so, weil ich werde das doch dann beim nächsten Game hören, oh, oder? Okay, okay. Ja. Das, wir machen so viele Takes, bis ich das glaubwürdig finde. Okay, 20 Jahre, lass du es kriegen. Ja. Und von Krogi will ich sportliche Aktivität sehen. Die dich aber selber disst. Also du musst irgendwie groß rumspringen und völlig Feuer und Flamme, was dein Ding ist, aber sagen, Krogi, das ist so scheiße. Du bist so schlecht. Okay, und wie machen wir das jetzt? Hier in die Kamera oder? Ja, aber wenn, also ich brauch Platz, ne? Hier ist, genau, hier machen wir das. Da musst du anfangen. Ich brauch Platz, dann musst du anfangen. Ja, weil die Pizza liegt noch hier. Die Pizza liegt noch hier, ich will gleich hier Breakdance. Ja, das ist eine mobile Pizza. Ja, aber ich mach hier Roundhouse-Kicks, da kriegst du meine Stiefel. Doch, hast du gerade die Pizza gefilmt? Oder Krogi? Hab ich dir gerade den Balle ist ein böser Mensch. Alle wissen das. Was? Alle wissen das. Alle sagen fangen wir das, mit Denzel, Mama. Ja? Okay. Bist du schon auf Klo bei Denzel? Bist du schon auf Klo? okay. Ich muss aber noch aufessen. Also ja, sonst schon unangenehm. Weil ich drehe dir mal den Bildschirm auch. Dann kann man ein bisschen. Dann kann Walle ist ja Regisseur. Der also die Pepperonis da drauf sind tatsächlich noch mal. Die geben dem. Das ist echt cool. Weil jetzt kannst du Regie betreiben hier. Mhm. Ja, ja, ich sehe das. Also vielen Dank. Mhm. Ja. Okay, mach es hier im Hocken, ne? Mhm. Sieht man eh nicht. Walle, ich bin schon seit 20 Jahren Fan von dir. Du hast es richtig gut gemacht. Kannst du bitte Valentin Herre sagen? Wladimir. Ich bin so richtig Fan von dir. Du bist so toll, 20 Jahre lang. Okay, ich bin zufrieden. Okay. Was soll ich machen? Also schon, wir müssen weg hier. Was soll ich genau machen? Also richtig upraven und dich dabei aber glaubwürdig beleidigen. Darf ich einfach das große? Ich nehme einfach das große Stück. Also dich selber. Du warst irgendwie wie also ich soll spastische Bewegungen machen und mich dabei bewegen. Also voller Elan dich selber runter machen. Krogi, du Nulpe und sowas okay, will ich okay, da okay, hören. Okay, ja, okay. Naja, klar, jetzt lege ich halt alles ab, was ich besitze. Mein Mikrofon brauche ich noch. Stell die Pizza dann, wenn die runterfällt! Nein, die ist sicher abgestellt. Die ist sicher abgestellt, die ist nicht 90 Grad. Okay. Warte kurz, Schlüssel auch. Schwierig, ne? Die rennen hier kreuz und quer. Okay, kann ich ins Bild reinkommen als Mats? Nur komm, bleib mal hier stehen. Ja, renn aber erstmal ein bisschen Kamera, unsere gute Kamera vorkommt, verrückt. So, komm, renn noch mal ein bisschen da. Ja, hier stehe ich doch dann. Ja, genau, renn mal ein bisschen. Ja. Bisschen schwierig, die Schärfe bei Krogi, da brauchen wir immer ein bisschen länger. So, ich würde sagen, das sieht ziemlich scharf aus. Okay, ich komme rein dann, ja? Ja. Also, ich beleidige mich dabei, ja? Mhm. Ist mein Geschmatz noch drauf? Nee, ne? Warte kurz. Ja, doch. Vielleicht, wahrscheinlich. Dann esse ich kurz nicht mehr. Ja. Ah, Krogi, du Dummkopf! Du bist ein Dummkopf! Du bist ein Dummkopf! Du bist ein Dummkopf! Ah, Dummkopf! Ah!
Ja, das war aber gut, oder? Muss er das schon mal machen? Nee, ich habe ehrlich gesagt weniger erwartet und mehr bekommen. Vielen Dank für diesen vielen Einsatz. Wow. Guck, ganz ehrlich, da hast du finde, du solltest rausholen. Eine Karriere als Entertainer anstreben. Ja. Das kann ich dir empfehlen. Sehr, sehr gerne. Gut, alles gleich. Zoom dich wieder an. Okay. Ja, dann machen wir noch ein schönes Abschlussfoto. Okay. Und zelebrieren, wie toll ich gewonnen habe. Zelebration. Und dann können wir. Herzlichen Glückwunsch, Valentin. Vielen Dank. Da ist er. Sieger. Hat er gewonnen. Hat er gewonnen. Verdient gewonnen. Nächster. Mit einem Punkt vor. Kommt Skill Arena wieder oder war das nur einmal? Auf Platz 3 übrigens, Krogi. Also in der Mitte der Folge hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, das war die letzte Skill Arena für mich. Aber da ich jetzt wieder erwarten gewonnen habe, sage ich auf jeden Fall, ich bin bei einer weiteren Episode dabei. Aha. Du hast doch gar keine andere Wahl, ist auch dein Job hier, oder? So echt scheiße. Ja. Okay. Aber das heißt, die Sendung hat funktioniert, weil genau das wollten wir an die Nerven. Wir haben es geschafft. Leider hat der Falsche gewonnen heute. Ist echt so. Ja. Viele haben erwartet, dass ich gewinne. Kann man nichts machen. Chat, vielen Dank fürs Einschalten. Falls ihr das Video bei YouTube konsumiert, dann liked die Scheiße voll ab und wie man so schön sagt, smash that Like-Button und kommentiert. Teilt euch mit eure Gefühle und so weiter und so fort. Walle hat das letzte Wort. Schön auch mal gewonnen zu haben. Guter Letzt möchte ich mich noch bei der Regie entschuldigen, weil die hat gar nichts falsch gemacht. Ich war nur triggert as fuck, weil die beiden mich davor so beleidigt haben. Ich bin sauer auf die, nicht auf euch oder so. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Tschüss.